Ihr Lieben, wir würden gerne jetzt beginnen. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Hier wird es dunkel im Saal. Wir sind dissonant begrüßt worden. Ich hoffe, dass wir nicht dissonant auseinandergehen. Begrüßt aber natürlich auch ausdrücklich unsere Gäste außerhalb, die uns begleiten heute im Vormittag und auf ihre Themen aufmerksam machen wollen. Und ich begrüße euch an unserem ersten Landesparteirat als neuer Landesvorstand, als mein erster als Landesgeschäftsführerin. Wir haben einen Landesparteirat, der sehr stark auch von euch mitgeprägt worden ist. Wir haben Anträge, wir haben Änderungsanträge, was ein Zeichen dafür ist, das ist wirklich eine lebendige Partei und daran wollen wir auch noch weiterarbeiten, dass sie es noch mehr wird. Aber ich will jetzt keine langen Vorreden machen, weil so großartig es ist, dass wir heute hier zusammenkommen, ist es natürlich auch schön, wenn wir auch noch Zeit haben, heute Nachmittag noch was anderes zu machen nach dem Landesparteirat. Und insofern fange ich gleich an. Wir haben fristgemäß eingeladen. Ihr habt eine aktualisierte Tagesordnung als Tischvorlage. Wir beschäftigen uns also zuerst mit der alle Blättern. Aktualisiert insofern, als da die Änderungsanträge und Anträge mit eingefügt worden sind. Wir wählen jetzt zunächst, komplettieren wir das Präsidium. Das ist notwendig geworden, weil Mona Neubauer, die jetzt gerade mal nicht hier sitzt, weil Mona Neubauer ja als Landesvorsitzende natürlich nicht mehr Präsidium sein kann. Wir beschäftigen uns dann mit unserem Schwerpunktthema auf gutem Weg zum Abitur, der Frage der Schulzeitverlängerung oder beziehungsweise Nicht-Schulzeitverlängerung. Wir beschäftigen uns mit Flüchtlingspolitik und wir lassen uns von Rainer Priggen, von Britta Hasselmann und von Sven Giegold, der aber auch noch nicht da ist, aber bestimmt gleich kommt, über den aktuellen Stand der verschiedenen politischen Ebenen informieren. Und wir haben Anträge zum Thema kommunale Sperrklausel. Dazu liegen drei Anträge vor. Wir werden euch vorschlagen, die heute nicht zu verabschieden. Näheres erläutern wir dann, wenn der Tagesordnungspunkt kommt. Das wäre die Tagesordnung für heute. Ich frage euch jetzt, seid ihr mit dieser Tagesordnung in der euch vorliegenden und vorgestellten Form einverstanden? Dann bitte ich mal ums Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Gibt es Enthaltungen? So, da ist die Tagesordnung einstimmig verabschiedet. Ich möchte dann auch beantragen, dass wir hier mit Antragsschluss, in diesem Moment einen Antragsschluss für den heutigen LPR beschließen. Auch dazu brauche ich bitte das Kartenzeichen. Das ist sehr schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eine Enthaltung. Damit haben wir den Antragsschluss für den heutigen Landesparteirat beschlossen. Und damit ist sozusagen mein Begrüßungspart schon fast zu Ende. Ich übergebe nämlich jetzt an das Präsidium, bestehend aus Anna Kahlers aus? Aus dem KV Köln, Anna ist aus Bonn und André Zörn aus dem KV Duisburg. Und zu André müssen wir noch was Besonderes sagen. Doch, das wollen wir aber. André ist nämlich seit 20 Jahren in diesem Jahr im Präsidium sowohl von LDK und vom Landesparteirat. Und weil das so ist, haben wir auch ein bisschen was vorbereitet für André, nämlich eine Urkunde für ihn, bitte schön, mit zwei, sehr passend natürlich zu so einer Ehrung, die Ehrennadel für die Grünen und bitte auf allen künftigen
Sitzung auch zu tragen. Das Jubiläums-Shirt für 20. Bitte schön. Danke schön. So, mit dieser langjährigen Erfahrung kann auch dieser Landesparteirat nur ein erfolgreicher Parteitag werden. Ich wünsche uns gute Debatten. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt wird es wieder ganz formal. Britta, mit dir im Saal kann doch nichts schief gehen. Wir haben als erstes zu verabschieden das Protokoll unseres LPRs vom 1.12.2013. Das war in Köln, der Europa-LPR. Wer stimmt dem Protokoll zu? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Wenige Enthaltungen, so beschlossen, wunderbar. Herzlichen Dank. Dann müssen wir jetzt das Präsidium komplettieren. Wir haben eine Bewerbung von Eike Block aus dem KV Bonn. Ich frage euch, gibt es weitere Kandidaturen und Bewerbungen? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die Kandidatenliste und der Eike hat 3 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Und anschließend gäbe es die Möglichkeit für Fragen, falls notwendig. Ja, ja. So, das ist die erste Prüfung, ob man das Redepult hochkriegt. So, liebe Freundinnen und Freunde, ja, ich würde mich heute gerne hier als Mitglied des LPR-Präsidiums bewerben. Ganz kurz vielleicht ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Eike Block, ich komme aus dem Kreisverband Bonn. Dort bin ich im Moment Schatzmeister. Ich war auch bis im Sommer Mitglied des Landesvorstands. Einige kennen mich vielleicht auch noch aus meiner Zeit, als ich bei der Grünen Jugend im Landesvorstand aktiv gewesen bin. Jedenfalls habe ich in meiner Zeit bei den Grünen schon einiges an Erfahrung sammeln können, wenn es darum ging, Veranstaltungen zu leiten, Mitgliederversammlungen zu leiten. Ich war auf den letzten beiden LDKen auch schon Mitglied im Präsidium, habe auch in Kreisverbänden, Ortsverbänden, bei der Grünen Jugend auf Landes- und Bundesebene schon Präsidiumserfahrung sammeln können. Ja, und würde jetzt gerne eben auch diese Erfahrung erweitern, aber auch die bereits gesammelten Erfahrungen hier als Mitglied im LPR-Präsidium einbringen. Ich denke mal, das Besondere bei uns Grünen ist eben, dass unsere Parteitage nicht nur solche Klatschveranstaltungen sind, wo man danach, wo man sich ein paar Reden anhört, alle sind glücklich und gehen danach wieder nach Hause. Das ist auch keine große Herausforderung für das Präsidium, sondern bei uns sind Parteitage eben Orte lebendiger Debattenkultur. Bei uns werden Anträge diskutiert, bei uns werden Abstimmungen durchgeführt. Und dieses alles zu koordinieren und um zwischen streitenden Parteien zu vermitteln, aber auch um dann eben zu sagen oder um dann eben auch zu ermöglichen, jetzt wird eben hier auch mal abgestimmt, das ist Aufgabe des Präsidiums und daran würde ich gerne mitwirken und bitte um euer Vertrauen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich jetzt gerne stellen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Eike. Fragen sehe ich nicht, sodass doch... Also, wenn, soll ich dazu Karin, nee, du musst da gar nichts zu sagen, aber ich habe über 10 Jahre in Westfalen gewohnt von den 20 Jahren, die ich das mache, insofern, das zählt nicht. Oh. Ich habe 20 Jahre in Bielefeld gewohnt, zählt das? So, weitere Anmerkungen. Weitere Anmerkungen und Fragen sehe ich nicht, sodass wir zur Abstimmung kommen können. Da gibt es wunderbar vorbereitete Stimmzettel, die werden jetzt an euch verteilt.
Könnt ihr bitte eure Stimmzettel hochhalten, wer von euch abstimmen darf, damit wir... Tio. Also beim Einsammeln jetzt bitte die 1 abstreichen. Auf der Stimmkarte. Wir begrüßen an dieser Stelle auch ganz herzlich den Parteinachwuchs. Mit einem freundlichen Applaus. Schönen guten Morgen. Nicht so laut, genau. Ihr Lieben, wo muss noch abgestimmt werden? Hebt doch mal hoch, wo ihr noch nicht abgestimmt habt, bitte. So. So, ihr Lieben, konnten alle ihre Stimme abgeben, die das wollten? Das ist augenscheinlich der Fall. Dann schließe ich den Wahlgang. Und in der Austerpause bitte ich um eure ungeteilte Aufmerksamkeit für Marianne für einen kleinen Werbeblock. Ja, ganz genau. Jetzt kommt hier nämlich der Werbeblock. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ein bisschen nach unten. Nicht ich, sondern... Ah, ich sehe euch. Sehr schön. Dankeschön. Der Werbeblock, beziehungsweise der Infoblock. Ich starte mal mit einer Information, mit einer internen Information aus der Landesgeschäftsstelle. Wir haben wieder eine neue Hausleitung für die Landesgeschäftsstelle. Ihr wisst, wir hatten schon mal eine organisatorische Geschäftsführung. Wir haben den Zuschnitt der Stelle jetzt etwas geändert und haben die Stelle intern besetzt, nämlich mit Edith Steuten, unserer bisherigen Personalentwicklerin, politischen Personalentwicklerin. Freuen uns sehr, dass Edith sich auf die Stelle beworben hat und ab 1.1. für Personal- und Hausmanagement zuständig ist. Edith kann heute leider nicht hier sein, aus persönlichen Gründen, aber lässt euch herzlich grüßen und freut sich auch auf die Zusammenarbeit in dieser anderen Funktion jetzt. Wir werden die Stelle der politischen Personalentwicklung sehr zeitnah ausschreiben und hoffentlich auch schnell wieder besetzen können. So, das war der erste Punkt.
Der zweite Punkt ist das Thema Kalender. Ihr habt auf euren Plätzen unseren sehr beliebten Jahreskalender wieder. Der ist diesmal ein bisschen anders noch gestaltet, weil wir uns wirklich bemüht haben, damit ihr vor Ort eure Termine so planen könnt, dass auch landespolitische Termine mit berücksichtigt werden können. Da sind also Landesvorstandssitzungen, Sitzungswochen und so weiter schon erfasst. Geschäftsführertreffen, Kreisvorständetreffen, Landesparteiratssitzungen fürs ganze Jahr auch schon erfasst, sodass ihr eine gute Planungsgrundlage habt. Und wir haben noch eine weitere Neuerung. Diesen Kalender gibt es nämlich auch digital zu abonnieren und so, dann könnt, mit den dann aktualisierten Punkten, sodass ihr gut damit arbeiten könnt und wir unsere Termine hoffentlich gut koordinieren können. Zum Kalender sage ich noch mal ein Wort. Ja, das ist ein Beifall wert, genau. Wir hoffen das jedenfalls. Natürlich ist, je weiter das Jahr geht, umso schwieriger ist es auch, so eine vernünftige Planung ganz fest zu machen. Die Termine sind natürlich insofern ohne Gewähr, muss man einfach sagen. Aber wir hoffen dann trotzdem, ja, genau. Wir hoffen aber, dass wir trotzdem sie weitgehend einhalten können. Und dann möchte ich euch noch auf ein paar Veranstaltungen hinweisen, die wir für die nächste Zeit geplant haben. Zum einen gibt es am 17. Januar einen religionspolitischen Kongress in Düsseldorf im Landtag. Das ist eine Kooperationsveranstaltung der Landtagsfraktion, der NRW-Grünen und des Bundesverbands. Die Einladung und die Details zu dieser Veranstaltung gehen in der nächsten Woche an euch raus. Es ist eine Veranstaltung, die versucht, das wirklich schwierige Verhältnis zwischen Staat und Kirche in einer sich immer weiter ausdifferenzierenden religiösen Vielfalt neu zu definieren auch und sich in Workshops und mit Referenten damit beschäftigt. Das ist auch ein Ergebnis der religionspolitischen Kommission des Bundesverbandes, eben diesen Kongress hier zu veranstalten. Und wir freuen uns sehr, dass er in Nordrhein-Westfalen stattfindet am 17.01. Das ist die erste Veranstaltung. Die zweite Veranstaltung ist eine traditionelle Veranstaltung schon, nämlich das Frauenforum 2015. Das steht diesmal unter dem Motto "Misch dich ein" und findet am 24. Januar von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Zeche Karl in Essen statt. Die Aussendung der Einladung kommt nächste Woche mit den Kalendern, die euch je nach angeforderten Exemplar nächste Woche auch zugeschickt werden. Da findet ihr dann auch noch mehr Details zu der Frage, welche Chancen haben Frauen, Beteiligungsmöglichkeiten noch auszubauen und welche guten Beispiele gibt es dafür, wo Frauen sich besonders gesellschaftlich einmischen. Dann gibt es einen weiteren Termin im Januar. Und zwar laden wir am 29.01. alle Kreisverbände beziehungsweise dort, wo sie schon feststehen, Kandidatinnen und Kandidaten für Bürgermeister-, Landratswahlen, Oberbürgermeisterwahlen statt. Wir haben ja im nächsten Jahr dann eben doch auch ein Wahlkampfjahr, weil wir im September in vielen Gemeinden Bürgermeisterwahlen haben. Und wir wollen diese Bürgermeisterwahlen natürlich auch vom Landesverband begleiten. Wir wollen unterstützen. Wir wollen an diesem Bürgermeisterwahlkampf oder Oberbürgermeisterwahlkämpfen auch schon mal ausprobieren, das, was wir beim letzten Kreisvorständetreffen auch schon so vorgestellt haben, nämlich so eine andere Art und eine strategischere Art, noch einen Wahlkampf anzulegen und auch durchzuführen, neue Formate auch auszuprobieren. Da gibt es im nächsten Jahr eine gute Chance. Und am 29.01. wollen wir uns mit den Kandidatinnen und Kandidaten, wo sie schon da sind, ein erstes Mal treffen und gemeinsam beraten, wie wir diesen Wahlkampf schon mal
natürlich erfolgreich anlegen können und vielleicht sogar das eben hinkriegen, dass wir an der einen oder anderen Stelle einen Personenwahlkampf machen, der auch dann tatsächlich zum Erfolg führt. Das ist jedenfalls unsere Hoffnung. Ein weiterer Punkt. Auch eine Traditionsveranstaltung ist der wunderbare politische Aschermittwoch, der diesmal am 18.02., also schon sehr früh im Jahr ist. Auch wieder vormittags, nämlich beziehungsweise in der Mittagszeit um 13 Uhr, wie auch im letzten Jahr. Unsere politische Festrednerin ist Silvia Löhrmann im nächsten Jahr. Und wir freuen uns auch, dass wir einen sehr bekannten Kabarettisten, nämlich Fatih, jetzt geht's los, Çevikoğlu, richtig? Çevikoğlu, Entschuldigung, gewinnen konnten für diese Veranstaltung und hoffen, dass wir uns da ungefähr in dieser Besetzung plus natürlich noch sehr viel anderen wieder treffen können und einen guten politischen Aschermittwoch wieder machen können. Weiter geht es, und da geht es jetzt schon sehr weit ins nächste Jahr, nämlich das erste Märzwochenende. Da haben wir am 7.3. ein Seminar, was der Wolfgang Rettig vorbereitet hat, unser Landesschatzmeister, zum Thema Fundraising, was ja für viele Kreisverbände noch so ein bisschen Neuland ist, was wir aber auch gerne weiter ausbauen wollen, ein Schulungs- und Informationsseminar. Und am 8.3. sehen wir uns dann auch wieder, nämlich da werden wir ein Kreisvorständetreffen, also so ein Strategietreffen sozusagen machen, kombiniert mit einem mit einer Landesparteiratssitzung. Jetzt bin ich eigentlich mit meinem Werbeblock, muss ich jetzt mal sagen, zu Ende. Und wir haben, das passt dann auch. Gut, dann hoffe ich, wir sehen uns bei sehr vielen Gelegenheiten und übergebe wieder ans Präsidium. Ja, vielen Dank, Marianne. Und wir haben ein Ergebnis für die Nachwahl zum Präsidium. Abgegebene Stimmen 42, alle 42 Stimmen waren gültig. Das Quorum lag somit bei 22 Stimmen. Auf Eike Block fielen 37 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Eike, das reicht. Nimmst du die Wahl an? Prima, dann bitte ich dich direkt hier hoch zum Präsidium. Du darfst deinen Dienst sofort aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir machen weiter mit dem Top 3, aktuelle politische Lage überschrieben. Zunächst wird Mona Neubauer uns dazu aufklären, wie sich die aktuelle politische Lage gestaltet. Wenn ihr euch dann an einer Debatte beteiligen möchtet, dann bitte ich euch frühzeitig für eure Wortmeldungen die Boxen hier unten links von mir auch zu nutzen und eure Wortmeldungen dort einzuwerfen. Wir werden dann Redebeiträge auslosen. Wir schauen mal, wie der Bedarf bei euch ist. Wir haben zunächst mal vorgesehen, drei Männer, drei Frauen zu Wort kommen zu lassen. Aber wir schauen mal, wie sich der Bedarf gestaltet. Aber zunächst mal Mona, jetzt hast du das Wort. Bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zum Landesparteirat. Es ist Halbzeit in unserer Legislatur und wir Grüne regieren erfolgreich mit der SPD unser Nordrhein-Westfalen. 2,5 Jahre liegen jetzt noch vor uns. Dann stellen wir uns den Wählerinnen und Wählern, um unsere gute Politik auch fortzuführen. Die 2,5 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, zeigen echter Klimaschutz, gute Bildung und vor allem wirkliche Unterstützung für Kommunen. Das geht nur mit uns Grünen, die konsequent den Kurs halten und nicht mit Wetterwendungen der Laschet-Politik. Wohin die nämlich führt, wenn die regieren, das sehen wir aktuell an der Murksmaut oder dem Betreuungsgeld. Wir als Grüne kämpfen von NRW aus gegen diese vermurkste Politik für unser Land, für das wir schon viel erreicht haben, aber in dem noch so viel Arbeit vor uns liegt. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen, Moritz. So. Wir haben einen Politikstil, der Schule macht.
Die Koalition der Einladung von 2010 bis 2012, das war für uns nicht nur eine Floskel. Ganz aktuell hat Silvia gezeigt, dass sie in der Diskussion um die Schulzeit eben auch nach gemeinschaftlichen Lösungen sucht. Sie hat einen runden Tisch eingeladen und hat die berechtigten Anliegen von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Eltern angenommen. Sie ist jemand, der für unsere grüne Politik steht, die zeigt, wir nehmen die Menschen mit, statt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Wir beziehen sie immer mit ein, statt ihnen Hinterzimmerpolitik einfach vor die Füße zu knallen. Das genau, liebe Freundinnen und Freunde, macht den Unterschied. Das ist grüne Politik. Auch in der Flüchtlingspolitik hat die Landesregierung einen runden Tisch einberufen, um die bedrängten und verfolgten Menschen, die bei uns sind und Hilfe suchen, denen eine Chance zu geben. Es sind Menschen, die fliehen mussten, die nicht nur ihr Haus verloren haben, sondern ihre Heimat. Die fliehen vor Krieg, Verfolgung und sie fliehen auch wegen Hunger. Sie müssen alles verlassen, was sie zu Hause hatten, ihr Haus aufgeben. Sie haben ihr Leben riskiert, um in Deutschland das zu finden, was sie eben in ihrer Heimat verloren haben, nämlich Frieden, Schutz und ein menschenwürdiges Leben. Diese Menschen haben alles verloren und brauchen unsere Hilfe. Was wären wir denn für Menschen, wenn wir ihnen nicht die Hand reichen würden? Es ist eine gesamteuropäische Herausforderung und Verpflichtung, denen zu helfen. Und es ist Aufgabe des Bundes, Länder und Kommunen nicht alleine zu lassen, wenn sie diejenigen, die nach Deutschland kommen, ganz konkret jeden Tag unterstützen. Und es ist eine Schande für Deutschland und Europa, wenn die Europäische Union es zulässt, dass das Mittelmeer ein Massengrab ist und die Bundesregierung schaut weg und bietet außer netten Worten dazu nicht viel. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist keine verantwortliche Politik. Aber NRW ist sich seiner Verantwortung bewusst. Deshalb hat das Land nun seinen Teil beigetragen und finanzielle Mittel bereitgestellt, um eben gute Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen im Land zu ermöglichen. Ich selbst war vor kurzem in Dortmund und habe mir so eine Flüchtlingsunterkunft angeschaut und auch mit Menschen geredet, die da vor Ort eben in den Unterkünften arbeiten. Und ich sage euch ganz ehrlich, gerade nach den Medienberichten über Defizite in einigen Einrichtungen, bin ich echt positiv überrascht. Ich kann euch sagen, die Beteiligten vor Ort haben mir von einem riesigen Spendenaufkommen erzählt. Sie haben mir berichtet, dass es einen großen Support aus der Nachbarschaft gibt, dass es eine große Bereitschaft gibt, der Bevölkerung zu helfen. Vor so einem gesellschaftlichen Engagement habe ich höchsten Respekt und bin dankbar, dass es diese Menschen in unserer Gesellschaft gibt und nicht die, die zuerst immer nur an sich selbst denken. Ich erinnere mich noch sehr gut an die widerliche Hetze von Teilen der CDU und CSU Anfang des Jahres gegen Sinti und Roma. Und jalla CSU, wenn euch auffällt, dass ihr programmatisch nichts mehr zu bieten habt, dann treibt ihr widerwärtig in die rechtspopulistische Kiste und werft das in den politischen Raum. Ich finde, wenn das C in der CSU und CDU noch irgendwas zu bedeuten haben soll, dann wird es höchste Zeit, dass die sich an Papst Franziskus orientieren. Der geht in der Frage, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, nämlich einen ganz anderen Weg. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Grün macht den Unterschied, so sagen wir immer. Und ich sage euch, wir haben dieses Land verändert und wir werden es auch weiterhin verändern. Wir werden nämlich konkret, wenn es um Klimaschutz geht, wir bringen ein Klimaschutzgesetz auf den Weg und nicht wie die Große Koalition rechnerische Luftbuchungen, die irgendwie für die Statistik das Klima verbessern sollen. Wir glauben, dass Kohle keine Zukunft hat, sondern dass es in den erneuerbaren Energien liegt, die Zukunft zu gestalten. Und wir glauben auch, dass das für die Arbeitsplätze und die Wirtschaft in NRW der richtige Weg ist, diesen Weg zu beschreiten. Ich meine, selbst E.ON hat jetzt begriffen, dass die Zukunft erneuerbar ist. Wir, liebe Freundinnen und Freunde, leiten die Agrarwende ein. Wir wollen, dass Tiere tiergerecht und mit einer anständigen Qualität groß werden. Wir treten für ein Leben vor dem Schnitzel ein. Und wir wollen, liebe Freundinnen und Freunde, dass mit Antibiotika, wenn überhaupt, Krankheiten behandelt werden und nicht überzüchtete Puten damit so und nicht
überzüchtete Puten so behandelt werden, dass sie ohne Antibiotika gar nicht mehr leben können. Liebe Freundinnen und Freunde, mutierte Tiere sind nicht lustig. Und auch gesellschaftspolitisch kommt es doch auf uns hier in NRW an. Wir machen in NRW das Land zu einem Land der Bildung und damit zu einem Land der Chancengerechtigkeit. Wir, wenn es um die Frage geht, dass Opfer von Diskriminierung, ob es jetzt irgendwie rechte Gewalt ist oder Ähnliches, ja, wir haben konkret Arbeitsprogramme und Unterstützungsprogramme auf den Weg gebracht. Wir und nicht die anderen, denn die können vor allem eins, die Klappe hier in NRW groß aufreißen und in Berlin nichts auf die Kette kriegen. So, und da wären wir auch direkt beim aktuellen Thema der Union, der schwarzen Null oder, wie wir in NRW sagen, Armin Laschet. Es wäre doch schön, wenn der Herr Laschet in Berlin mal zeigen könnte, was er so drauf hat. Wir machen doch alle Politik hier für NRW und nicht nur für unsere Partei. Deshalb, also es wird uns schon freuen, wenn der Herr Laschet mit seinem Kollegen Herrn Dobrindt mal sprechen würde, dass er sich doch für die ausreichende Finanzierung unserer maroden Autobahnbrücken einsetzen soll, statt für diese Murksmaut. Und stattdessen zeigt uns aber der Herr Laschet jeden Tag, er ist ein Fähnchen im Wind. Morgens spart ihm die Landesregierung zu wenig, mittags gibt sie zu wenig Geld aus. Am nächsten Morgen findet er die Pkw-Maut in totalen Schmarren und mittags sagt er, ohne dass sich wirklich was an der Pkw-Maut verändert hat, das ist ein Riesenerfolg der CDU. Liebe Freundinnen und Freunde, Armin Laschet ist wirklich der Lucky Luke der deutschen Politik. Er ist ein Mann, der seine Meinung schneller ändert, als sein eigener Schatten dem Licht folgen kann. Und weil wir wissen, dass Herr Laschet es nicht kann, wollen wir auch die nächsten Jahre mit vollem Einsatz weiter für unser Land arbeiten, für unser NRW. Wir Grüne quatschen nicht, sondern packen an. Unsere Politik ist nicht im Windkanal getestet. Sie ist nicht Stromlinie ohne Ecken und Kanten. Wir stellen uns auch den unangenehmen Aufgaben und Problemen in der Gesellschaft und ducken uns nicht feige vor denen weg. Wir Grüne stehen für Offenheit, Toleranz, Gleichberechtigung und Respekt vor Andersdenkenden und Anderslebenden. In unserer Gesellschaft ist kein Platz für Antisemitismus, Islamophobie, Homophobie, vor Frauenfeindlichkeit. Liebe Freundinnen und Freunde, Nationalsozialismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Und deswegen weiß ich auch, dass ganz viele Grüne morgen Abend vorm Landtag bei denen stehen werden, die für diese Werte, nämlich eine offene und tolerante Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen zu haben, eintreten und sich eindeutig friedlich und gewaltfrei denen gegenüberstellen, die daran rütteln wollen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, damit wir diese Politik auch umsetzen können, braucht es natürlich Geld. So. Und die Haushaltssituation in NRW ist nicht nur hausgemacht. Wir hatten und haben noch immer einen gigantischen Strukturwandel zu stemmen, der auch in sozialer Hinsicht nicht folgenlos ist. Und wir waren, sind und bleiben solidarisch. So sind wir in NRW. Woher kam denn eigentlich das Geld, was aus dem bäuerlichen Bayern so einen modernen Staat gemacht hat? Ich kann mich da gut dran erinnern, wie es noch bäuerlich aussah. Woher stammt denn das Geld, was zu Recht den ostdeutschen Ländern nach der Wende geholfen hat, wieder aufgebaut und wirklich eine Chance zu bekommen? Wenn ich hier durch einige Gegenden in Nordrhein-Westfalen fahre, sage ich euch, dann habe ich eine Vermutung, wo das Geld herkommt. Und deshalb wird es höchste Zeit, dass endlich der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern nicht mehr nach Himmelsrichtungen, sondern nach Bedarf verteilt wird. Und an der Stelle volle Unterstützung für die SPD, die in die Richtung argumentiert. Und ich sage euch, wirklich nachhaltig wäre es, wenn tatsächlich auch die Altschulden der Kommunen getilgt würden, dann hätten sie wirklich eine Chance für die Zukunft auch wieder gestaltbare Politik zu machen. Das wäre mein Wunsch an die SPD. Der Blick zur Großen Koalition in Berlin zeigt mir, ich muss ernüchternd sein, denn ich sehe, sie können Bürokratiemonster, sie können Herdprämien, sie können Klientelpolitik. Und daraus schließe ich, sie können es halt einfach nicht. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, 2,5 Jahre liegen vor uns. Es liegt an uns Grünen, an unserer Arbeit und unserem Engagement. Es ist Grün in der Regierung, das den entscheidenden Unterschied zwischen Stillstand und Zukunft macht.
Das ist die Nuance im Ganzen hier in NRW, in vielen anderen Bundesländern, seit Freitag auch in Thüringen und über kurz oder lang auch im Bund. Ich danke euch. Herzlichen Dank, Mona. So, wir haben jetzt zwei Wortmeldungen. Die erste von Verena Schäffer vom KV Ennepe Ruhr, die zweite von Stefan Voss-Schmidt aus dem KV Bottrop. Wenn es weitere Wortmeldungen gibt, bitte nutzt die Boxen hier an der Seite der Bühne. Verena, 3 Minuten hatten wir vorgesehen. Ja, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte ein paar Worte zu den aktuellen Entwicklungen im Salafismus, aber auch im Rechtsextremismus, auch angesichts der Entwicklungen, die wir morgen haben, sagen. Muss, finde ich, nochmal sagen, der Salafismus ist die am schnellsten wachsende verfassungsfeindliche Bestrebung in Deutschland momentan. Bundesweit gehen wir von ungefähr 4.000 Anhängerinnen und Anhängern, also es sind auch Frauen darunter, aus. In NRW ungefähr 1.800 Personen. Auch aus NRW gibt es Ausreisen nach Syrien, in den Irak, und natürlich ist die Gefahr da, wenn die Rückkehrer wiederkommen, dass sie verroht sind, dass sie Kampferfahrung haben und gemischt mit der Ideologie antidemokratisch, verfassungsfeindlich, gewaltbereit, stellen sie eben auch eine Gefahr für unsere Gesellschaft hier dar. Aber ich finde, eins ist wichtig, und das verkennt leider die CDU und auch die FDP meistens völlig, dass Repression alleine nicht ausreicht, sondern dass wir eigentlich auch über Prävention reden müssen. Und ich finde, gerade an diesem Punkt haben wir Grüne auch eine Aufgabe, dass wir die Prävention nach vorne bringen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir die innerparteiliche Diskussion darüber führen. Und ich weiß, dass sich in der Partei einige die LRG aufgemacht haben, aber auch die Fraktion. Und das finde ich wichtig. Und wir müssen immer wieder deutlich machen, dass die Mehrzahl der hier lebenden Musliminnen und Muslimen eben mit diesen Salafisten nichts, aber auch gar nichts zu tun haben und dass diese nicht in einen Topf geworfen werden. Und diese Feststellung finde ich halt gerade deshalb nochmal wichtig, weil wir die Entwicklung im Rechtsextremismus momentan ja sehr genau beobachten. Ihr habt von Pegida in Dresden gehört, den patriotischen Europäern für gegen Islamisierung des Abendlandes. Und morgen tritt hier ein Ableger, die sogenannten Dügida, um 18 Uhr vor dem Landtag auf, machen eine Demonstration. Und hier muss man ganz klar sagen, die treten auf, unter dem Deckmantel gegen den Salafismus zu sein. Aber eigentlich machen Rechtsextreme hier Stimmung gegen Musliminnen und Muslime. Es rufen rechtsextreme Parteien und Gruppierungen wie Pro-NRW, NPD, die German Defense League, die Reichsbürgerbewegung und andere auf. Und es macht nochmal so deutlich, welche rechtsextremen Gruppierungen dabei sind. Und dass diffuse Ängste, die in der Gesellschaft ja vorhanden sind, rassistische Einstellungen, wo wir wissen, dass sie da sind in der Gesellschaft, dass diese aufgegriffen werden. Und ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Mischung ist von Rechtsextremen, aber auch von Personen aus dem bürgerlichen Spektrum. Und ich glaube, dass wir jetzt an diesem Punkt sehr deutlich machen müssen, wer da auftritt, bevor es zu spät wird, wie in Dresden, wo mittlerweile mehrere tausend Menschen auf der Straße sind, um zu demonstrieren gegen Musliminnen und Muslime, gegen Salafismus. Das finde ich sehr bedenklich, sehr gefährlich. Und ich glaube, wir müssen auf der einen Seite die Stimmung der Menschen ernst nehmen. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass Rassismus, Islamfeindlichkeit, Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen. Und deshalb hoffe ich, dass morgen um 18 Uhr vielleicht auch von euch einige in Düsseldorf sind, um dagegen zu demonstrieren, weil ich glaube, dass es wichtig ist, von vornherein dagegen zu stehen. Und ich freue mich, dass es so einen breiten zivilgesellschaftlichen Protest gibt. Und vielleicht sieht man sich ja morgen in Düsseldorf. Vielen Dank. Danke, Verena. Als Nächster ist jetzt dran Stefan Voss-Schmidt vom KV Bottrop, und wir haben eine weitere Wortmeldung von Max Lux aus dem KV Bochum. Ja, danke. Stefan Voss-Schmidt, Kreisverband Bottrop. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet und wir müssen so ein bisschen Wasser in den Wein einer erfolgreichen Koalition schütten. Wir möchten gerne ein paar Punkte ansprechen, die unserer Ansicht nach wesentlich und verbesserungswürdig sind. Ich fange mal mit einem für manche klein scheinenden Punkt, für uns aber sehr wichtig an: Studienbedingungen. Die Studienbedingungen sind nicht optimal. Das ist, glaube ich, jedem mittlerweile bekannt. Weniger bekannt ist, dass viele alte Studiengänge, Master, umgewandelt werden und demzufolge für die Studenten, die jetzt fertig werden müssen, ein extremer Zeit- und Klausurdruck herrscht.
Da gibt es Termine, die sind einzuhalten und wer das nicht schafft, fliegt raus und kann sich in einem anderen Studiengang neu von vorne einschreiben. Das war nie grüne Politik und hier glaube ich, dass wir über die Landesregierung versuchen sollten, das zu verbessern. Denn das sind häufig auch unsere Leute, Frauen, Doppelbelastete und so weiter, die diese Termine einfach nicht schaffen können. Und die Anforderungen sind ganz gewaltig. Der zweite Punkt, der aus unserer Sicht sehr bedeutsam ist, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist die digitale Infrastruktur. Wir sind in der Ausstattung knapp hinter Rumänien, nicht mehr auf einem vorderen, sondern auf einem hinteren Mittelplatz. Wir reden über 1000 Ideen unserer Bundesregierung und wir haben mittlerweile Betriebe, die mieten Privatwohnungen an, weil sie nur da rechtzeitig und schnell über Internet ihre geschäftlichen Kontakte abwickeln können. Das ist nicht mehr so, dass Internet die Domäne von irgendwelchen Spielern oder irgendwelchen Nerds ist, sondern das ist wirtschaftlich von zentraler Bedeutung und gerade im Ruhrgebiet kommt der Ausbau überhaupt nicht voran. Es ist langsam, klüngelig und standortgefährdend für sehr viele Betriebe. Der gesamte Strukturwandel könnte darunter leiden. Und wir in Bottrop haben nicht nur das Problem, dass es da besonders langsam ist, obwohl wir ja Innovation City sind, sondern wir haben auch das Problem, dass wir den schönen Spitznamen Innovation City haben. Und jetzt möchten wir im Innovation City Gebiet ein einziges Windrad bauen, das auch dazu führen kann, dass eine Skihalle energetisch besser ausgestattet ist. Und jetzt kommt so ein bisschen initiiert von der SPD der Deutsche Wetterdienst und sagt, aus verteidigungspolitischen Gründen darf da natürlich kein Windrad stehen. Das war auch nichts, was die Grünen je so akzeptiert hätten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe auf Unterstützung, zum Beispiel durch den Landesvorstand. Als nächster spricht zu euch Max Lux, KV Bochum. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen mal reden. Und zwar über Asyl- und Flüchtlingspolitik. Vor 2 Monaten ging der sogenannte Asylkompromiss durch den Bundesrat, der neue Grenzzäune für Sinti und Roma nach Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina errichtet hat. Ich glaube, es war sehr richtig, dass wir als Grüne in NRW den Koalitionsjoker gezogen haben und im Bundesrat diesem Asylkompromiss nicht zugestimmt haben. Und diese Entscheidung ermöglicht es uns jetzt auch weiterhin, für eine humane Flüchtlingspolitik authentisch zu streiten und zu kämpfen, wie wir das auch heute tun. Was wir aber auch tragen, das ist Verantwortung. Und der sind wir uns gerade nach den Misshandlungen in Burbach und Essen sehr bewusst. Denn das zeigt einmal mehr, es ist nicht nur die allgemeine Fremdenfeindlichkeit, die erstarkt, sondern es ist auch der Rassismus im Zuge der Erstarkung der AfD, der anwächst. Ich glaube, hier geht der Antrag des Landesvorstands in die richtige Richtung. Aber so sehr wir auch für die Rechte von Flüchtlingen authentisch streiten, wie wir das in der Fraktion und in der Partei und in der Landesregierung machen, so sehr müssen wir auch mal über die Entscheidung des Bundesrates zur Freizügigkeit sprechen. Ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass es nicht so wirkt, als hätten wir für Geld und einen Prüfauftrag die Freizügigkeit von AsylbewerberInnen eingeschränkt. Für mich fällt es auch sehr schwer, das so stark zu formulieren. Aber ich glaube auch, dass wir durchaus die rechtspopulistische Rhetorik der CSU damit befördert haben, dass wir die Menschen, die im Zuge der EU-Freizügigkeit hier hinkommen, diskriminiert werden. Was uns jetzt aber nicht hilft, ist nach hinten zu schauen und nur diesen Beschluss zu kritisieren, sondern wir müssen weiter nach vorne schauen und weiter für eine humane Politik für Flüchtlinge und AsylbewerberInnen und auch für die EU-Freizügigkeit streiten. Ich glaube, das macht uns aus. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir als Partei weiter
dafür kämpfen, wofür wir stehen und die Entscheidung des Bundesrats als Regierungsentscheidung sehen und nicht mehr und nicht weniger. Dankeschön. Vielen Dank, Max. Uns liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Das Thema Flüchtlingspolitik diskutieren wir ja nachher noch unter einem besonderen Tagesordnungspunkt. Und auch zu den Landtagsthemen werden wir sicherlich im Beitrag von Rainer Priggen nachher auch noch das eine oder andere hören. Insofern können wir jetzt weitergehen zum nächsten großen Thema für heute. Und zwar wenden wir uns der Schulpolitik zu, auf gutem Weg zum Abitur. Ach so, Marabu erst? Genau, wir haben erst noch einen Einschub. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden mit der Schulpolitik. Mona und Sven. Giegold, genau, wo ist er? Sven wollte über den Marabu berichten. Was das ist, wird er uns gleich genau selber sagen. Bitte schön. Danke, das hatte ich übersehen. Ja, ich will es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir hatten Ende September eine Landesvorstandsklausur und haben uns da mit allen Themen aus NRW beschäftigt. Und Sven Giegold hatte die gute Idee, dass wir so einen Ehrenamtsideen- und Initiativpreis aus Grüne auf- und ausrufen. Das gab es schon mal. Ich selber war noch nicht bei den Grünen, als der aufrechte Gang verliehen wurde. Aber so, einige von euch waren da schon bei den Grünen und erinnern sich gut. Wir haben ausgerufen jetzt den grünen Marabu, und zwar angelehnt an ein Wahlplakat aus den 90ern, glaube ich, 80ern zur Europawahl. Und die Bewerbungen können gerade eingereicht werden. Das Ziel ist dieses Preises. Ich habe das in meiner Rede auch gesagt, wie wichtig für Politik und für gesellschaftlichen Zusammenhalt eben ehrenamtliches Engagement ist. Und das Ziel ist, dass ihr uns zum Beispiel vor Ort Initiativen meldet oder vorschlagt und sagt, die Jury, die besteht aus Sven Lehmann und mir und Sven Giegold und Terry Reintke und immer noch einem Vertreter aus der sozusagen Zivilgesellschaft. Wir entscheiden dann darüber, wer hat sozusagen die Auszeichnung verdient, und laden aber alle eingegangenen Bewerberinnen und Bewerber oder Kandidatinnen ein zu einem Vernetzungstreffen und wollen damit einfach auch sozusagen klar ein Signal senden in die Zivilgesellschaft, dass Grüne den Wert dessen auch außerhalb eines Tages des Ehrenamtes zu schätzen wissen. So, und Sven, ich würde mich freuen, du könntest noch mal kurz was dazu sagen, warum jetzt eigentlich du hier oben stehst. Das ist eine Kooperation vom Landesverband der Grünen und eben Terry und Sven aus dem Europaparlament. Bitte schön. Ja, danke. Mona, es war eine klassische Gemeinschaftsarbeit. Die Idee kam in der Tat ursprünglich von mir. Auf den Titel bin ich nicht gekommen, aber es klingt natürlich gleich viel künstlerischer und avancierter mit dem Marabu. Jetzt fragen sich natürlich alle, warum denn ein Marabu? Ja, so genau weiß ich das auch nicht, aber der Punkt ist auf jeden Fall, es gibt dieses Wahlplakat von 1980 zur Europawahl. Der Marabu ist nun mal ein großer Storch, der sich von Aas ernährt, gleichzeitig einen majestätischen Flug besitzt. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch für das Engagement. Gerade politisches Engagement beginnt dort. Ja, Rainer, nicht? Da muss man erst mal drauf kommen. Da fasst du dir an den Kopf, ich sehe das schon. Ja? Ihr damals mit dem aufrechten Gang, das war noch klar und straight, nicht? Ohne große Umschweife, nicht? Ja? So, guck mal, da früher war alles besser. Das ist die grüne Variante davon. Ne? So, die sieht man da in der ersten Reihe. So, ja, aber der Punkt ist, ich weiß mich auch zu wehren. Aber also nochmal auf diesen Storch zurückzukommen. Der ernährt sich von dem Aas, von dem Dreck, den praktisch schlechte Politik überlassen hat. Das Ausmaß von Flucht und Vertreibung ist ein Ergebnis schlechter Politik. Für uns war als Grüne immer klar, dass wir immer gesagt haben, wir reden nicht nur über die Flüchtlinge, wir reden auch darüber, dass Klimawandel in Afrika dazu führt, dass viele Menschen zu uns kommen, dass ein völlig falsches Verständnis von Friedens- und Konfliktpolitik im Nahen Osten dazu geführt hat, dass wir derzeit viele Flüchtlinge von dort haben. Und im Mittleren Osten war es durchaus ähnlich. Das sind die Länder, woher die Flüchtlinge kommen. Und Europa reagiert nicht mit einer humanistischen Flüchtlingspolitik. Und jetzt gilt es eben dafür zu sorgen, dass die Solidarität bei uns
nicht wegbricht und nicht die Menschen zum Opfer schlechter Politik gemacht werden, indem auf ihre Kosten sozusagen mit Ressentiments Politik gemacht hat. Jalla, CSU war schon angesprochen worden und wir wollen deshalb den Blick auf diejenigen werfen, die Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen helfen. Bis zum 14.12. könnt ihr Flüchtlingsinitiativen, aber auch Einzelpersonen, die etwas geleistet haben für Flüchtlinge, für ein Klima der Solidarität, könnt ihr die vorschlagen. Das steht alles auf der grünen Webseite. Es gibt jetzt schon ein gutes 2 Dutzend Bewerbungen und Vorgeschlagene. Das wird also etwas Ernsthaftes und dann Ende Januar werden wir alle Vorgeschlagenen auch einladen zu einer öffentlichen Preisverleihung, um ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen. Und das ist nur der Anfang. Danach, im nächsten Jahr, gibt es den Marabu vermutlich zu einem anderen Thema. Der Marabu fliegt weiter. Bei allem Lästern, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich hoffe, ihr kommt mit zu der Preisverleihung und schlagt Flüchtlingsinitiativen aus euren Kreisverbänden für den grünen Marabu vor. Danke. Dankeschön, Sven. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Tagesordnungspunkt 4, auf gutem Weg zum Abitur, wie weiter mit der Schulzeit. Wir haben dort einen Antrag des Landesvorstandes, den wird Sven Lehmann gleich einbringen. Wir haben dann eine Rede von Silvia Löhrmann, unserer Schulministerin. Wir haben dann eine Aussprache geplant. Innerhalb dieser Aussprache haben wir Redebeiträge gesetzt, einen von der LAG Schule und Bildung, das wird die Martina Köster-Flasser machen, und Sigrid Behr für die Landtagsfraktion. Wir haben in dieser Debatte noch einen weiteren Beitrag gesetzt. Ihr habt unten die Initiative G9 jetzt in NRW auch schon getroffen, als ihr in den Saal gekommen seid. Wir haben verabredet, diese Initiative hier heute auch zu Wort kommen zu lassen. Und das wird der Markus Hohenstein dann übernehmen und wird hier 3 Minuten lang euch was zur Initiative G9 sagen innerhalb unserer Debatte. Wir fanden, das ist der richtige Weg. Wir sind offen für Diskussionen und für Debatten und beziehen diese Initiative insofern auch heute zu diesem Punkt hier mit ein. Dann haben wir Änderungsanträge, die liegen euch in der Übersicht vor. Mit denen befassen wir uns dann im Anschluss und kommen zum Schluss nachher nochmal zu einer Gesamtabstimmung. Gut, dann darf ich jetzt den Sven bitten, der steht da schon, zur Einbringung des Antrages des Landesvorstands. Wobei jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt wäre, über die ökologische Bedeutung von Aasgeiern zu diskutieren. Aber das machen wir vielleicht gleich nochmal später unter Verschiedenes oder so. Ich stelle euch den Antrag B01. Bildung braucht Zeit auf gutem Weg zum Abitur und würde das gerne mal ein bisschen anders machen, als das sonst der Fall ist. Ich würde nämlich gerne etwas zitieren. Und zwar war ja neulich der Tag der Kinderrechte. Und das habt ihr mitbekommen, es gibt ja sozusagen, viele von euch kennen den unter anderem aus der Heute-Show, aber aus anderen Gelegenheiten, Gernot Hassknecht, also sozusagen den Wutbürger der Nation. Und es gibt da vom Kinderkanal und vom ZDF eine wunderschöne Reihe, Respekt für meine Rechte, also zum Kinderrechtstag, wo Onkel Gernot die Kinderrechte erklärt. So. Und das macht er nicht sozusagen selber, sondern hat sozusagen dann einen Jungen, ich schätze mal so Alter, so 10, 11, 12, den er sozusagen dann in so einen Clip holt. Wir können es leider nicht zeigen, weil es technisch nicht möglich ist. Deswegen übernehme ich es jetzt mal. Und dieser kleine Junge sagt dann Folgendes. Ich zitiere und ich weise direkt vorab hin, dass ich hier zitiere. Wisst ihr eigentlich, wie ein ganz normaler Tag bei uns aussieht? Bis nachmittags hocken wir in der Schule und müssen dann noch Hausaufgaben machen. Und dann sollen wir auch noch Geige üben, Klavier, Gitarre, Querflöte. Und an Sport, Ballett, Tennis, Schwimmen. Und natürlich noch einen Sprachkurs, Chinesisch für die Unterstufe. Du willst doch später mal zu den ganz Erfolgreichen gehören. Sag mal, und das ist jetzt, ich sag nochmal, ich zitiere, sag mal, habt ihr da ein Furzkissen, wo andere ein Hirn haben? Wir brauchen auch mal Ruhe. Chilltime, mal nichts müssen müssen. Kapiert, merkt euch das. Das ist sozusagen Zitat Ende, das ist sozusagen das, was der Junge da zum Besten gibt. Und das, was jetzt sozusagen so wutbürgerhaft daherkommt, ist allerdings in der Tat die Gefühlslage vieler Kinder und Jugendlichen, die beschreiben, dass der Druck auf sie zunimmt und dass das aber nicht nur ein Problem von Schule ist, sondern dass sozusagen das überall ist, dass die Erwartungen zunehmen, dass sozusagen der globale Arbeitsmarkt Druck ausübt. Und das steht in Widerspruch zu dem, was die UN-Kinderrechtskonvention sagt. Das steht nämlich in Artikel 31. Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit.
auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. Also wie gesagt, das ist die UN-Kinderrechtskonvention. Und das ist auch unser grüner Bildungsbegriff, der nämlich sagt, dass Bildung auch außerhalb der Schule stattfindet und dass das Kind im Mittelpunkt steht und nicht sozusagen die Einrichtungen. Und deswegen ist es auch unsere politische Aufgabe, hier für Verbesserungen zu sorgen und eine neue Balance zwischen Schule und Freizeit zu finden. Und das beschreiben wir mit dem Antrag, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist also unsere politische Aufgabe, Kindern und Jugendlichen genau auch politisch zu ermöglichen, dass sie Entlastung haben und sozusagen auch mehr Zeit zur Verfügung haben für sich. Und das jetzige G8 in Nordrhein-Westfalen ist 2006 von Schwarz-Gelb beschlossen worden. Und wir sagen auch ganz, ganz klar, das haben wir damals gesagt, das sagen wir auch heute, so wie Schwarz-Gelb das gemacht hat, war das ein politischer Fehler. Und zwar nicht in erster Linie deswegen, weil Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen nicht auch in einem Jahr weniger zum Abitur kommen können. Das ist sozusagen globaler Standard. Sondern weil es im Hauruck-Verfahren gemacht wurde, weil es sozusagen über Nacht durchgeprügelt wurde, ohne dass die Schulen Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten, ohne dass sie Zeit hatten, sozusagen neue Lehrpläne zu entwickeln und die auch wirken zu lassen, ohne dass sie Zeit hatten, auch zum Beispiel neue Lehrmaterialien auch wirklich sich darauf vorzubereiten, sondern weil es wirklich quasi mit der Brechstange durchgeführt wurde. Und wer saß damals am Kabinettstisch, als es beschlossen wurde? Armin Laschet. Armin Laschet, der heute so tut, als hätte sozusagen, als wüsste er von alledem nichts mehr und der jetzt sozusagen, auf uns Grüne die Verantwortung abwälzen möchte. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, lassen wir eben nicht durchgehen. Dieses Turbo-Abi war eine Erfindung der CDU und wir lassen uns von Armin Laschet ganz bestimmt den Schneid abkaufen, jetzt für eine bessere Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen zu sorgen, liebe Freundinnen und Freunde. Was ist also nach 2010, nach dem Regierungswechsel passiert? Silvia Lörmann hat als Bildungsministerin unmittelbar den Gymnasien die Chance gegeben, zu G9 zurückzukehren. Das haben allerdings sehr, sehr wenige genutzt, weil sehr, sehr viele Gymnasien sich sozusagen jetzt schon auf die verbesserten oder auf die Bedingungen eingerichtet haben und auch sozusagen in der Schulentwicklung Veränderungen vorgenommen haben. In diesem Jahr hat Silvia, das hat Mona eben schon gesagt, einen runden Tisch einberufen, um Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, von Gewerkschaften, von Elterninitiativen, eine ist auch hier heute, und auch der Landesschülerinnenvertretung sozusagen mit denen zu beraten, wie man strukturell Entlastungen jetzt schaffen kann. Wir haben uns diese Ergebnisse sehr genau angeschaut und haben in Regionalkonferenzen in der Partei sozusagen diese Diskussion dann auch geführt in der Partei und sehr, sehr intensiv und haben heute einen Antrag vorgelegt, der ein Programm für nachhaltige Entlastung der Schülerinnen und Schüler und des Schullebens auch beinhaltet. Und diese Entlastung bedeutet aus unserer Sicht eine Verbesserung der Schulqualität und eben nicht nur sozusagen die Sicht, dass Entlastungen nur mit der Schulzeit zu tun hat, sondern sozusagen vor allem mit der Qualität innerhalb der Schule. Das hat zum Beispiel vor allem mit den Hausaufgaben zu tun. Hausaufgaben, das sagen wir auch ganz, ganz klar, sind für uns zuallererst Schulaufgaben. Es kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche nach einem 8-Stunden-Tag noch mal in einem Berg von Hausaufgaben nach Hause gehen und wir fordern, dass im Ganztag alle Schulaufgaben in die Schulzeit integriert werden müssen und dass, wenn es Nachmittagsunterricht gibt, dass dann auch keine Hausaufgaben mehr erlaubt werden sollen. Wir haben die Rechte der Schülerinnen und Schüler gestärkt in der Schulkonferenz und damit auch die Rechte der Eltern. Und wir sagen auch ganz, ganz klar, dass die Schulkonferenz künftig über Schulaufgabenkonzepte beschließen soll. Und dann geht in dieser Schulkonferenz nichts mehr gegen die Schüler und gegen die Eltern. Und das, wenn das sozusagen kommt, und da bin ich sehr optimistisch, dass sich das durchsetzt, wäre das ein sehr, sehr großer Fortschritt, eine sehr, sehr große Entlastung für die Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde und Freunde. Was gehört noch zur Entlastung? Zur Entlastung gehört auch, dass die Gymnasien, die keinen gebundenen Ganztag haben, höchstens an einem Nachmittag in der Woche, nämlich für die Jahrgangsstufen 5 bis 7, auch Unterricht erteilen sollen oder an zwei Nachmittagen für die Jahrgangsstufen 8 bis 9, sodass sich sozusagen kein schleichender Ganztag quasi abbildet, wo es aber kein pädagogisches Konzept dahinter gibt. Damit verbunden ist auch, dass wir außerschulisches Engagement besser oder stärker ermöglichen wollen als heute. Viele Gymnasien haben sich bereits auf den Weg gemacht, da auch sozusagen ihre Kultur zu verändern. Bei manchen gibt es ja immer noch sozusagen so ein bisschen den Geist der alten Top-Down-Anstalt. Und wir haben eine Schülerin gehabt in der Regionalkonferenz, die uns erzählt hat, dass sie sozusagen im Sovi-Unterricht beantragt hat, dass sie einen Tag, nämlich freitags mal, mit einer Abgeordnetenfahrt nach Berlin fährt, um sich da sozusagen bei dem Bundestag anzuschauen, die Arbeitsweise, und dass da sozusagen der Sovi-Lehrer gesagt hat, nee, das ist ein Fehltag und das rechnen wir irgendwie auch nicht an. Und das Denken müssen wir ändern, dass wir sozusagen Praxis und auch Praxiserfahrungen außerhalb der Schule auch zur Bildung zählen und sozusagen nicht nur das, was im Unterricht passiert, sondern auch außerschulische Arbeit auch stärker berücksichtigt wird, liebe Freunde und Freunde.
Zu einer Entlastung gehört auch die systematische und kritische Überprüfung der Lehrpläne für die Sekundarstufe 1. Wenn Lehrerinnen und Lehrer kooperieren, und das tun sie ja vielerorts, aber halt eben nicht überall, dann kann es auch für sie und für die Schülerinnen und Schüler Entlastungen geben. Zum Beispiel das gute Thema Atomenergie kann man im Philosophieunterricht behandeln, kann es in der Physik behandeln, kann es in verschiedenen anderen Fächern behandeln. Und wenn sich Lehrerinnen und Lehrer da absprechen, muss man auch nicht in jedem Fach immer das Gleiche machen, sondern kann sozusagen da auch für nachhaltiges und vertieftes Lernen sorgen. Für uns gehört auch dazu, dass der Ganztag besser werden muss. Ich habe sehr, sehr großes Verständnis sozusagen für die Eltern, die sich Sorgen machen, sozusagen, dass der Druck auf ihre Kinder zunimmt. Wofür ich aber wenig Verständnis habe, sind sozusagen die Elternvertreter, und die gab es leider auch in diesen Bürgerinitiativen, die sozusagen zurück zum guten alten Halbtagsgymnasium wollen. Sozusagen zum Halbtagsgymnasium, wo die Kinder dann nach Hause gehen, wo ein Elternteil, meistens ja die Mutter, sozusagen dann zu Hause sich um die Kinder kümmern kann, mit denen Hausaufgaben machen kann und sozusagen sie zu Hause fördern kann. Den Ganztag so zurückzudrehen, das sage ich auch ganz deutlich, wäre zutiefst ungerecht, denn nicht alle Eltern sozusagen können sich den Luxus leisten, dass immer jemand zu Hause ist oder sozusagen Geld für private Nachhilfe auszugeben. Aber alle Kinder im Gymnasium haben das Recht auf eine gute Förderung in der Schule, und deswegen sollten wir den Ganztag nicht rückabwickeln, sondern sollten ihn besser machen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich komme zum Schluss. Wir reden ja sehr, sehr viel über Zeitpolitik gerade innerhalb der Partei. Wir werden im nächsten Jahr auch ein sehr, sehr großes Thema Zeitpolitik haben. Das betrifft ja sehr, sehr viele Fachbereiche. Und wir sollten sozusagen die Zeit für Schülerinnen und Schüler zurückerobern. Und das zu schaffen, ist wesentlich komplexer, als nur zu sagen, wir machen jetzt G8 oder G9. Und nach den vielen intensiven Debatten in der Partei, in der LAG, haben wir uns jetzt in diesem Antrag für einen Weg entschieden, der anspruchsvoller ist. Wir schlagen nämlich vor, dass wir nachhaltig und spürbar Entlastungen im Schulsystem schaffen. Und das ist sozusagen nicht der einfache Weg, in dem wir nur sagen, wir drehen das Rad zurück, sondern es ist der anspruchsvolle und grundlegende Weg, nachhaltig unser Schulsystem zu verändern. Wir bieten also allen Schulen Verlässlichkeit in der Schulentwicklung, aber wir verlangen den Schulen das auch ab in diesem Antrag. Und deswegen müssen die Maßnahmen, die wir hier beschreiben und hoffentlich auch gleich beschließen, müssen schnell greifen, müssen schnell wirksam werden. Das erwarten wir von der Landesregierung, das erwarten wir von den Schulträgern, aber auch von den Schulen. Wenn wir das heute beschließen und dann auch wirklich schnell umsetzen, dann haben wir, glaube ich, mehr geschafft, als wir im Koalitionsvertrag verankert haben, nämlich wirklich eine qualitative, bessere Weiterentwicklung der Schule. Und deswegen bitte ich euch um diesen Weg heute und eine gute Debatte und das auch so zu beschließen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Bevor Silvia jetzt das Wort bekommt, möchte ich euch kurz die ersten gelosten Beiträge bekannt geben. Tim Achtemeier, KV Bonn, Verena Verspol aus dem Hochsauerlandkreis, dann käme der gesetzte Beitrag von Martina Köstorf-Lassar für die LAG, Katja Dörner, KV Bonn und Sebastian Klick, KV Aachen. Das sind die ersten Gelosten. Ihr könnt euch weiter hier vorne in die Boxen einwerfen. Und jetzt hat unsere Schulministerin das Wort. Silvia, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe grüne Jugend, ja, ihr habt recht. Schule muss der Ort sein, an dem neben grundlegender Bildung auch die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ihren Raum hat. Nicht nur für die Wirtschaft, für das Leben lernen. Das ist auch mein Leitbild guter Bildung. Das ist unser Leitbild guter Bildung, liebe Freundinnen und Freunde. Und genau daran arbeitet unsere Landesregierung. Dafür arbeite ich systematisch als Schulministerin seit 2010. Und dazu gehört auch immer wieder die Diskussion über die Frage der Schulzeit. Doch im Rahmen dieser Diskussion bin ich zu einem entscheidenden Schluss gekommen. Die Debatte über die Schulzeitverkürzung ist eigentlich eine verkürzte Debatte über die Schulzeit. Oder noch genauer, eine Stellvertreterdebatte. Schülerinnen und Schüler am Gymnasium in der Sekundarstufe 1 haben durchschnittlich 1,3 verpflichtende Unterrichtsstunden mehr pro Woche als ihre Altersgenossinnen und Genossen an anderen Schulformen und sind trotzdem kürzer in der Schule, wenn sie nicht im Ganztag sind. 1,3 Unterrichtsstunden pro Woche mehr, das sind umgerechnet 10 Minuten pro Tag. Ist das das, was den Stress an Schule macht? Das ist die Frage, um die es geht. Führt das wirklich zu so viel weniger Zeit für Hobbys,
Freundinnen und Freunde, Ehrenamt. Führen 1,3 Unterrichtsstunden mehr zu einem Unterschied, der die Schülerinnen und Schüler an Gymnasien leiden lässt, die anderen an Realschulen, an Gesamtschulen, Sekundarschulen aber nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, es kann uns als Grüne nicht um die Zeit gehen, die Uhren messen. Es geht um das Wesen der Zeit, was in ihr, in der Schule passiert. Also, statt schlicht die Quantität des Unterrichts zu senken, müssen wir die Qualität des Lernens steigern. Sven hat das angelegt. Und das ist diese mühsame Erfahrung, die ich auch gemacht habe dabei. Das ist viel anstrengender als eine reine Quantitätsdebatte. Und ich behaupte, wir sind die einzige Partei, die sich dieser Anstrengung stellt und die diese Debatte auf hohem Niveau führt. Das haben wir in den Regionalkonferenzen, das war wirklich ganz, ganz toll getan. Und dafür sage ich herzlichen Dank. Der Hebel zu einer Schule der Zukunft, wie wir sie uns vorstellen, ist die Qualität. Und daran setzen wir seit 2010 in der Regierung an, auch bei den Gymnasien. Ja, das wissen wir alle, das ist nicht längst bei allen Gymnasien angekommen, sonst könnte die Debatte nicht immer wieder entflammen. Aber lasst uns nicht denen Recht geben, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben zu einer besseren Schule. Denn die würden doch dadurch in ihrem Bild bestätigt, dass allein G8 an allem schul ist, was schiefläuft. Der Bildungsforscher Hetti hat herausgearbeitet, es sind 136 Faktoren, die ausmachen, was eine gute Schule macht. Und davon ist dieser Zeitfaktor ein Faktor. 136 Faktoren entscheiden darüber, ob guter Unterricht stattfindet. Und die im Zuge von G8 gemerkt haben, wir müssen im Team arbeiten, wir müssen den Stundenplan neu gestalten, wir brauchen ein gutes Lern- und Hausaufgabenkonzept, wir müssen individueller fördern, all die würden wir in ihrer Entwicklung nicht nur bremsen, sondern wir würden sie zurückwerfen, liebe Freundinnen und Freunde. Das sagen mir viele Vertreter von gut arbeitenden Gymnasien. Und deshalb halte ich, obwohl auch ich damals aus guten Gründen dagegen war, jetzt eine Rückkehr zu G9 für falsch. Ja, der 8-jährige Bildungsgang muss an Gymnasien besser werden. Wir Grüne halten viel von der Eigenständigkeit, von Eigenverantwortung von Schulen. Aber wo das nicht funktioniert und nicht funktioniert hat, müssen und werden wir in Zukunft stärker darauf drängen, dass sich die Schulen den Fragen von Hausaufgaben, Stundenplangestaltung, Öffnung von Schule, individueller Förderung wirklich tatsächlich stellen. Und zwar gemeinsam. Nicht nur Lehrkräfte oder Schulleitung. Nein, Eltern und Schülerinnen und Schüler gehören mit einbezogen und auch die außerschulischen Partner. Und Sven hat völlig recht, das ist die Aufgabe der Landespolitik, gemeinsam mit den Beteiligten vor Ort. Dass wir es schaffen, damit positive Veränderungen flächendeckend gelingen, und zwar zeitnah und zwar verbindlich. Liebe Freundinnen und Freunde der Grünen Jugend, ihr habt mir mit eurem Antrag das Vertrauen ausgesprochen, dass mir der Reformprozess einer Schulzeitverlängerung solide, nicht zu hastig und mit wenig Bürokratie gelingen würde. Das ist sehr, sehr nett. Für dieses Vertrauen danke ich euch. Aber so gut ihr das meint, ich glaube, es wäre ein großer Fehler, weil wir die qualitative Entwicklung abwürgen und zu einer rein quantitativen Entwicklung zurückkehren würden. Glaubt ihr, dass sich Gymnasien, denen dieser Prozess der Verlängerung von Rüttgers aufgebaut wurde, dass die das jetzt, diese Erfahrung gemacht haben, dass die das jetzt anders empfinden würden und sich weiter für die Inklusion öffnen würden. Knapp 100 Gymnasien in Nordrhein-Westfalen haben sich schon für die Inklusion geöffnet, machen sich also auf einen anderen Weg. Das ist beispielhaft in ganz Deutschland. Diese Zahlen gibt es in keinem anderen Land, liebe Freundinnen und Freunde. Glaubt ihr, dass eine Schulaufsicht, die mit der Rückkehr zu G9 wieder anfangen müsste, weiterhin mit gleichem Elan neue Schulen des längeren gemeinsamen Lernens begleiten würde, wie sie es derzeit tut? Glaubt ihr, dass unser neues Landesinstitut die Qualität in allen Schulen voranbringen könnte, wenn es nun über Jahre erneut neue Kernlehrpläne für alle Stufen und alle Fächer an den Gymnasien ausarbeiten müsste? Und ganz wichtig, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt im G8 sind, die profitieren von dem Optimierungsprozess, den wir ausgearbeitet haben, aber nicht von einer Rolle rückwärts. Davon würden die überhaupt nicht profitieren. Und das ist das, worum es uns geht, das Lernen der Schülerinnen und Schüler, die jetzt in den Schulen sind.
Lasst mich einen weiteren Aspekt deutlich machen. Mit dem Schulkonsens haben wir über 200 neue Schulen geschaffen. Schulen des längeren gemeinsamen Lernens. Ich halte diese Karte, ihr wisst das, immer wieder gerne hoch. Es ist überall grün. Und das sind nur die neuen Schulen. Da, wo es nicht grün ist, gibt es schon welche des längeren gemeinsamen Lernens. Und das ist ein flächendeckendes Angebot mit G9 Bildungsgängen zum Abitur. Gesamtschulen, Sekundarschulen, Berufskollegs. Und wir Grüne sind doch überzeugt davon, dass das auch ein guter Weg zum Abitur ist, der an Gesamtschulen gemacht wird in Nordrhein-Westfalen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich werde oft gefragt, warum denn nicht wieder das 6+2 Modell? Ja, das war unser Modell. Aber das passt nicht mehr zu dieser Landkarte, weil die Sekundarschulen eine dreijährige Oberstufe brauchen. Und wir wollen die Gymnasien nicht abkoppeln von der Schulentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen passt dieses Modell 6+2 nicht mehr. Das ist ganz, ganz wichtig, sich das klarzumachen, liebe Freundinnen und Freunde. Der Runde Tisch hat gute, anspruchsvolle und wirksame Empfehlungen erarbeitet. In einem fairen, ergebnisoffenen Prozess. Siebenmal dreieinhalb Stunden in Arbeitsgruppen und zweimal in den großen Runden von mir moderiert. Je schneller wir uns an die Umsetzung machen, desto besser. Ich brauche die einzelnen Punkte nicht nennen, sie stehen im Antrag, Sven hat einige genannt. Und sie enthalten ausdrücklich auch quantitativ entlastende Elemente. Hausaufgaben, Pflichtstundenzahlen, Nachmittagsunterricht. Und was die qualitativen Fragen angeht, ist mir neben der inneren Schulentwicklung eine andere Kultur der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen außerschulischen Partnern besonders wichtig. Und deswegen war es auch wichtig, dass wir den Landesmusikrat, dass wir die außerschulischen Partner auch in diesen runden Tisch einbezogen haben. Das A und O ist jetzt die Verbindlichkeit der Umsetzung. Überall werden sich die Schulkonferenzen mit den Empfehlungen aktiv auseinandersetzen. Dafür werden wir Hilfen, insbesondere für die Eltern und Schülerinnen und Schüler, erstellen. Und der Änderungsantrag der Grünen Jugend, den werden wir aufgreifen, weil wir mit der Drittelparität die Stellung der Jugendlichen in den Schulkonferenzen ja gestärkt haben. Die Schulaufsicht wird regionalen Austauschzirkel bilden, damit gute Gymnasien Vorbild sind für andere, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben. Das Landesinstitut wird Unterstützungsmaterial erarbeiten und wir als Schulministerium überarbeiten Erlasse und Rechtsverordnungen und geben die auch allen Akteuren an die Hand, damit sie das in ihren Schulen einfordern können. Liebe Freundinnen und Freunde, die Schulzeitverkürzung war eine Erblast von Schwarz-Gelb und wahrlich kein Herzensprojekt von mir. Schon gar nicht so, wie die Rüttgers-Regierung sie gemacht hat. Aber ich möchte jetzt auch eine Lanze für unsere Gymnasien brechen. Das war ein Crashkurs und viele haben aus der Last eine Chance gemacht. Chancen für ein neues Lernen mit mehr individueller Förderung. Und genau diesen Prozess müssen wir stärken und zwar an allen Gymnasien. Und nicht denen auf den Leim gehen, die sich zurücksehnen nach dem guten alten Habtagsgymnasium, in dem der Schulerfolg davon abhängt, ob die Eltern ihren Kindern nachmittags bei den Hausaufgaben helfen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir alle wollen Schulen der Zukunft, an denen Schülerinnen und Schüler gerne lernen und leben, die unser ganzheitliches Bildungsverständnis teilen und vermitteln, weit über die klassischen Fächer hinaus mit Persönlichkeitsentfaltung, Kultur, Musik und Sport. Gemeinsam mit außerschulischen Partnern, mit viel individueller Förderung, mit multiprofessionellen Teams, mit motivierten Lehrkräften und vor allem mit Schülerinnen und Schülern, die gern in ihre Schule gehen. Arbeiten wir gemeinsam an diesen Schulen der Zukunft. Arbeiten wir gemeinsam daran, dass Lernen erfolgreich und mit Freude gelingt. Wer mit Freude lernt, lernt besser. Deshalb lasst uns gemeinsam die Schulzeit auch an den Gymnasien verbessern und die Schülerinnen und Schüler schnell entlasten, damit sie einen guten Weg zum Abitur haben. Wir stehen dafür, dass unser Grundsatz einer der Schule der Zukunft auch für die Gymnasien gilt. Leistungsstark, vielfältig, gerecht. Alle Kinder und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen haben Schulen der Zukunft verdient. In diesem Sinne bitte ich euch herzlich, den Antrag des LAFO und der LAG Schule zuzustimmen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Silvia. Wir kommen in die Aussprache. Als erstes spricht Tim Achtemeier, KV Bonn. Anschließend Verona Verspol aus dem Hochsauerlandkreis. Die Redezeit beträgt 3 Minuten. Und dann kommt Martina Köster-Flassar für die LAG. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Silvia, ich glaube, in einem sind wir uns einig. Das Grundproblem von Schule sitzt tiefer als die Frage G8 oder G9. Das Grundproblem sitzt in den Köpfen. Es ist die Frage und es ist vor allem der Stress, dem Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind. Es ist die Zukunftsangst, die Schülerinnen und Schüler belastet. Es ist die Sorge vor dem zukünftigen Status in der Gesellschaft. Der Kern ist also ein gesellschaftliches Problem. Strukturen. Und dann kommen wir zur Frage quantitativ oder qualitativ. Strukturen haben auf diesen Druck und auf dieses Problem allerdings einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Wenn es einen gesellschaftlichen Druck gibt, dann wird dieser durch einen zeitlichen Druck deutlich verschärft. 8 Jahre bis zum Abitur spitzen Belastungen zu. Und die meisten in diesem Raum haben eine Bildung genossen oder sogar für eine Bildung gekämpft, in der Bildung nicht nur Leistungsdruck, sondern eine Findungsphase darstellt. Eine Bildung, die kritisches Denken nicht nur zulässt, sondern auch fördert. Und all das braucht neben guter Pädagogik vor allem eins: Zeit. Und bei guter Pädagogik ist es so, theoretisch funktioniert es immer hervorragend. Wir hatten alle Lehrer, die großartig waren und die eine hervorragende Pädagogik gemacht haben. Aber ich bin mir sicher, dass jeder in seiner Schulzeit auch Lehrer hatte, die anders waren. Und dann wird es problematisch. Und schaut man sich die Geschichte der Pädagogik an, so sieht man neben progressivem Umdenken auch immer analog eine Ausweitung von Bildungszeit. Und G8 war ein Rückschritt in der Bildung. Und nur weil der Weg zu G8 katastrophal organisiert wurde, da sind wir uns alle einig, heißt das doch nicht, dass der Weg zurück zu mehr Bildungszeit nicht gut organisiert werden kann. Und wir Grüne haben immer für eine Ausweitung von Bildung und Bildungszeit gekämpft. Mehr Zeit in der Schule kann kaum schaden, aber weniger Zeit in der Schule kann der Unterschied sein zwischen reflektierter Bildung und Wikipedia-Wissen. Ich bitte euch, die ihr für eine freie Bildung und eine freie und längere Bildungszeit gekämpft habt, lasst uns weitermachen. Und lasst uns weiter dafür kämpfen und unterstützt uns auf einem guten und vor allem stressfreien Weg zum Abitur. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Tim. Als nächstes spricht Verena und dann Martina. Liebe Freundinnen und Freunde, der Westen hat gestern geschrieben, wir würden heute hier zusammenkommen und der Meinung sein, dass ein 10-Punkte-Plan mit kleinen Reformchen zur Verbesserung von G8 besser ist als eine neue organisatorische Großform, wie zum Beispiel in Niedersachsen. Ich möchte mich darauf beziehen, weil wenn das so monokausal zu behandeln und zu denken wäre und rein pragmatisch, dann würde ich mich jetzt hier nicht hinstellen und darüber sprechen wollen. Ich möchte aus schulpolitischer Sicht sprechen, aber auch als Lehrerin. Ich bin Lehrerin an einem G8-Gymnasium. Ich weiß also, wovon ich spreche, auch nochmal von der anderen Seite. Ich möchte mal kurz von meinen 5-Klässlern erzählen, die vor ein paar Wochen zu mir kamen und von ihrem Leid berichtet haben. Sie haben gesagt, Frau Verspol, wir haben Druck und Stress wegen G8. Meine 5-Klässler. Ich bin die Letzte, die die Belange und die Wehwehchen, ob groß oder klein, meiner Schülerinnen und Schüler nicht ernst nimmt. Ich bin nicht umsonst seit Jahren SV-Lehrerin bei mir an der Schule und werde immer wieder gewählt. Aber lasst uns mal an der Stelle genau hingucken, warum das so ist, warum die 5-Klässler, die gerade daherkamen, Silvia hat das deutlich gemacht, die haben nicht wirklich mehr Unterricht, warum die von Druck wegen G8 reden. Auch Tim hat das schon gesagt, wir haben ein gesellschaftliches Problem und wir müssen dieses gesellschaftliche Problem anschauen. Und deswegen möchte ich ganz klar sagen, Druck und Stress in der Schule und G8 wird von der gesamten Gesellschaft ausgeübt. Eine 3 ist doch heute keine gute Note mehr. Kommen Sie mal als Schüler mit einer 3 nach Hause
und sagen, Mama, ich habe eine 30, keine gute Note mehr. Ein Kind am Gymnasium, das hat auch gefälligst Abitur zu machen. Nachmittags, da macht man Hausaufgaben oder da lernt man. Das gehört sich so für guten Erfolg. Geschichte, Erdkunde oder irgendwie so ein Computergedöns, das sind doch keine Fächer, in denen man gut sein muss. Da geht es um die Hauptfächer, um Erfolg zu zielen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte ganz deutlich sagen, neben der Qualitätsdebatte müssen wir auf jeden Fall eine Wertedebatte-Diskussion führen. Die steht uns hier als grüne Politiker bevor. Natürlich war es nötig, jetzt eine Position zu G8, G9 zu entwickeln. Das stand auf der Tagesordnung und es ist wichtig, dass wir eine klare Position haben. Und ich bitte heute darum, dass wir uns klar für diesen Schritt laut Leitantrag G8 entscheiden. Wir könnten als große Samariter auftreten und sagen, ja, die Grünen, die geben jetzt den Kindern ihre Kindheit wieder zurück. Aber das wäre doch nicht fair und das wäre auch nicht realistisch, denn es würde unheimlich viele Problemstellen bei der Rolle rückwärts aufbringen, die Silvia jetzt schon gekennzeichnet hat. Ich möchte da gerade im Bereich der Schulentwicklung jetzt nicht wiederholen, aber all die Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, die Schulen, die gute G8-Konzepte haben, denen stoßen wir vor den Kopf damit. Und wir bremsen Schulentwicklungsaspekte aus und davor möchte ich warnen. Ich muss auf den Punkt kommen, ganz schnell. Ich möchte zusätzlich noch sagen und darum bitten, dass wir uns für ein klares Wording hier heute aussprechen, ein parteiinternes auch, dass wir sagen, wir gehen den Schritt über eine Schulverkürzungsdebatte hin zu einer Wertschätzungsdebatte von Schulzeit und Lernzeit, zu einer klaren Trennung von Schule und Freizeit. Und wir als Grüne stehen mit einem klaren Wording über diese reine Strukturdebatte für Schulzeit und echte Lernzeit, die unseren Kindern Freiraum schafft. Dankeschön. Herzlichen Dank. Die Martina steht da vorne schon bereit. Und nach Martina spricht Sebastian Klick und dann Katja Dörner. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe grüne Jugend, hätte euch 2010 die Rüttgers-Regierung gehört, hätte sie vielleicht auch noch mal überlegt, hat sie aber leider nicht. Das hat uns beschert in der LAG, dass wir seitdem über diese Diskussion ständig wieder stolpern und sehr kontrovers zum Teil auch diskutieren haben und mussten. Was ist gute Bildung? Und wie viel Zeit benötigen junge Menschen, um das Abitur, beziehungsweise wie es früher mal hieß und vielleicht auch immer noch durchaus seine Bewandtnis hat, Reifeprüfung bezeichnet wurde? Ja, Reife eben, denkt man schnell so zum Studieren halt, ne? So, aber was ist das mehr? Eigentlich ist es viel mehr. Es ist Charakterbildung, es ist auch soziales Wesen, was an jungen Menschen eben entstehen kann und soll. Dafür ist Schule da. Schule ist auch Heimatort für Jugendliche. Ganz, ganz wichtiger Heimatort für viele. Was bedeutet Schulzeitverkürzung an Gymnasien für Kollegien und für Schulleitungen? Veränderte Rahmenbedingungen, Auswirkungen auf Unterrichtsvorbereitung und auf Lehrinhalte. All das, die Wochenstundenzahl alleine genommen, waren von jetzt auf gleich zu verändern und mussten völlig neu gedacht werden. Und wir haben es eben schon mehrfach gehört, es wurde ja auch oftmals sehr gut angenommen und umgesetzt. Aber was ist das eigentlich? Was macht das mit dem sozialen Miteinander an der Schule? Was geschieht dort dann? Wie verändert es die Menschen? Ganztagsunterricht ist die Folge gewesen. Natürlich wollten wir auch gerne, finden wir auch nach wie vor sehr wichtig. Neue Rhythmen sind eingeführt worden, Förderprogramme wurden entwickelt. Also es gab viele positive Entwicklungen, die natürlich sehr, sehr schnell und für manchen wirklich mit einer unvorstellbaren Arbeitsaufwendung selbstständig erarbeitet wurden. Aber auch Familien und ausschließlich und das außerschulische Leben von Schülerinnen und Schülern wurde komplett verändert. Wir haben das eben sehr deutlich von euch gehört. Es ist ja so, dass wir das verstehen und auch hinnehmen und natürlich auch selber wissen aus eigenen Erfahrungen. Wir wissen, dass viele Jugendliche sich organisieren, zum Beispiel in Jugendfeuerwehren oder auch in anderen Engagements vielfach unterwegs sind. All diese Bearbeitung dieser Fragen sind seit der Einführung von G8 in der LAG als grundlegender handwerklicher Fehler der schwarz-gelben Regierung bezeichnet worden. Da müssen wir uns überhaupt keine Frage mehr machen.
Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, und ich habe viele Erfahrungen in Gremien verschiedenster Art gehabt, es gibt nichts so Schlimmes für Schule wie zu viel, zu schnell und ohne die Betroffenen tatsächlich mit einzubinden, liebe Freundinnen und Freunde. Aber das ist so bei der Schulpolitik der jahrzehntelang von CDU und SPD. Wir kennen das alle, wir haben das selber erlebt, zum Teil leidvoll in unseren Bildungsbiografien oder eben auch an den Bildungsbiografien unserer Kinder. Es ist immer eine Operation am offenen Herzen. Zum ersten Mal haben wir aber eine grüne Schulministerin in diesem Land. Zum ersten Mal ist eine neue Kultur angebrochen. Das heißt auch, dass sich das System darauf ausstellen muss. Das System kennt sowas nicht. Und das ist eben eine neue Situation, mit der man auch lernen muss, umzugehen. Das haben wir auch oft genug in der LAG so diskutiert. Vor der Einführung von G8 hätte sich eben die Notwendigkeit gestellt, solche Rundentische zu bilden, wie sie jetzt im Nachgang von uns gebildet wurden. Weil wir denken eben anders. Wir denken von unten, wir denken nicht von oben. Wir machen keine Politik per Ordre de Mufti. Wir sind die Partei, die keine Vorgaben gibt und dann muss das umgesetzt werden. Das ist eben nicht unsere Denkweise und die Erfahrung zeigt ja auch, dass es gut so ist. Ich komme zum Punkt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind grundsätzlich der Meinung, der Antrag des Landesvorstandes ist basisdemokratisch gewachsen. Er ist belastbar, einforderbar, überprüfbar und unterstützt die Gymnasien zukunftsorientiert. Der Antrag zeigt, grüne Schulpolitik in NRW ist auf dem Prozess abgestimmt, im Tempo angepasst und spiegelt die Bedürfnisse der Betroffenen wider. Deshalb bitte ich euch im Namen der LAG Bildung für den Antrag des Landesvorstandes zu stimmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Martina. Herr Sebastian steht auch schon da vorne und danach kann sich Katja Dörner bereithalten. Die Frage ist nur, wer hält Theo dann? Stefan, sehr gut. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich mir so manche Reden hier jetzt angehört habe, dann wirkt das auf mich so ein bisschen, als ob wir als Grüne Jugend jetzt hier eine Globalalternative gestellt hätten, in der wir alles quasi nicht haben wollen, was in diesem Antrag drinsteht. Das ist nicht so. Wir finden es gut, wenn Hausaufgaben in die Schule verlagert werden, damit die SchülerInnen unabhängig vom Elternhaus gut gefördert werden können. Wir finden es gut, wenn es mehr Inklusion gibt. Wir finden es gut, wenn es mehr Schulen des längeren gemeinsamen Lernens gibt. Das alles unterstützen wir und das alles ist auch schon seit Jahren junggrüne Beschlusslage und da arbeiten wir also auch schon etwas länger dran. Es geht uns darum, dass Veränderungen und Verbesserungen eben auch zur Umsetzung Zeit brauchen. Ich kann nicht die Hausaufgaben abschaffen und mehr Zeit für die SVen schaffen und mehr Zeit für Freizeit schaffen, wenn ich an dem Rest nichts ändere. So, das funktioniert einfach nicht, der Tag hat 24 Stunden und dabei bleibt's. Und ich möchte jetzt nochmal kurz auf die globalen Standards eingehen, die anfangs ja erwähnt wurden. Da ist es so, dass in vielen Ländern es so ist, dass der Abschluss, der vergleichbar mit dem Abitur ist, dem folgt dann erstmal noch eine Zeit an Colleges oder Ähnlichem, bevor es dann an die Uni geht. Das heißt, die SchülerInnen sind dann zwar mit der Schule fertig, aber fangen auch noch nicht direkt an der Uni an zu studieren. Und in anderen Ländern ist es wiederum so, dass die SchülerInnen noch deutlich früher zur Schule gehen und dann entsprechend im gleichen Alter fertig sind wie heute die jungen Menschen mit G9 und mit G8, Entschuldigung. Und ich denke, dass es auch die Frage ist, wie gehen wir denn damit um, wenn dann 16- und 17-Jährige an die Unis kommen und für alles Mögliche eine Unterschrift ihrer Eltern brauchen? Wie gehen wir damit um, wenn das Leute sind, die sich ihr Abitur gegen ihre Eltern erkämpfen mussten? Auch solche Menschen gibt es bei uns leider noch. Und umgekehrt gibt es auch ganz viele, die von ihren Eltern einen unglaublichen Druck bekommen. Druck, dass sie auf jeden Fall das Abi machen müssen und auf jeden Fall eine 1 vom Komma haben müssen. Und ich denke, dass diese Eltern auch Druck machen, dass die das Abi auch möglichst schnell machen. Und dazu trägt es auch bei, wenn politisch weiter gefordert wird, dass möglichst viele unbedingt ein Abitur machen müssen. Denn es gibt viele Bildungswege und es muss nicht unbedingt ein Abitur sein, um später auch erfolgreich im Leben zu sein. Und was wir als Grüne Jugend wollen, ist eben keine Rolle rückwärts. Wir wollen nicht die Halbtagsschule zurück. Wir wollen nicht das alte G9 zurück, sondern wir wollen eine Zukunft, eine Schule für morgen. Eine Schule, in der Platz und Zeit ist, um die wichtigen Zukunftsfragen zu diskutieren. Denn davon haben wir ja wohl genug. Wir haben den Klimawandel, wir haben soziale Verwerfungen, wir haben Konflikte überall auf dieser Welt. Und über die muss auch in der Schule Zeit sein, um darüber zu reden.
Und es muss auch Zeit dafür sein, über Alternativen zu diskutieren zu unserer Wirtschaftsweise heute. Denn es kann so nicht weitergehen. Ich denke mal, das wissen wir alle, wenn wir uns angucken, dass wir seit dem 20. August über unsere Verhältnisse leben im ökologischen Sinne. Und dafür brauchen wir Alternativen und dafür brauchen wir QuerdenkerInnen und Kreative. Und das braucht eben Zeit und die brauchen auch gute Bildung. Und die braucht eben auch Zeit. Und deswegen finde ich den Antrag so gut. Ich finde, da steht viel Richtiges drin. Ich denke aber, dass ein Jahr mehr Zeit in der Schule, glaube ich, kaum schadet. Und wer das Jahr weniger unbedingt haben möchte, der kann auch eine Klasse überspringen. Danke. Dankeschön. Jetzt kommt Kat. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, zunächst, Sebastian, ihr habt keine Globalalternative gestellt, das stimmt, aber man muss ja schon sagen, ihr habt an einem ganz, ganz zentralen Punkt dieses Antrags, den der Landesvorstand vorgelegt hat, eine Änderung vorgeschlagen und da darf man, glaube ich, auch das nicht verschwiemeln und nicht drum rumreden. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bekomme in Berlin ja viel Besuch von Schulklassen und ich bemühe mich auch in Bonn viel in Schulklassen zu gehen. Und da wird insbesondere auch bei den Älteren ordentlich diskutiert und G8 ist da eigentlich immer ein Thema und G8 wird kritisiert und es gibt auch berechtigte Kritik. Und dass wir hier sitzen und heute über einen Antrag des Landesvorstands diskutieren, zeigt ja, es gibt diese berechtigte Kritik und wir nehmen diese Kritik auch auf. Und ich will ganz vorweg sagen, ich bin sehr froh, dass wir eine Schulministerin wie Silvia haben, die ein offenes Ohr hat, auch für Dinge, die nicht optimal laufen und die eben genau das Richtige tut, nämlich alle, die bei G8 involviert sind, die da was zu sagen haben, an einen Tisch zu bringen. Die sind schon genannt worden, Lehrkräfte, Schülerinnen, Initiativen, auch der Musikrat, Player aus der Zivilgesellschaft, die sind an einen Tisch geholt worden, um gemeinsam zu erörtern, wie man mit berechtigter Kritik eben umgeht. Und das finde ich genau richtig. Ich kenne eigentlich keine andere Landesregierung, keine Schulministerin bundesweit, die so mit Problemen umgeht. Und das ist ein politischer... Das ist ein politischer Beteiligungsprozess, wie ich ihn mir vorstelle. Er ist einbindend, er ist offen, er ist dialogorientiert. Und ich finde, wir sollten Silvia an der Stelle wirklich auch mal ein großes Dankeschön dafür aussprechen, dass sie diesen Dialogprozess gemacht hat, weil so wie ich das mitbekommen habe, war das an dem runden Tisch ja auch nicht immer ganz einfach. Vielen Dank, Silvia, dafür. Und jetzt hat der Runde Tisch intensiv beraten und die Ergebnisse vorgestellt. Manche finden die Ergebnisse total gut, manche sind leidlich damit zufrieden, manche sind auch enttäuscht, weil sie andere Vorstellungen hatten. Und ich muss sagen, so ist das bei einem offenen Beteiligungsprozess. Und wir sollen eben heute die Ergebnisse und Vorschläge bewerten und unsere Bewertung wird dann eben auch handlungsleitend für die Landesregierung. Ich finde, wenn man einen solchen Beteiligungsprozess will, und ich will einen solchen Beteiligungsprozess, und ich gehe mal davon aus, dass ihr das auch tut, dann sollte man die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sehr, sehr ernst nehmen. Das heißt nicht, dass man als Partei alle Vorschläge übernehmen muss, aber das heißt für mich, dass man die Ergebnisse sehr ernst nehmen muss. Und wenn man dann tatsächlich anders entscheidet, dann muss man dafür verdammt gute Argumente haben. Und ich muss einfach sagen, ich sehe diese guten Argumente an der Stelle nicht. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Im Kern ist es doch nicht entscheidend, wie lange man zur Schule geht, um Abitur zu machen, sondern es ist entscheidend, wie die Schule ist, wie die Schule arbeitet, an die man geht, um dort Abitur zu machen. Und da setzen ja genau die Vorschläge an, die hier schon breiter vorgestellt worden sind. Es wird zu einer Entschleunigung im Schulalltag kommen, es wird Druck aus dem Schulalltag genommen und wir werden, das finde ich total wichtig, die Schulen noch stärker in die Pflicht nehmen, was die qualitative Schulentwicklung angeht. Und deshalb ist für mich klar, wir sollten keine Rolle rückwärts ins alte G8 wollen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die sich davon ein Mehr an Schule erwarten, die werden enttäuscht werden und ich finde, das ist ja auch schon gut ausgeführt worden. Ich muss zum Schluss kommen. Ich möchte, dass wir in den nächsten Jahren unsere bildungspolitische Energie da einsetzen können, wo sie wirklich Not tut, nicht in der Rückabwicklung von G8, sondern in einem Mehr an guter Schule. Hier ist viel schon gesagt worden. Wir brauchen den Ganztagsausbau. Wir wollen uns für längeres gemeinsames Lernen engagieren. Wir wollen die Inklusion stärken. Und das sind die Dinge, für die wir unsere Energie investieren sollten. Und deshalb bitte ich euch um Zustimmung für den Antrag des Landesvorstands. Vielen Dank.
Vielen Dank, Katja. Als nächster ist jetzt dran Markus Hohenstein, wie wir angekündigt haben, von der Initiative G9 jetzt in NRW. Und danach haben wir noch Redebeiträge gelost von Nathalie Konias aus dem KV Euskirchen, Hermann Stubbe, KV Steinfurt, Karin Schmidt-Promny, Städteregion Aachen, KV Aachen, Marion Freiberg-Wangerin aus Wesel und danach Sigrid Bär. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mir als Vertreter der Volksinitiative für ein Abitur nach 13 Jahren die Möglichkeit gegeben haben, zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte Sie als Vertreter einer Partei, als Vertreter einer demokratischen Willensbildung in unserem Lande nur auf wenige Punkte hinweisen. Der erste Punkt ist, es geht bei der Bildungspolitik um die Frage, was bedeutet das für unsere Kinder? Dieser Punkt ist der entscheidende Punkt und nicht der Punkt, was bedeutet das für politische Überlegungen. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, der für mich ganz zentral ist, ist die Frage, wen vertritt eine politische Partei? Vertritt sie die Bevölkerung? Vertritt sie die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler? Oder vertritt sie die Interessen einer Regierung? In diesem Fall gucken wir uns mal die Frage der Schulzeitverkürzung an. 75% der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen wollen das Abitur nach 13 Jahren an den Gymnasien haben. Das betrifft jetzt die Stellvertretung in der ganzen Bevölkerung. Da es aber eine erstaunliche Mehrheit im Parlament gibt, wo 92% der Abgeordneten stattdessen die Schulzeitverkürzung wollen, haben wir hier einen Konflikt zwischen Volk und Parlament. Der zweite Punkt ist die Frage Partei und Wählerinnen und Wähler. Die Grüne Partei vertritt Ideale, die sich einsetzen, nicht für schnelle Verwertbarkeit und für die Frage dessen, wie können junge Menschen besonders schnell in den Arbeitsprozess integriert werden, sondern die Frage, wie kann ein Mensch eine persönliche Bildung erreichen. Und wenn wir hier hinschauen, dann stellen wir fest, dass über 80% der Wählerinnen und Wähler der Grünen Partei für ein Abitur nach 13 Jahren sind. Wenn man sich diese Punkte zusammennimmt, dann muss man sich natürlich fragen, die hier geäußerten Positionen der Landesarbeitsgemeinschaft vertreten nicht die Mehrheit der Bevölkerung und vertreten auch nicht die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler und vertreten ein Menschen- und Gesellschaftsbild, das für einen Außenstehenden nicht das einer grünen Politik sein kann. Denn dieses Menschen- und Gesellschaftsbild der schnellen Verwertbarkeit und der leichten Formbarkeit der Jugendlichen ist jedenfalls in der Öffentlichkeit nicht als das der Grünen verständlich. Umso erstaunlicher fällt es dem Zuschauer und Zuhörer, der diese Position zur Kenntnis nehmen muss, wenn er hören kann, dass es nicht um die Länge der Schulzeit geht und nicht um die Frage der Verwertbarkeit, sondern ausschließlich um Qualität. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, zu Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, Herr Hohenstein. Als nächstes spricht Nathalie Konias vom KV Euskirchen. Muss ich das hören machen? Es ist Dienstag. Ankunft Arbeitsstätte 8 Uhr, konzentriertes Arbeiten bis 16.30 Uhr, Pause dazwischen etwa 30 Minuten. Fahrt zum Meeting, doch dann weitere anderthalb Stunden, Rückfahrt 60 Minuten, Nacharbeiten des Tages, Vorbereitung des Nächsten, weitere zwei Stunden. Feierabendbier entfällt. 21.30 Uhr ist nämlich nicht Bierchenzeit, sondern Bettzeit. Das ist nicht der Tagesablauf eines Managers, sondern es ist der eines 16-jährigen Schülers der Klasse Q1. Es ist der Tagesablauf meines Sohnes. Die Zeit, die er nach Stundenplan an der Schule ist, sind 35 Stunden zuzüglich Fahrten hin und zurück. Nicht zu vergessen Hausaufgaben, Stundenprotokolle, Lernen, Nacharbeiten, Üben.
Und nein, er ist nicht an einem Ganztagsgymnasium. Wir Grüne wollten keine Schulzeitverkürzung, wie Schwarz-Gelb es durchgesetzt hat. Und ich werde als Mutter eben dieses Schülers wahrscheinlich nie eine echte Freundin von G8 werden. Im Moment jedenfalls nicht. Denn auch mit der Entschlackung der Lehrpläne ist es nicht besser geworden. Aber, und das haben die Diskussionen am letzten Rundentisch offensichtlich gezeigt, es gibt Möglichkeiten, dieses ungewollte, schwarz-gelbe Monstrum in ein zumindest handelbares Wesen umzustrukturieren. Die Abgrenzung von Schulzeit und Freizeit ist bitter nötig. Die Begrenzung von verpflichtendem Nachmittagsunterricht an Nicht-Ganztagsgymnasien wäre bei meinem Beispiel bleibend zumindest einen Nachmittag mehr Entlastung. Völlig überalt und planlos war das schwarz-gelbe G8 und übrig blieben Schüler, die darunter und unter dem Druck litten, aber auch Lehrer, die man im Regen stehen ließ. Wir Grüne traten ein Erbe an, bei dem auch die Entscheidung, weiter G8 oder zurück zur G9 nicht leicht war und viele Diskussionen nach sich zogen. Aber in NRW können Kinder an Gymnasium nach 12 und an Gesamtschulen nach 13 Jahren zum Abitur kommen und es bietet sich Möglichkeiten, auf die Verschiedenheiten von Kindern einzugehen. Das ist schon mal ein guter Schritt. In dem Antrag Bildung braucht Zeit sprechen wir von entdecken, forschen, erleben. Wir zeigen richtigerweise auf, die Schule ist mehr als Englisch, Deutsch und Kurvendiskussion, sondern eben auch Lebensgestaltungskompetenzen, Erlernen von handwerklichen und sozialen Kompetenzen. Und wir sagen, dass schulische Bildung Zeit braucht. Ja, alles richtig. Nur eines ist mir noch besonders wichtig. So oft heute der Begriff Zeit gefallen ist, ein Zeitaspekt, den ich nirgends finde. Unsere Kinder müssen auch die Zeit bekommen, Fehler machen zu dürfen. Fehler machen und aus diesen zu lernen. Sie müssen die Zeit bekommen, sich neu zu finden und auszuprobieren, denn auch das ist Pubertät. Wenn wir bei G8 bleiben, ist es unsere Aufgabe, dies so zu gestalten, dass diese Zeitaspekte berücksichtigt werden. Unsere Kinder brauchen Zeit, um Kinder sein zu dürfen und zu lernen und glücklich zu sein. Denn eines ist mal sicher, unsere Gesellschaft braucht glückliche Kinder, denn die werden zufriedene Erwachsene und dafür brauchen wir diesen Antrag. Dankeschön, Nathalie. Als nächster ist jetzt dran Hermann Stubbe vom KV Steinfurt und danach Karin Schmidt-Promny, KV Aachen. Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Mir ist die Diskussion, die wir hier führen, ein bisschen zu gymnasiallastig. Ein Jahr mehr ist immer gut. Ich frage mich aber, warum soll man nicht an Gesamtschulen dann 14 Jahre zum Abitur machen? Das wäre auch gut, weil Zeit ist immer wichtig für alle Kinder. Wir sollten alle froh sein, dass nach den pädagogischen Grabenkriegen heute ein Gründungsboom eingesetzt hat. Gerade im ländlichen Raum gibt es ganz, ganz viele Schulen des gemeinsamen Lernens. Und damit haben wir fast überall im Land Wahlfreiheit. Es gibt verschiedene Wege zum Abitur und nur eine führt über 8 Jahre zum Abitur. Und es gibt andere Schulen in fast allen Orten, die führen eben auch in 13 Jahren zum Abitur. Also aus gutem Grund, glaube ich, führen wir keine Debatte darüber, ob wir die Gymnasien abschaffen wollen. Ich denke, auf absehbare Zeit will das ja auch kaum einer im Raum. Aber es ist doch durchaus gerechtfertigt, das Existenzrecht der Gymnasien zumindest mal prinzipiell in Frage zu stellen. Gymnasien sind prinzipiell exklusiv ausgerichtet, auch wenn es gute Beispiele gibt, die in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, solange es Gymnasien gibt, ist es schon folgerichtig, sie auch anders sein zu lassen als die anderen Schulen. Wir haben G8 so nicht gewollt, das ist jetzt mehrfach schon gesagt worden. Aber jetzt müssen wir damit umgehen. Wahlfreiheit bedeutet, dass sich alle Eltern und mit denen auch die Kinder entscheiden können zwischen der Schule des gemeinsamen Lernens, die hat besondere Herausforderungen, oder eben auch Gymnasien, wenn man der Meinung ist, dass das eigene Kind mit G8 gut klarkommt. Fast jeder hat die Wahl. Ich selber habe mich als Lehrer für eine Gesamtschule entschieden. Ich habe mich auch für meine Kinder aus gutem Grund für die Gesamtschule entschieden, auch wenn die alle drei Abitur machen werden. Unser Auftrag als Grüne sollte sein, die letzten weißen Flecken zu schließen. Da, wo es noch keine Gesamtschule gibt, müssen wir in den Kommunen dafür sorgen, dass es sie gibt. Oder Gesamtschulen, Sekundarschulen, Profilschulen, was auch immer da an Alternativen da sind. Auch an den Orten, wo die Gesamtschulen hoffnungslos überlaufen sind, die gibt es auch.
Und ich denke, wir sollten unsere Energie da reinlegen, diese weißen Flecken zu schließen, statt rückwärtsgebannte Debatten über G8 und G9 zu führen. Ich glaube, das ist jetzt hier schon sehr häufig gesagt worden, dass wir das so machen sollen. Gut, danke. Herzlichen Dank, Hermann. Jetzt kommt Karin Schmidt-Promny, danach Marion Freiberg-Wangerin und zum Schluss der Debatte Sigrid Bär. Jedes Kind in Nordrhein-Westfalen kann in 9 Jahren zum Abitur kommen oder in 13 Jahren, wenn man die gesamte Schulzeit betrachtet. Es löst in mir einen Ärger auf, dass diese Debatte, G9-Debatte, so darauf abzielt, dass Kinder das nicht können sollten. Das ist nicht richtig. Wir haben eine Vielfalt von Schulangebot. Kinder können zwischen verschiedenen Schulangeboten auch wechseln, je nachdem, wie es ihre individuelle Situation notwendig macht. Böse gemacht hat mich jedoch an dieser G8-Frage, und da ist vielleicht auch die Sorge dieser Initiativen nachvollziehbar, war, als es eingeführt wurde, die enorme Belastung von Kindern. Das ist etwas, was ich eine immense Belastung fand. Ich war in der Zeit Elternpflegschaftsvorsitzende und ich fand das unmöglich, junge Kinder in einen solchen Stress zu begeben. Und darum ist es auch richtig, wenn es heute um 2 Punkte geht bei der Debatte, nämlich um die Entlastung für die Kinder und die weitere Qualitätsentwicklung auch unter diesem Blickpunkt, wie entwickeln sich Gymnasien weiter. Dazu gehört, das ist gesagt, die kritische Überprüfung der Lernpläne. Meine Kinder haben teilweise kurz hintereinander in allen Fächern Gedichtinterpretationen gemacht. Vielleicht kommt man dahin, dass Lehrer auch fachübergreifend besser kooperieren können, um so auch insgesamt besser Unterricht gestalten zu können. Du hast es angedeutet. Aber neben dem rein fachlichen und der zeitlichen Entlastung gehört für mich und gehört für uns, und das diskutieren wir schon lange, insofern sind wir für eine ganzheitliche Bildung und nicht eine Bildung als Verwertbarkeit, da gehört für mich ganz entscheidend dazu, das Klima an Schulen weiter zu verändern. Viele Schulen haben sich auf den Weg gemacht. Wir brauchen stärker auch in dem System Schule die Annahme der Kinder und wir brauchen die Begleitung in ihrem Lernprozess, der sehr verschieden ist und der nicht nur auf gute Noten und auf einen Blick auf den Erfolg in Noten abzielt. Deshalb gilt es weiterhin, eine Schule zu einem Haus des Lebens und Lernens zu machen. Das mögen manche als Schlagwort finden, aber für mich sagt das sehr viel aus. Nathalie hat das eben auch ausgeführt in Bezug, wie erleben Kinder Schulen. Deshalb ist es auch nicht nur eine Frage, Sven, von Schule und Freizeit, sondern ich wünsche mir eine Weiterentwicklung des Ganztags, der die Freizeitelemente ganz klar in das System Schule mit einschließt. Wir brauchen diese Vernetzung von dieser schulischen Vermittlung und den anderen Elementen, die Menschen insgesamt ausmachen. Ja, selbstbestimmte Freizeit muss sein, müssen Schüler entscheiden können, aber wir brauchen auch eine Entwicklung des Ganztags, der die Freizeitangebote, wie wir das aus anderen Ländern kennen, mit einbezieht. Manche OGS ist vielleicht dafür auch ein gutes Beispiel. Zum Schluss möchte ich sagen, ich bedauere sehr, dass die Debatte, dass der Zug abgefahren ist, was die Frage angeht, 6+2. Ich hätte mir gewünscht, dass wir wieder zurückkommen zu einem Schule mit 10 Jahren für alle Kinder, um die Sonderstellung des Gymnasiums, die damit zementiert werden sollte, nicht zu haben. Ich habe gelernt, dass es Beschlusslagen gibt, die das nicht mehr möglich machen. Aber was als Problem bleibt, ich sage noch 2 Punkte, was als Problem bleibt, ist der mittlere Schulabschluss. Das braucht eine Klärung, damit auch die Schüler des Gymnasiums entsprechend einen Abschluss haben können und in andere Ausbildungswege gehen können. Und was ich als Signal ganz wichtig finde an alle, die mit Schulen zu tun haben, wir sind diejenigen, die sagen, Schulentwicklung ist ein Prozess, der alle Beteiligten braucht. Wir brauchen dafür Zeit für die Entwicklung und wir brauchen die Diskussion und das Gespräch miteinander. Deshalb, Silvia, weiter mit runden Tischen da, wo sie notwendig sind und nicht nur auf Landesebene, sondern auch vor Ort. Denn ich glaube, über den Dialog kommen wir in der Schulentwicklung nur weiter. Danke. Vielen Dank, Karin. Als Nächste ist Marion dran. Da kommt sie schon. So, hallo, Marion Freiberg-Wangerin, KV Wesel. Mutter, Lehrerin, bisschen Politikerin nebenher. Meinen Vorrednern muss ich zustimmen. Wenn wir als Eltern mit unseren Kindern die Schulform wählen und die Schulzeit, haben wir das in der Hand, denn es gibt vielleicht abgesehen von wenigen Räumen die Möglichkeit zu sagen, mein Kind soll G9 machen, dann vielleicht nicht am Gymnasium. Und es ist fraglich, ob ich sagen muss, ich bestehe darauf, dass mein Kind an einem Gymnasium G9 machen muss.
Ich habe das geändert bei meinen Kindern. Die Mädchen waren traditionell G9 an einem Gymnasium. Mein Sohn ist G9 an einer Gesamtschule und das ist nicht schlimm. Andererseits, ich kenne gute Gymnasien, die sich damit sehr rumgeschlagen haben mit G8 und jetzt aber sagen, wir haben jetzt Konzepte und bitte, bitte lasst uns endlich mal in Ruhe Arbeit machen. Denn, und da ist dieser Punkt, es steht und fällt nicht mit G8 oder G9, es steht und fällt mit dem Stress und da müssen wir auch schon in die Zeit vor der weiterführenden Schule, da geht es doch schon los. Das fängt an in den Kindergärten, wenn gesagt wird, schaffen die Kinder die Schuleingangsdiagnostik, was können wir denn da üben? Das geht weiter mit Vera, das geht weiter mit den Empfehlungen. Und da müssen wir gucken, wie wir überhaupt andere Werte ansetzen und was in Grundschule hineingehört und was in die weiterführenden Schulen hineingehört. Was Tim vorhin gesagt hat, das fand ich allerdings ganz wichtig. Wo ist denn die Persönlichkeitsentfaltung und wo? Und da sind wir wieder gefragt, in der LAG, in der Schulpolitik, wo können wir in der Oberstufe wieder mehr Freiraum schaffen, dass auch ein Philosophiekurs nachmittags am Rheinufer sitzen kann, ohne dass man dafür 20 Formulare ausfüllt, dem Schulleiter das erzählt und so weiter. Das sind die Rahmenbedingungen, wie wird Ganztag in Grundschule und in der weiterführenden Schule denn qualifizierter? Welche Menschen gehören da hinein? Eben auch Lehrer mehr als zuvor, andere Institutionen, qualifizierte Erzieher, Eltern. Da gibt es Konzepte, die man entwickeln kann. Wie gibt es andere Arbeitszeitmodelle für Lehrer, damit wir mehr erziehen können, damit wir mehr absprechen können. Natürlich können wir hier auch sagen, wir machen ganz toll Philosophie, Physik und so weiter, Fachunterricht. Aber das geht nicht immer nur in der Pause und zwischen hin und her fahren, zwischen schulischen Standorten. Da muss man gucken, wie kann man das verändern. Und G8 hat ja auch dazu geführt, dass Arbeitszeit von Lehrkräften frei wurde. Und wie geht die in dieses System zurück? Nämlich dafür. Und das ist das Abschulungsverbot. Auch das gehört mit in unser Wertesystem hinein, dass wir das fortsetzen. Weg von Bürokratisierung. Und letztes noch, dass wir Schüler unterstützen. Richtig. Möglichkeit, Auslandsaufenthalte, freiwillige Wiederholung, Rücktritte. Das sind Dinge und da haben wir Potenzial und das müssen wir machen und nicht jetzt Rolle rückwärts, sondern Rolle vorwärts mit mehr Kreativität. Danke. Dankeschön, Marion. Und zum Schluss der Debatte jetzt Sigrid Behr für die Landtagsfraktion. Dankeschön, André. Das ist Service nach 20 Jahren. Ne? Das Pult wird rauf und runter gefahren. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe für die Landtagsfraktion an jeder einzelnen Sitzung des runden Tisches teilgenommen. Da waren alle diejenigen dabei, die auch unseren Schulkonsens mit vorbereitet haben in der Bildungskonferenz, die da die Folie mitgelegt haben, die mitgearbeitet haben. Da war der Landesjugendring dabei, der Musikschulrat ist dabei gewesen. Und es waren natürlich auch die Initiativen dabei. Die hatten überproportional viele Sitze in diesem runden Tisch. Sie hatten keine Beschränkung beim Rederecht. Sie konnten uneingeschränkt sich zum Wort melden und sie sind gehört worden. Und trotzdem muss man dann respektieren, in diesem Abwägungsprozess, den wir alle gemeinsam dann gemacht haben und den man sehr gut beobachten konnte, dass gesagt wurde, ja, da war niemand ein Fan von G8 in schwarz-gelber Ausprägung. Niemand. Aber alle haben gesagt, bei der Abwägung, machen wir jetzt die Rolle zurück oder investieren wir alle Energien nach vorne in die Schulentwicklung hinein? Das ist das Votum gewesen und das mit voller Überzeugung. Und übrigens hat jetzt gerade parallel die Bildungskonferenz in Nordrhein-Westfalen auch wieder getagt. Und wir haben uns mit dieser Frage der Kultur des Behaltens, haben wir uns intensiv beschäftigt. Und da sind auch wieder alle im Boot und da ist ein gemeinsamer Konsens. Und was das für Nordrhein-Westfalen bedeutet, das ist ein unendlich positives Gut. Das hat sonst kein Bundesland so in dieser Art und Weise. Denn wir haben mit dem Schulkonsens schon ein
ein verlässliches Fundament für die Schulentwicklung mit verlässlichen Rahmenbedingungen geschaffen. All das, was wir investieren, Leute, 9.500 Stellen bis 2015 in die Verbesserung der Rahmenbedingungen, in die Verbesserung der Lerngruppengrößen hineingesteckt, in die Unterstützung der Inklusion, allein 1 Milliarde Euro haben wir in die Hand genommen und machen das. Und das ist die Entwicklung nach vorne, die wir weiter stützen sollten. Kein Hin und Her, sondern wir investieren in die bessere Schule für alle. Und liebe Freundinnen und Freunde, es zeichnet uns doch in der Tat aus, dass wir differenziert hinschauen. Und es ist so falsch, pauschal über Schulen zu reden, auch pauschal über die Gymnasien zu reden. Und da widerspreche ich Tim und da widerspreche ich auch Herrn Hohenstein. Leichte Formbarkeit von Schülerinnen, keine Zeit für Persönlichkeitsentwicklung. Tim, lass uns bitte nach Alsdorf fahren, zum Gymnasium, was dort den Deutschen Schulpreis bekommen hat, wo kein Schüler und keine Schülerin sitzen bleibt, wo Zeit für Persönlichkeitsentwicklung ist, wo es positiv nach vorne geht. Und diese Schulen müssen wir stärken. Das sind die Modelle, die in ganz Nordrhein-Westfalen Fuß fassen müssen. Und wir haben engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die genau das nach vorne bringen wollen. Und Silvi hat auch schon darauf hingewiesen, wir haben knapp 100 Schulen, die schon angefangen haben, inklusiv zu arbeiten. Zieldifferent, mit Kindern, die nicht das Abitur anstreben. Die zeigen, das geht auch bei uns am Gymnasium und wir wollen das, die sich darauf eingelassen haben. Und auch diese Schulen wollen wir stärken. Womit wollen wir Schulen in Zukunft beschäftigen? Mit der Rückabwicklung oder mit der Unterstützung in diesem weiteren Vorangehen? Das ist unsere Aufgabe, die wir ja heute auch sehr deutlich machen wollen. Denn wir wollen ein anderes Lernen. Wir wollen keine Kurzatmigkeit des Unterrichts im 45-Minuten-Takt. Wir wollen wirklich individuelle Förderung. Und wir wissen natürlich, nicht jede Schule ist schon so weit. Wir wissen aber auch, dass nicht jede Schule auf dem G9-Weg die individuelle Förderung schon wirklich für sich entdeckt hat. Und glaubt ihr denn wirklich, wenn man einfach sagt, jetzt führen wir das alte G9 wieder ein, was es so gar nicht geben kann, dadurch würde Unterricht per se besser? Nein. Das wäre genau nicht der Fall. Deswegen ist es wichtig, nach vorne zu schauen und diese konsequente Schulentwicklung zu gehen. Ich will eben auch keine Rückabwicklung hin zu einem Halbtagsgymnasium. Es ist ja in den Wortbeiträgen, die wir da am runden Tisch gehabt haben, ist es ja deutlich geworden. Da war die Rede davon, den Elternwillen beim Übergang im Gymnasium wieder einzuschränken und sagen, nein, da darf man nur mit einer eindeutigen Empfehlung überhaupt hin. Und dann darf es nur die Halbtagsschule sein. Und ich überspitze das mal und sage das mit meinen Worten. Das sind nicht die Eltern, die draußen im Land die Sorge bewegt, aber es sind die Spitzen dieser Bewegung, die dann auch sagen, ganz bitte für die, die es gebrauchen aber können, aber nicht für mein Kind. Das kann ich mich besser zu Hause an dieser Stelle versorgen. Und ich möchte nicht, dass die zusammen dort an der Stelle sitzen. Das sind vielleicht, es fiel sogar der böse Satz, das sind die Hartz-IV-Kinder, aber nicht mit meinem zusammen. Bitte unterscheidet da sehr deutlich. Wir machen Schulpolitik, individuelle Förderung für alle Kinder in diesem Land. Und wir wollen, dass der soziale Zusammenhang gestärkt wird. Und lasst mich an dieser Stelle vielleicht einmal einen Sozialdemokraten zitieren. Es war Willy Brandt, der gesagt hat, die Schule ist die Schule der Nation. Und an dieser Stelle arbeiten wir uns nicht an konservativen Familienbildern ab und einer rückwärtsgewandten Schulpolitik. Wir gehen nach vorne. Und deswegen ist das A und O unseres Handelns jetzt, die Verbindlichkeit für die Umsetzung zu garantieren und genau daran zu arbeiten, dass Schülerinnen und Schüler, dass Eltern eingebunden werden in jeden Schritt, dass es im nächsten Schulhalbjahr schon spürbar wird, dass sich an NRW-Schulen etwas tut, und zwar an allen Schulen. Denn der Ganztagserlass und die Hausaufgaben, die Schulaufgaben, das betrifft alle Schulen. Das ist ein Signal, NRW geht nach vorne, wir gehen nicht rückwärts mit dieser Schulministerin, mit allen, die positiv in Schule arbeiten, denn das ist auch ausgelöst worden durch unseren Schulkonsens hier im Land. Man hat wieder Visionen für Schule, es geht nach vorne. Und wir verheddern uns nicht mehr in den alten Grabenkriegen. Und wir wollen in Verantwortung bleiben, solange wie der Schulkonsens wirkt. Und am Ende steht das gemeinsame Lernen für ganz viele Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Dank, Sigrid. Wir kommen nun zur Antragsbefassung und da möchte ich euch bitten, diese Querliste zur Hand zu nehmen, die ihr auf euren Tischen gehabt habt. Da steht drüber Antrag B01, Bildung braucht Zeit. Und da sind zwei Verfahrensvorschläge sichtbar. Und ihr seht daran, dass wir den Antrag B01-23 der Grünen Jugend separat befassen.
und auch gleich abstimmen werden. Diesen Antrag bringt ein Lisa-Marie Friede. Es gibt eine Gegenrede von Verena Verspohl, eine weitere Pro-Rede von Sebastian Klick und eine weitere Kontrarede von Sven Lehmann. Und dann stimmen wir über den Antrag ab. Die Lisa-Marie hat das Wort. Bitte schön. Und die Redezeit beträgt 3 Minuten. Ja, ihr Lieben, natürlich ist G9 auch nicht unser Ziel und mit G9 ist nicht alles schön. Es ist nicht das, was wir letztendlich wollen. Letztendlich wollen wir natürlich eine Gemeinschaftsschule und nicht dieses mehrgliedrige, selektive Schulsystem. Ich finde es schade. Ich finde es sehr schade, dass uns unterstellt wird, wir würden die Debatte verkürzen. Das tun wir nicht. Wir haben auch in der Grünen Jugend sehr strittig diskutiert, ob wir G8 oder G9 wollen. Und wir sagen auch, dass das nicht alles ist, was wir wollen. Aber wir sagen, dass wir es jetzt wollen, dass wir jetzt G9 waren, weil G8 war von der Grundidee falsch und es ist auch heute von der Grundidee falsch. Das verkürzte Abitur ist eine Erblast, ein Politikerbe von Schwarz-Gelb. Das ist nichts, was wir uns gewünscht haben, was Grüne irgendwie toll und cool finden. Aber wir müssen unserer Meinung nach nun den Mut und die Kompetenz vorweisen, von diesem Pfad abzuweichen. Natürlich ist es bequemer und einfacher und bringt auch mehr Nutzen, einen einmal eingeschlagenen Politikpfad weiter zu verfolgen. Aber wenn diese Idee, wenn diese Grundidee dahinter von Anfang an falsch war, dann sollten wir auch den Mut haben, das zu ändern. Denn nur dann ist Politik doch überhaupt handlungsfähig, wenn wir auch von einmal eingeschlagenen Wegen wieder abweichen. Das macht doch Politik aus, handlungsfähig zu sein. Wir wollen das nicht überstürzt einführen. Wir sagen nicht, dass morgen alle Schulen wieder G9 haben sollen. Es muss dieses Mal ein Prozess sein, der langsam und gut durchdacht ist, damit eben die Gymnasien nicht allein gelassen werden. Deswegen war es doch auch so, dass so viele Gymnasien die Chance nicht ergriffen haben, wieder zurückzukehren. Sie hatten natürlich Angst, wieder alleine gelassen zu werden. Sie hatten Angst, dass sie wieder vor einem Haufen Herausforderungen stehen und das nicht packen. Die Belastung von G8 ist riesig, das haben wir schon häufig gesagt. Wir Grüne haben häufig demonstriert, nicht auf den Rücken unserer Kinder. Dieses G8 ist falsch, es ist heute noch falsch. Ich finde es begrüßenswert, dass der Antrag sehr viele, sehr wirklich positive Sachen hat. Wir lehnen den Antrag ja auch nicht als Ganzes ab. Im Punkt Hausaufgaben, Lernstoff, super Sachen auf jeden Fall. Aber G8 bietet einfach zu wenig Zeit für die persönliche Entwicklung, für ein Demokratieverständnis. Wir wollen doch auch, dass die Schüler und Schülerinnen aus der Schule kommen und mündige BürgerInnen sind, dass sie soziale Kompetenzen erwerben. Und was wir auch als Jugendverband erleben, es bleibt wenig Zeit für Engagement. G8 hat sehr dazu geführt, dass immer weniger Jugendliche die Zeit haben, sich außerhalb der Schule zu engagieren. Nicht nur wir als Grüne Jugend beobachten, dass viele sagen, sie haben keine Zeit mehr dafür, sondern auch andere. Und bitte achtet auch auf die Folgeprobleme von G8. Es gibt mittlerweile so komische Phänomene wie Elternstammtische an Universitäten, weil es immer mehr 16-Jährige, 17-Jährige an den Universitäten gibt. Ja? Die Kinder, wenn sie G8-Abitur haben, sie dürfen sich keine eigene Wohnung suchen. Die Eltern müssen mitkommen, die Mietverträge unterschreiben. Die müssen sogar, Leute sich an der Uni einschreiben wollen, die müssen die Einschreibung unterschreiben. Ja? Universität ist eigentlich ein Schritt ins Erwachsenenwerden, in die Selbstständigkeit. Und das geht nur durch die Unterstützung von den Eltern, weil die Kinder so jung sind. Und deswegen sagen wir, G8 war von Anfang an falsch. Es folgt der Logik einer frühen Verwertung, eines frühes Hereindringen in den Arbeitsmarkt. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen G8 auch nicht bloß bändigen und die Lasten einschränken, sondern wir wollen das Optimum herausholen. Dankeschön. Die Gegenrede hält Verena. Guten Morgen, liebe Grüne Jugend, liebe Lisa-Marie.
Ich verstehe eure Skepsis und was du gerade gesagt hast, ich möchte da direkt darauf einsteigen. Ich unterstelle euch nicht, dass ihr die Debatte verkürzt, dass ihr das Thema hier einschränkt, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Kritik. Und ihr seid da sehr differenziert und ich habe genau zugehört, was ihr inhaltlich fordert. Und bei diesen inhaltlichen Forderungen bin ich ganz bei euch. Und ich möchte noch einen oben drauf setzen. Ich fordere von uns Grünen, dass wir einen noch viel deutlicheren Blick rein auf unsere Schülerinnen und Schüler legen. G9 aber leistet das nicht automatisch. Also es ist kein aller Heilmittel, jetzt ein Jahr draufzulegen und das dann abzudecken. Deswegen möchte ich da diese Wertediskussion und Qualitätsdiskussion anschließen und ich möchte euch, liebe Grüne Jugend, kurz erklären, warum ich jetzt G9 für falsch halte. Es sind im Wesentlichen 4 Punkte. Als erstes wir haben das schon oft gehört, die Schulen auf dem Weg. Es haben sich viele Schulen auf den Weg gemacht und betreiben gute Schulentwicklung. Und wenn wir denen jetzt hier einen Stopp aufersetzen, weil sie sich wieder mit der Neukonstruktion der Lehrpläne beschäftigen müssen, dann stoppen wir hier gute Projekte. Und Lisa Marie, du hast gerade gesagt, Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie handlungsfähig bleiben muss. Und natürlich wäre das politisch ein Beweis, handlungsfähig zu sein. Ja, wir gehen wieder zu G9 zurück. Aber die Schulen wären nicht mehr handlungsfähig. Die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen müssten wieder an die Lehrpläne, müssten wieder neu konstruieren. Denn dieses Jahr will natürlich ja auch gut gefüllt sein. Und all die Schulentwicklungsprozesse, die wir jetzt haben im Bereich der Kompetenzentwicklung, der Hausaufgabenkonzepte und so weiter, die werden dadurch innegehalten und es verliert an Qualität, da bin ich von überzeugt. Ich schreibe ganz wichtig selber, nicht alles, was sich zu lernen lohnt, wird in der Schule unterrichtet. Damit gibt ihr uns einen richtig wichtigen Impuls, den ich aufnehmen möchte. Und das ist doch die Forderung für uns. Wenn wir jetzt weiter Schulentwicklung machen, dann müssen wir schauen, was lohnt es sich denn zu lernen? Was gehört in die Schule? Und wie kann das mit einbezogen werden, gewinnbringend? Und auch da ist der vorliegende Antrag wieder ein ganz guter Ansatz, um in diese Richtung zu gehen und um das zu füllen. Wir haben, das muss ich noch einmal betonen, wir haben eine große Schullandschaft. Wir können wählen zwischen G8 und G9. Unsere Schülerinnen und Schüler können das wählen. Ist es nicht insgesamt sehr viel individueller, flexibler als Schulsystem? Ich möchte uns mal einen Titel geben. Ich finde, NRW ist die Schullandschaft der Vielfalt. Und das zeichnet NRW aus. Lasst uns das doch nutzen. Der Druck sprießt dort, wo der Druck gesät wird, das möchte ich auch noch mal betonen. Und ist es denn jetzt so, dass zum Beispiel unsere Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule, am Berufskolleg, dass die im Paradies sind? Haben die keinen Druck? Haben die keinen Stress? Das wage ich zu bezweifeln. Deswegen lasst uns die Handlungsfelder als Politik aufzeigen. Und ich möchte, liebe grüne Jugend, weil ich weiß, dass ihr euch mit unserem Antrag ausführlich beschäftigt habt und in die Tiefe gesehen habt. Ich möchte euch um eure Hilfe und Unterstützung bitten. Ich habe vorhin auch schon gesagt, ich glaube, wir haben ein Wording-Problem und ich möchte euch bitten, dass ihr mit eurer Stacheligkeit, aber mit uns zusammen nach vorne schaut und lasst uns G8 gut zu einer guten Schule mit guter Schulzeit nach vorne diskutieren und weiter in die Qualitäts- und Wertedebatte gehen. Danke. So, der Sebastian macht sich schon auf den Weg. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich denke mal, im Ziel sind wir uns alle ziemlich einig. Wir wollen alle längeres gemeinsames Lernen. Wir wollen alle gute Ganztagskonzepte und wir wollen auch alle mehr Demokratie in der Schule. Und da bin ich auch dankbar, dass die Drittelparität in der Schulkonferenz wieder eingeführt wurde. Denn Bildung ist für uns alle, denke ich, mehr als Berufsvorbereitung oder Faktenpauken. Bildung ist auch Persönlichkeitsbildung, ist auch Bildung für kritisches Denken. Das Problem ist, dass Schule in den letzten Jahren zunehmend zu einem Ort des Leistungsdrucks geworden ist, an vielen Orten. Schule ist aber dabei natürlich nicht der Verursacher des Leistungsdrucks. Der Druck kommt aus dem gesellschaftlichen Umfeld und überträgt sich über die Eltern oft auf die Kinder. Eltern bekommen teilweise den Eindruck, ihr Kind müsse unbedingt ein Abi machen, das habe ich ja eben auch schon gesagt, und dann unbedingt möglichst schnell an die Uni. Und für manche Kinder und Jugendlichen mag das auch gut sein, aber ich glaube nicht für alle. Und ich glaube, wenn Eltern den Eindruck haben, dass ihr Kind nur noch dann später einen guten Beruf kriegt, wenn es nach 8 Jahren das Abitur geschafft hat und dann am besten noch vor dem Abi angefangen hat zu studieren, dann läuft was falsch. Und da reicht es dann auch nicht zu sagen, es gibt eine Wahlfreiheit. Natürlich, die gibt es,
Aber das Problem ist, wenn ein gesellschaftlicher Druck da ist, dass die Kinder möglichst schnell Abi machen müssen, dann reicht es nicht zu sagen, es gibt auch Schulen, wo sie länger machen können. Denn es wird immer Eltern geben, die sich diesem gesellschaftlichen Druck teilweise beugen und dann ihre Kinder mit 16 oder 17 an die Uni schicken. Und SchülerInnen, die dürfen ihre Schule eben nicht selbst wählen, sondern das muss gemeinsam oder wird von den Eltern entschieden. Und deswegen wollen wir gemeinsam anerkennen, dass Bildung Zeit braucht. Und dann macht dieser Antrag in der vorliegenden Form auch wichtige Schritte hin. Wir beschließen mehr Zeit für LMVen, wir beschließen mehr Zeit für die Beratung von SchülerInnen, wir beschließen auch mehr Zeit für außerschulisches Engagement und so weiter. Aber der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und das Jahr 365 Tage. Und Bildung findet nicht nur im Unterricht statt, sondern auch drumherum. Bei gemeinsamen Projekten und im Umgang mit Freundinnen und MitschülerInnen. Und wir wollen dieser wichtigen Bildung 365 Tage mehr Zeit geben. Und es gibt ja auch bereits Lehrpläne nach gymnasialen Standards für G9, nämlich an den Sekundarschulen, wo es gymnasiale Standards gibt. Und natürlich ist die Umsetzung einer Schulzeitverlängerung etwas aufwendiger, als so weiterzumachen wie bisher oder eben kleine Reformen anzugehen. Aber wir sind überzeugt, dass du, liebe Silvia, deinen Job gut machst. Deutlich besser als eine gewisse Frau Sommer. Und dass eine neue Schulzeitverlängerung besser umgesetzt wird von Rot-Grün als die Schulzeitverkürzung von Schwarz-Gelb. Und nicht nur besser, sondern erheblich besser. Ohne dass die Schulen dabei durch überhastete Reformen überfordert werden. Und wer sind wir Grüne denn, wenn wir das planvolle Um- und Durchsetzen von Veränderungen nicht zutrauen? Haben wir dieses Selbstbewusstsein wirklich verloren? Sind wir zu einer Partei geworden, die am Status quo in Schritten vorangeht? Oder wollen wir wirklich Veränderungen auch anpacken? Ich hoffe, wir wollen Letzteres. Und ich bitte euch, stimmt für mehr Zeit für Bildung, denn es geht nicht nur um gute Bildung, sondern es geht um die beste Bildung für die junge Generation, damit wir die Herausforderungen angehen können, die vor uns liegen, zum Beispiel die Klimakatastrophe, Ressourcenverknappung und so weiter. Und dafür brauchen wir Kreative und QuerdenkerInnen. Und das braucht Zeit und gute Bildung ebenso. Deswegen bitte ich euch, stimmt für ein Jahr mehr schulische Bildung. Danke. Danke, Sebastian. Sven hat abschließend. Lieber Sebastian, liebe Grünjugend, ich habe, wie glaube ich wir alle, große Sympathie für euer grundsätzliches Anliegen. Aber man kann die Uhr nicht einfach zurückdrehen und ich würde es auch für falsch halten, sie einfach zurückzudrehen. Ich möchte nochmal drei Argumente nennen, warum das auch, glaube ich, bildungspolitisch im Schulsystem Nordrhein-Westfalen falsch wäre. Das erste Argument ist, ich meine, ihr schreibt das so einfach, Silvia wird dann sozusagen schon einen guten Weg finden, das umzusetzen. Ich finde aber, wenn man das beantragt, muss man eigentlich auch Butter bei die Fische tun und sagen, welches Modell man dann möchte. Und dieses alte 6+2 Modell, also 6 Jahre Sekundarstufe 1, 2 Jahre Sekundarstufe 2, was die Grünen ja für über 10 Jahre mal vertreten haben, geht so nicht mehr. Die Kultusministerkonferenz hat mittlerweile festgelegt, den bundesweiten Standard, dass die Oberstufe 3 Jahre sozusagen beinhalten muss. Das heißt sozusagen, wenn wir dieses Modell jetzt so umsetzen würden, was wir früher mal gut gefunden haben, würde das Abitur bundesweit nicht anerkannt. Und das kann ja wohl kaum in unserem Interesse sein, liebe Freundinnen und Freunde. Das zweite Argument ist, was hat den Stress verursacht? Nicht das eine Jahr weniger. Wie gesagt, global haben wir eigentlich den Standard, und auch deutschlandweit den Standard, dass das Abitur nach 8 Jahren beziehungsweise nach 12 Jahren der Weg zum Abitur führt. Was den Stress verursacht hat, war der Einschnitt. Also die neuen Lehrpläne über Nacht, die neuen Schulbücher über Nacht und so weiter. Und wenn wir jetzt das Rad wieder zurückdrehen, haben wir genau sozusagen diesen Eingriff wieder in die Schulkultur. Ich bin dafür, dass wir den anspruchsvolleren Weg gehen, sozusagen im System für mehr Entlastung zu sorgen, damit auch für Zeit. Und dass wir, genau wie wir das alles sehen, gegen Leistungsdruck überall zu Felde ziehen. Und das ist sozusagen aber nicht durch einen Einschnitt, der wieder mehr Stress verursacht, sondern sozusagen grundsätzlich im System für mehr Entlastungen zu sorgen. Das dritte Argument, das finde ich das Gewichtigste. Wir haben nicht mehr 2006, die Zeit hat sich weiterentwickelt. Die Schullandschaft hat sich weiterentwickelt, der Ganztag hat sich weiterentwickelt an vielen Gymnasien und wir haben einen Boom des längeren gemeinsamen Lernens, seitdem die Grünen hier in Nordrhein-Westfalen regieren. Das heißt, Bildung ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Längeres gemeinsames Lernen ist attraktiver geworden in NRW. Gesamtschulen, Sekundarschulen bieten den Weg nach 9 Jahren zum Abitur. Das heißt, das System insgesamt ist auch durchlässiger geworden. Genau das, was wir Schwarz-Gelb immer vorgeworfen haben, was sie sozusagen verhindern wollten, was wir jetzt wieder ermöglichen. Das heißt, unserem Ziel, unserem grünen Ziel, was wir 2010 im Landtagswahlprogramm schon festgelegt haben, nämlich längeres gemeinsames Lernen und Chancen für alle Schülerinnen und Schüler, dem sind wir näher gekommen. Diese beiden Entwicklungen, also sozusagen den Ganztag zu stärken und das längere gemeinsame Lernen zu
stärken, das zwingt sozusagen auch die Gymnasien, sich zu verändern und eben nicht mehr sozusagen die Schule zu sein, die einfach aussortieren kann und sagen kann, wir geben die Schülerinnen und Schüler eine andere Schulform ab, sondern sich zu verändern. Und ich finde, wir sollten genau diesen Prozess nicht gefährden, wir sollten den anspruchsvolleren Weg gehen, wir sollten für eine Kultur des Behaltens in den Schulen werben und nicht eben für eine Kultur, die sozusagen aussondert und abschult. Und ich finde, sozusagen diese drei Argumente überzeugen euch hoffentlich nochmal, sozusagen diesen Änderungsantrag abzulehnen. Wir sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn wir das Rad jetzt wieder zurückdrehen, würde, glaube ich, wieder mehr Stress entstehen für die Schulentwicklung und würde die soziale Gerechtigkeit einschränken. Und deswegen bitte diesen Änderungsantrag ablehnen. Vielen Dank. So, dann können wir jetzt auch gleich zur Abstimmung kommen über diese Ergänzung, die Grüne Jugend beantragt hat mit der Verlängerung der Regelschulzeit um ein Jahr in B0123. Ich frage euch, wer diesem Änderungsantrag zustimmt. Bitte um das Kartenzeichen. 1, 2, 3, 4. Also, ich kann auch ein bisschen lauter. Der Änderungsantrag der Grünen Jugend, der beantragt, die beantragen, die Verlängerung um ein Jahr hineinzuschreiben. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Es war eine überwiegende Mehrheit dagegen, damit ist der Antrag abgelehnt. Der andere Antrag der Grünen Jugend wird modifiziert übernommen. Das könnt ihr auf diesem Zettel, den ich eben ansprach, sehen. Sodass wir jetzt zur Schlussabstimmung kommen über den Schulantrag. Und ich frage euch nach dem Kartenzeichen, wer dem Antrag zustimmt. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Zwei Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Einige Enthaltungen, zwei Gegenstimmen mit großer Mehrheit angenommen. Vielen herzlichen Dank. So, wir machen jetzt direkt weiter mit dem Tagesordnungspunkt 5. Willkommen in NRW für eine humane Flüchtlingspolitik. Der Tagesordnungspunkt ist wie folgt strukturiert. Wir haben zuerst eine Einbringung des Leitantrags des Landesvorstands. Die Einbringung wird Monika Düker machen. Danach ist eine Aussprache vorgesehen von insgesamt 6 Redebeiträgen, also 3x3, jeweils 3 Minuten. Wer reden möchte, kann sich wie immer hier vorne in den Boxen einwerfen. Und jetzt erteile ich Monika Düker das Wort. Bitte nochmal um Ruhe und jetzt auch darum, dass nicht alle rausrennen. Monika, du hast 7 Minuten Zeit. Passt, danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Davon werden in diesem Jahr ungefähr 200.000 Menschen ihren Erstantrag auf Asyl bei uns in Deutschland stellen. Davon 40.000 in Nordrhein-Westfalen. Liebe Freundinnen und Freunde, das sind Zahlen. Man denkt, nun ja, in der Türkei kommen derzeit in der Größenordnung Menschen wöchentlich oder täglich an. Es sind tatsächlich die Nachbarländer der Krisenregionen, der Libanon, Jordanien oder die Türkei, die hier diese Flüchtlingsaufnahme leisten im großen Stil am meisten und die sind tatsächlich überfordert. Aber was auch stimmt, ist, die Flüchtlingszahlen haben sich bei uns von 2013 auf das Jahr 2014 verdoppelt. Die Kapazitäten auf Landes- und auf kommunaler Ebene wurden in den letzten Jahren abgebaut und runtergefahren. Wir hatten 2007 noch 20.000 Erstanträge, jetzt sind es 200.000. Also da wurden Kapazitäten heruntergefahren. Und deswegen stellt die Situation, auch wenn sie in Relation sich erstmal als
nicht besonders groß darstellt, eine enorme Herausforderung für Länder und Kommunen dar. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, es ist eine Herausforderung. Aber es ist längst keine Katastrophe, was da kommt und wie einige uns glauben machen wollen. Es sind keine Flüchtlingsströme oder Flüchtlingswellen. Nein, das sind keine Naturkatastrophen, die da kommen. Das sind Menschen, die vor Not, vor Elend, vor Krieg auf der Flucht sind. Niemand verlässt seine Heimat ohne Grund. Und diese Menschen haben bei uns eine Willkommenskultur verdient und eine menschenwürdige Aufnahme und Integration. Ich will das hier offen ansprechen, die skandalösen und beschämenden Übergriffe in den Erstaufnahmeeinrichtungen, in einigen Erstaufnahmeeinrichtungen, die Bilder gingen ja in der Tagesschau auch bundesweit über die Bildschirme in Nordrhein-Westfalen. Ja, die haben leider gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen diesem Anspruch nicht gerecht geworden ist. Man hat Obdachlosigkeit verhindern wollen, Kapazitäten schnell hochgefahren, neue Immobilien an den Start gebracht, aber man hat die Standards dort in den Unterbringungseinrichtungen nicht kontrolliert. Es war eine fatale Fehleinschätzung der Behörden, dass man meint, Kontrollen sind nicht nötig und man macht einen Vertrag mit einem Betreiber und dann wird es schon laufen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in einem ganz intensiven Prozess mit dem Flüchtlingsgipfel am 20. Oktober, vorher und nachher, haben wir diese Vorfälle aufgearbeitet, haben mit NGOs, mit Kirchen, mit Verbänden, mit den Kommunen gesprochen, auch mit den Betreibern, was für Konsequenzen gezogen werden müssen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Wir haben im Ergebnis die Voraussetzung dafür geschaffen, dass hier zum einen, das ist nicht nur, aber auch wichtig, mehr Geld zur Verfügung gestellt wird. Es gibt 90 Millionen Euro im nächsten Jahr mehr an Verbände, an Kommunen, für Lehrerstellen, für Integrationsmaßnahmen, Stellen für die Bezirksregierung, damit sie Immobilien stärker und schneller an den Start bringt. Wir haben die Kontrollen verschärft und es wird ein Beschwerdemanagement in jeder Einrichtung eingeführt. Aber, und auch das gehört soweit dazu, es fehlen nach wie vor 5.000 Plätze für diese Erstaufnahme, für die das Land ja zuständig ist, bevor die Menschen auf die Kommunen verteilt werden. Obwohl wir in 2 Jahren die Plätze verdreifacht haben, werden wir mindestens, und das muss man einfach auch mal ehrlich sagen, mindestens ein Jahr brauchen, bis hier wieder geregelt ausreichend Plätze zur Verfügung gestellt werden. In den Kommunen sieht die Situation ehrlich aus. Beim Bundesamt für Migration und Flucht fehlen nach den Mitarbeitern mindestens 1.000 Stellen für Entscheider, die überhaupt die Anträge zu bearbeiten haben. 300 werden sie vielleicht im nächsten Jahr bekommen. Das wird auch nicht reichen. Die Konsequenz ist, dass Menschen derzeit Monate auf ihre Anhörung beim Bundesamt warten, zum Teil über ein Jahr, ich habe jetzt von einem Fall gehört, 2 Jahre auf die Asylentscheidung. Mit all den Problemen, die für die Betroffenen damit verbunden sind. Das heißt, da sind oft traumatisierte Menschen, Familien, die nicht wissen, was mit ihnen passiert, die nicht wissen, wird mein Antrag anerkannt oder nicht und die Sicherheit brauchen, um hier auch in Ruhe von ihren Problemen mal Abstand zu bekommen, in Ruhe auch Zeit brauchen, um zu genesen. Beim Bund fehlen nicht nur Stellen. Beim Bund in der Großen Koalition fehlt auch eindeutig der politische Wille der Großen Koalition, hier für die Menschen, die hier ankommen, eine echte Integration auch zu ermöglichen. Und genau deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ist es so wichtig, dass wir als Grünen mitregierte Länder bei den Gesetzgebungsverfahren, da wo es für uns möglich ist im Bundesrat, unseren Einfluss nutzen, um der Großen Koalition hier einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber so ganz einfach ist es nicht. Und ich denke, es werden gleich auch Wortmeldungen kommen, die sagen, ich gucke mal in Richtung Grüne Jugend. Ja, das war alles nicht ausreichend. Das hat nicht gereicht, was ihr daraus verhandelt habt. Die Position kann man auch teilen. Aber ich will nur mal dazu sagen, sagen wir, ja, ihr regiert doch da, da könnt ihr doch mal. Ja, wir regieren, aber es fehlt ein Wörtchen. Wir regieren mit. Und ich mache das nun ja in Nordrhein-Westfalen 15 Jahre, die Flüchtlingspolitik. Und ich kann euch sagen, die sozialdemokratischen Innenminister sind auch nicht gerade die leichtesten Verhandlungspartner in Sachen Flüchtlingsrechte. Deswegen haben wir genau das gemacht, was wir können, nämlich wir haben unsere Regierungsmitbeteiligung dafür genutzt, in den Bundesratsverhandlungen uns für die Verbesserung der Menschen vor Ort
einzusetzen. Das haben wir gemacht in einem schwierigen Prozess, wo es um diese sogenannten sicheren Herkunftsländer auf der einen Seite ging, da Verbesserungen rauszuholen. Am Ende kamen wir bei diesem Prozess in den Bundesländern auch zu unterschiedlichen Einschätzungen. Wir aus Nordrhein-Westfalen haben gesagt, das reicht uns nicht. Baden-Württemberg hat wie bekannt eine andere Entscheidung getroffen. Und jetzt gerade aktuell haben wir das beim Asylbewerberleistungsgesetz gemacht. Eines der diskriminierendsten Gesetze, was es auch im Zuge des alten Asylkompromisses damals eingeführt wurde. Die Menschen ausgrenzt, die Menschen mit einer gesundheitlichen Notversorgung abspeist. Das steht im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Wir passen das Asylbewerberleistungsgesetz der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an. Im Koalitionsvertrag der rot-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen steht, wir werden uns dafür einsetzen, das abzuschaffen. Da sieht man, was der Unterschied ist, ob die Sozialdemokraten mit den Grünen regieren oder mit der CDU. So, und das, aber das haben natürlich unsere grünen Regierungsmitglieder mit dem Ziel jetzt auch eingebracht, für die Flüchtlinge in diesem Land zu verbessern. Was ist in diesem Jahr dabei rausgekommen, in diesen zähen Verhandlungen und in diesem Ringen mit der Großen Koalition? Wir haben die Residenzpflicht wird abgeschafft. Wir haben den Zugang zum Arbeitsmarkt für die Menschen erleichtert. Das Arbeitsverbot wird von 9 auf 3 Monate reduziert. Die sogenannte Vorrangregelung wird von 48 Monaten, das war auch ein faktisches Arbeitsverbot, auf 15 Monate reduziert. Das Sachleistungsprinzip im Asylbewerberleistungsgesetz, was in Nordrhein-Westfalen leider noch oft angewandt wird, wird abgeschafft. Statt 48 Monate bekommen Asylbewerber jetzt nur noch 15 Monate eingeschränkte Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sie werden dann nicht ins SGB II überführt, so wie wir das uns vorgestellt haben, sondern sie bekommen Analogleistungen vom SGB XII. Kommunen müssen also weiter zahlen. Aber mit diesen Analogleistungen ist jetzt anstatt nach 48 Monaten, nach 15 Monaten eine Verbesserung bei der Gesundheitsversorgung verbunden. Das heißt, sie werden bekommen eine Gesundheitskarte nach 15 Monaten wie Sozialhilfeempfänger auch und die Notversorgung hört auf. Wir haben auch durchgesetzt, dass wir diese Gesundheitskarte jetzt erleichtert auch in mehr Kommunen in Nordrhein-Westfalen einführen können, auch schon vor den 15 Monaten. Und wir haben 2x500 Millionen Euro für Länder und Kommunen hier an Geldmitteln rausgeholt. Ja, diese Fortschritte sind jetzt nicht viel. Das kann man als zu wenig bewerten. Aber ich will ganz klar sagen, ohne uns Grüne im Bundesrat hätte da gar nichts gestanden. Da wäre gar nichts passiert, liebe Freundinnen und Freunde. Und natürlich ist das Glas immer halb leer, aber es ist eben auch halb voll für die Menschen. Und im Bundesrat ist die Aufgabe, einen Kompromiss zu finden mit der SPD. Das ist nicht homogen, Grüne und SPD bei Flüchtlingspolitik. Ich will nur noch mal sagen, das ist oftmals so hart wie in der Energiepolitik. Machen wir uns da nichts vor. Das heißt, da ist ein SPD, eine CDU und das Allerschlimmste mit der CSU. Und das ist der Job im Bundesrat, hier mit dem Bundestag, mit der Bundesregierung, einen Kompromiss zu finden. Monika, das heißt, das sind viele Nachtsitzungen, das sind starke Nerven für unsere Verhandlerinnen und Verhandler. Silvia hat hier eine wunderbare Rolle gespielt, auch in den letzten Verhandlungen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, weil Flüchtlingspolitik war und ist eine Politik der kleinen Schritte. Das erlebe ich seit 15 Jahren so und das wird auch weiter so bleiben. Aber für diese kleinen Schritte, selbst für die, brauchen wir Leidenschaft und Herzblut, um die voranzubringen. Und das ist unser Ziel und das werden wir im Bundesrat auch weiter so machen. Und deswegen bitte ich um Zustimmung dieses Antrags, der Probleme benennt, der aber unsere Ziele auch ganz klar definiert, nämlich für die Menschen hier eine menschenwürdige Aufnahme zu schaffen. Und dafür werde auch ich mich auf Landesebene weiter einsetzen. Dafür würden unsere grünen Regierungsmitglieder sich im Bundesrat weiter einsetzen und ich hoffe, dass wir uns 2017 endlich auf Bundesebene auch wieder dafür einsetzen können. Schönen Dank. Vielen Dank, Monika. Wir haben jetzt bereits 2 Redebeiträge gelost und zwar als erstes redet Maria Klein-Schmeink aus dem Kreisverband Münster und danach Matthias Schneider aus dem Kreisverband Duisburg. Weitere Rednerinnen und Redner werden wir dann im Laufe der Debatte ziehen. Maria, du hast 3 Minuten.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Monika, ich bin dankbar für deine Worte, weil ich denke, es ist tatsächlich eine Politik der kleinen Schritte, wozu wir hier genötigt werden, sowohl von der SPD als auch insbesondere von der Großen Koalition im Bundestag. Gleichwohl ist es natürlich angesichts der humanitären Situation, gerade der Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, eine Situation, die man kaum ertragen kann und wo man diese Kleinherzigkeit im Grunde auch wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. Gleichwohl sind wir gezwungen, einen politischen Kompromiss auf den Ebenen zu suchen, wo wir sie finden können. Wir haben natürlich im Bundestag versucht, Druck zu machen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft wird, dass wir endlich schaffen, alle Flüchtlinge in unsere normalen Sozialgesetzbücher einzubeziehen. Und mir als Gesundheitspolitikerin ist besonders wichtig, dass damit dann auch die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen ganz normal sichergestellt wird. Das, was wir jetzt haben, ist eine Katastrophe, ist nicht menschenwürdig, ist letztendlich wirklich auch vor Ort kaum nachvollziehbar, was wir davon für Schicksale erleben und wo auch gerade die Menschen, die in den Sozialämtern tätig sind, aber auch im Gesundheitswesen kaum nachvollziehen können, was da politisch zu verantworten ist. Und ich meine, da müssen wir auch bei unserem Ziel bleiben, dass wir es endlich schaffen, das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen und die Flüchtlinge für den Bereich Gesundheit beispielsweise in unser SGB V einzubeziehen, sodass sie Zugang zu allen nötigen gesundheitlichen Versorgungen haben, die es für jeden anderen hier in Deutschland auch gibt. Gleichwohl müssen wir mit einem Bundesrat umgehen, so wie er ist. Wir müssen schauen, was wir in diesen Verfahren erreichen können. Und da bin ich schon ganz froh, dass wir zumindest einen Fuß in die Tür gekriegt haben, nämlich einen Fuß, der heißt, wir werden auf Bundesebene, können die Länder jetzt mit dem Bundesministerium verhandeln, ob es möglich sein wird, eine Gesundheitskarte für die Flüchtlinge auch auf Länderebene einzuführen. Das hieße, dass das Bremer Modell, da gibt es das ja schon, da sind Flüchtlinge ganz normal einbezogen in die Krankenversicherung und es ist eine ganz normale gesundheitliche Versorgung möglich. Genau das können wir unter Umständen, wenn wir gut verhandeln, auf dem weiteren Weg erreichen. Und ich hoffe, dass wir auf allen Ebenen da auch den nötigen politischen Druck reinbringen, dass das auch gelingt. Und wir bei uns in Münster versuchen jetzt, diesen Weg wie Bremen zu gehen. Wir versuchen jetzt gerade mit einer Krankenkasse die gesundheitliche Versorgung über die Gesundheitskarte möglich zu machen. Ich hoffe, dass das gelingen wird, weil das würde zeigen, auch für NRW, dass es möglich ist, erstens eine gute Versorgung zu machen und zweitens diese möglichst bürokratiearm zu machen und drittens dann auch noch dafür zu sorgen, dass man wirklich eine gute Versorgung hinkriegen kann, dass man noch mehr tun kann, als nur Versorgung sicherzustellen, sondern auch Gesundheitsförderung vor Ort in den Flüchtlingseinrichtungen und koordinierte, gute, frühe gesundheitliche Vorsorge auch zu organisieren. In diesem Sinne hoffe ich auf alle unsere Verhandler, weil es wird sehr, sehr stark hier von den Bundesländern auch abhängen, was durchgesetzt werden kann. Und denke mal, dass der Kompromiss zwar kleiner ist als das, was wir uns wünschen würden, aber immerhin ein Fuß in der Tür. Vielen Dank, Maria. Bevor jetzt Matthias Schneider drankommt, wollte ich noch kurz sagen, wen wir jetzt noch für den weiteren Verlauf der Debatte gezogen haben. Nach Matthias kommt Lisa-Marie Friede von der Grünen Jugend NRW, danach Volker Beck, Kreisverband Köln, dann Katja Trompeter, Kreisverband Köln und zum Schluss Janosch Dahm vom Kreisverband Ennepe-Ruhr. Und jetzt ist Matthias Schneider dran, auch du hast 3 Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Mona hat vorhin von einem Besuch in einer Unterkunft in Dortmund erzählt. Und von den guten Erfahrungen, von dem, was sie da gesehen hat, von dem großen Engagement, was Menschen, Vereine, was die Nachbarn dort bringen. Und da kann ich von Duisburg das Gleiche erzählen. Wir haben auch 2 Unterkünfte. Da läuft es super. Da ist eine Kommunikation da. Da ist eine Unterstützung da. Da ist eine gute Presse da. Da funktioniert das. Aber ihr wisst alle aus euren eigenen Kreisverbänden, ihr wisst alle von anderen Kommunen, wo es nicht so ist.
Und da geht es mir darum, nochmal festzustellen, wir haben ein unglaubliches Gefälle. Wir haben ein Gefälle je nach Stadtteil, je nach Kommune, je nach Kreis. Wir haben vor allem ein Gefälle Unterkünfte, die schon seit Jahren existieren, zu Unterkünften, die jetzt auf die Schnelle eingerichtet worden sind. Und deswegen finde ich den Antrag, der aus Köln gekommen ist, so wichtig, hier ganz klar und deutlich zu fordern, dass wir endlich Grundanforderungen formulieren, dass wir verpflichtende Anforderungen an die Unterkünfte haben, dass wir Grünen uns dafür einsetzen, dass die Flüchtlinge eine Grundversorgung auch in den Unterkünften haben. Und da geht es um zwei Sachen, geht es mir hier, die nochmal deutlich zu machen. Eins ist, wir haben in Duisburg auch eine Turnhalle jetzt seit kurzem. Und das geht für uns Grüne gar nicht, Menschen in eine Turnhalle zu pferchen. Ich nenne das einfach mal pferchen, ohne Trennwände dazwischen, ohne Privatsphäre, ohne die Möglichkeit, dass Familien sich separat dort unterbringen können, liebe Freunde und Freunde. Das geht überhaupt nicht. Ein zweiter Punkt ist mir noch wichtig, der in den meisten Katalogen fehlt und der auch in anderen Bundesländern fehlt, die solche Kataloge dankenswerterweise schon haben. Das sind die Gemeinschaftsräume, das sind Räume, wo man sich treffen kann, wo die Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, sich auch eben mit den Geflüchteten treffen können, aber auch, wo die Geflüchteten untereinander ihre eigenen Dinge da einfach mal machen können, irgendetwas veranstalten und auch mal ein paar schöne Sachen selbst organisieren können. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen in Nordrhein-Westfalen, das ist unsere Aufgabe, durchsetzen, dass wir solche Anforderungen auf dem Papier rechtsgültig in die Kommunen tragen, denn die Kommunen, die meisten Kommunen machen es nicht freiwillig. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns Grüne, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen Dank, Matthias. Das war vor der Zeit. Und als nächstes ist Lisa-Marie Friede von der Grünjugend NRW dran und danach Volker Beck. Ja, ihr Lieben, wir finden diesen Antrag super. Wir finden ihn sehr, sehr toll und haben da als Grüne Jugend auch gar nicht so viel zu meckern. Wir haben ein paar Ergänzungsanträge gestellt, die ja auch coolerweise alle modifiziert übernommen werden. Ich finde es super, dass ihr rausstellt, Flüchtlinge sind niemals freiwillig Flüchtlinge. Das sind Menschen, die in Lagen gezwungen werden und die einfach unseren Schutz bedürfen. Aber es ist eben auch so, ich spreche da auch von einer ehrenamtlichen Willkommenskultur, dass das nicht ausreicht und dass wir auch eben unsere Verantwortung da nicht abschieben dürfen. Dass es nicht so ist, dass wir uns nur auf die Ehrenamtlichen verlassen und sagen, das ist super, dass wir das Ehrenamt stärken, sondern wir haben eben auch eine staatliche Verantwortung und eine Fürsorgepflicht. Und da ist es richtig, dass ihr anspricht, dass die Kommunen dabei nicht alleine gelassen werden, dass sie mehr unterstützt werden müssen, dass die Erstaufnahmestationen mehr ausgebaut werden und finanziell bereichert werden müssen. Für uns entscheidend als Grüne Jugend NRW ist aber auch vor allem die Art der Unterbringung. Denn häufig ist es so eine exklusive Barmherzigkeit. Es ist häufig so, dass Menschen sagen, natürlich müssen die irgendwie untergebracht werden, natürlich haben wir Mitleid oder irgendwie Mitgefühl oder irgendwie sowas, aber es ist exklusiv. Nicht vor meiner Haustür, nicht nebenan. Und das ist eine exklusive Barmherzigkeit, die wir ablehnen. Wir wollen Geflüchtete nicht in Zelten, nicht in Turnhallen unterbringen, sondern dass sie Teil dieser Gesellschaft werden, dass sie auch nicht nur integriert, sondern inkludiert werden und mit ihrer Persönlichkeit Teil dieser Gesellschaft werden und dazu in ganz normalen Wohnungen unterkommen dürfen. Was ich besonders gut finde, dass ihr auch noch mal reinschreibt, dass wir an der Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes festhalten. Es wurde ja eben schon angesprochen, es geht überhaupt nicht, das ist eine Diskriminierung pur. Wir wollen, dass die Bedürftigen mit Leistungsanspruch in das ganze normale Sozialsystem eingegliedert werden und nicht diesen Diskriminierung Asylbewerberleistungsgesetz unterworfen sind.
Ebenso wichtig ist der Teil zur Europapolitik, dass die EU sie nicht abschottet, sondern Verantwortung übernimmt. Sehr, sehr viele positive Dinge, die zu unserer Verantwortung stehen. Aber natürlich, jetzt kommt das große Aber. Aber super coole Beschlüsse nützen überhaupt nichts, wenn sie dann im Bundesrat aufgeopfert werden. Diese Bundesratsentscheidung der Asylkompromiss war wirklich ein trauriger, ein ärgerlicher Tag. Ich war mit vielen Leuten der Grünen Jugend vor Ort beim Bundesrat. Es war ein Gefühl der Scham, Scham dafür, grünes Parteimitglied zu sein. Ich war erleichtert, wirklich sehr erleichtert, dass NRW da nicht mitgezogen hat. Aber trotzdem müssen wir uns in Zukunft die Frage stellen, wie weit dürfen wir gehen? Was sind Werte, die wir nicht aufopfern? Denn wir haben super, super coole Beschlüsse, aber die dürfen wir nicht in Verhandlungen aufgeben. Wir müssen Kompromisse machen, aber nicht um jeden Preis. Wir müssen unsere grünen Grundwerte verteidigen und wahren. Danke. Vielen Dank, Lisa Marie. Bevor wir jetzt weitermachen mit Volker, wollte ich ganz kurz zwei Sachen sagen. Zum einen, man merkt, es wird etwas unruhig im Saal. Der ist sehr hellhörig. Ich würde euch deswegen bitten, Gespräche über Tische und Bänke hinweg nicht hier im Saal zu führen, sondern wenn ihr Gespräche führen wollt, diese vielleicht in den Nachbarräumen zu führen, damit wir hier eine konzentrierte Debatte haben können. Die andere Sache ist, ich wollte noch darauf hinweisen, weil es da wohl Unklarheiten gab, dass wir inzwischen zu allen Änderungsanträgen Vorschläge für modifizierte Übernahmen haben, die wir hier gleich vom Präsidium aus vorstellen werden. Das heißt, wir erwarten jetzt gleich keine kontroversen Abstimmungen von Änderungsanträgen mehr. Das wollte ich nur noch mal sagen. Und als nächstes gebe ich jetzt Volker das Wort für 3 Minuten. Vielen Dank. Ich wollte zu 2 Aspekten, die in dem Antrag vorkommen, etwas sagen. Einmal ganz tagesaktuell. Wir fordern in dem Antrag, dass die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union gerechter werden muss und es da ein neues Verfahren geben soll. Heute fordert auch der bayerische Innenminister Herrmann das Gleiche. Die glühendsten Verfechter von Dublin gestehen mittlerweile ein, dass Dublin einfach so nicht funktioniert. Es ist humanitär und bürokratisch faktisch gescheitert. Wir dürfen aber jetzt, wenn es darum geht, über Veränderungen bei Dublin zu reden, das Ganze nicht nur von der Bürokratie, von der Verteilungsfrage zwischen den europäischen Staaten denken, sondern wir müssen es denken, ausgehend von den Menschen, um die es geht. Und es muss endlich möglich sein, wenn ein Flüchtling hier Familie hat, dann in dieses Land zu gehen, wo seine Familie lebt. Das ist humanitär sinnvoll, das ist integrationspolitisch sinnvoll. Und da bürokratisch nach Schema F vorzugehen, ist inhuman und von vorgestern. Und wir haben in Hamburg beschlossen, dass wir uns um das System sichere Drittstaaten und sichere Herkunftsstaaten gerade auch nach der Bundesratsentscheidung noch mal intensiver kümmern müssen. Weil es ist ja nicht realistisch, nachdem wir die Liste der sicheren Herkunftsstaaten erweitert haben, dass die kleine grüne Partei in Deutschland Dublin III und Artikel 16a Grundgesetz alleine aus den Angeln heben wird. Das wird in den nächsten Jahren nicht passieren. Deshalb müssen wir uns auch Gedanken machen, wie kann man innerhalb dieses Systems den Schutz von Flüchtlingen verbessern. Und da ist der Grundfehler der Konzeption sichere Herkunft und sichere Drittstaaten eben, dass alle Gruppen über einen Kamm geschoren werden und keine Rücksicht genommen wird auf besonders verletzliche Gruppen. Und hier brauchen wir eine Verbesserung des Schutzes. Da ist eine Perspektive, wo grüne Politik neu voranschreiten kann. Einen zweiten Aspekt wollte ich ansprechen. Wir leben in Deutschland in einem Land aufgrund des demografischen Wandels, wo wir eigentlich pro Jahr 300.000 qualifizierte Zuwanderer brauchen, um einfach dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung aus Deutschland nicht abwandert. Wir nehmen Flüchtlinge auf, weil wir sie schützen müssen vor Gefahren für Leib, Leben und Freiheit. Aber es kommen nicht nur schutzbedürftige Menschen, es kommen auch Menschen, die etwas mitbringen, die ein Potenzial sind. Und das hat die Flüchtlingspolitik bislang nicht erkannt. Und deshalb brauchen wir
einerseits, jetzt wo auch die Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt kommt, eine Integration von Anfang an. Wenn die Flüchtlinge ankommen, sollen sie doch gefälligst einen Anspruch auf einen Integrationskurs kriegen, damit sie Deutsch können. Und dann muss geprüft werden, welche Qualifikationen bringen sie mit? Können die einfach als gleichwertig anerkannt werden? Oder brauchen die nochmal ein Modul, damit es ein gleichwertiger Abschluss für den deutschen Arbeitsmarkt ist? Die Flüchtlingspolitik muss endlich anerkennen, dass wir mit den Menschen, die jetzt zu uns kommen, aus humanitären Gründen, gleichzeitig die Möglichkeit besteht, auch andere Probleme durch sie, durch den demografischen Wandel zu lösen. Aber dann darf man sie auch nicht mehr jahrelang gängeln und warten, bis das Verfahren abgeschlossen ist, sondern dann muss die Integration am ersten Tag beginnen, wenn die Menschen zu uns kommen. Das ist humanitär geboten und es ist auch das Beste für unser Land. Vielen Dank, Volker. Und als nächstes redet Katja Trompeter vom Kreisverband Köln. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, euch liegt ein Änderungsantrag vor unter den Tischvorlagen mit der Kennung F0142. Unsere Intention war, dass es eben nicht nur auf Landesebene, sondern auch in möglichst vielen Kommunen in NRW qualitative Standards einer menschenwürdigen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen gibt. Das heißt, wir wollen langfristig auch ein tragfähiges Konzept zur Flüchtlingsunterbringung haben und eben nicht nur immer einzelne Notlösungen wie die Turnhalle. Wir haben in unserem Änderungsantrag auch bestehende grüne Forderungen für eine solche Unterbringung und Betreuung aufgegriffen. Wir haben feststellen müssen, dass landesweit einheitliche Rahmenrichtlinien aus mehreren Gründen schwierig sind. Und zuerst ist da natürlich auch die Finanzierung zu nennen, aber genauso auch, dass mehrere Kommunen offensichtlich das nicht wollen. Uns ist es nun gelungen, die Integration des Änderungsantrags in den Antrag einvernehmlich umzusetzen. Und wir setzen jetzt darauf, auf wachsende Standards von unten sozusagen nach oben, indem wir die Kommunen auffordern, solche Standards für sich zu erarbeiten und einzusetzen und dass sie auf Landesebene dabei auch unterstützt werden. Wir müssen hier sagen, das ist noch nicht unser eigentliches Ziel, aber ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt auch, und wir müssen hier dranbleiben und weiterarbeiten, um in Zukunft wirkliche Verbesserungen auch auf qualitativer Ebene zu erreichen. Dass es am Schluss eben keinen Unterschied mehr macht, ob ein Flüchtling in einer Landeseinrichtung untergebracht ist oder in einer kommunalen Einrichtung. Er hat in jedem Fall das Anrecht auf eine menschenwürdige Unterbringung und Betreuung. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja. Und als letzter hat das Wort Janosch Dahmen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, viel ist berichtet worden über beispielhafte, gute Unterbringung von Flüchtlingen, die es an einzelnen Stellen in unserem Bundesland bereits gibt. Ich will an dieser Stelle Wasser in den Wein gießen und sagen, mein Eindruck als Notarzt in den letzten Monaten ist, dass die Unterbringung oft fataler ist, als wir uns vorstellen können und wollen. Die Situation in vielen Flüchtlingsunterkünften, auch hier in Nordrhein-Westfalen, aber in vielen anderen Bundesländern ebenso, ist zurzeit eine Katastrophe. Und neben vielen Dingen, die es dort zu ändern gilt und die im Antrag bereits adressiert werden, möchte ich das Thema Gesundheitsversorgung noch mal in den Mittelpunkt stellen. Wir haben, und das lässt sich vielleicht am besten an einem Beispiel deutlich machen, gravierende Veränderungsbedürfnisse im Bereich der Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge, die wir dringend angehen müssen. Das können wir als Nordrhein-Westfalen nicht allein, aber auch in Nordrhein-Westfalen werden wir da nicht zuletzt innenpolitisch gegensteuern müssen. Ich bin vor circa 8 Wochen am Niederrhein in einer Flüchtlingsunterkunft gewesen, wo der verbrannte 5-jährige Bilal, den Namen ist jetzt geändert, hier an dieser Stelle sich mit Teewasser übergossen hatte. Ich habe ihn von dort in ein Verbrennungszentrum nach Köln geflogen und anhand seiner
Situation ist mir eigentlich deutlich geworden, wie katastrophal Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge aussieht. De facto war es so, dass er seit 6 Monaten hier bei uns in Deutschland war, bisher keinerlei Zugang zu einer kinderärztlichen Grundversorgung, geschweige denn den notwendigen Vorsorgeuntersuchungen hatte. Folge dessen war, ein seit Geburt bestehendes Krampfleiden nicht behandelt wurde und er immer wieder unter schweren Krämpfen dort gelegen hat in der Flüchtlingsunterkunft und niemand ihm helfen konnte. Im Weiteren dann diese Verbrennungssituation zwar notfallmäßig behandelt werden konnte, aber alle Nachsorgen nicht mehr möglich waren. Auch die Eltern aus der Unterkunft konnten den Jungen in Köln aufgrund der Residenzpflicht nicht besuchen. Und so lag er da alleine über Wochen, bis er letztlich wieder nach Hause entlassen wurde. Ich glaube, wir brauchen 3 wesentliche Veränderungen. Zum einen brauchen wir dringend die Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Es ist im Grundsatz so, dass wir sagen, es muss notwendig sein, dass auch ein Flüchtling Zugang zu aller Gesundheitsversorgung hat, wie jeder andere Mensch in unserem Land auch. Wir brauchen des Weiteren, und das ist eine Botschaft an unseren Innenminister, ein Bewusstsein in der Flüchtlingspolitik, was nicht dabei aufhört, wie die Menschen untergebracht sind oder wie ihr Aufenthaltsstatus ist, sondern was die spezifischen Gesundheitsprobleme von Flüchtlingen ernst nimmt und bei Ankunft hier in Deutschland adressiert. Wir brauchen eine psychotraumatologische Versorgung. Wir brauchen Vorsorgeuntersuchungen für die Betroffenen. Und das funktioniert nur, wenn wir auch auf der innenpolitischen Seite da ein entsprechendes Bewusstsein entwickeln. Ich glaube, wir haben uns als Nordrhein-Westfalen auf den Weg gemacht. Der Antrag macht deutlich, dass das nur mit grüner Handschrift geht und nur mit grüner Unterstützung geht. Und ich glaube, wir sollten in den weiteren Monaten deutlich machen, dass Flüchtlingspolitik für uns nicht nur eine Frage des Aufenthaltsrechts und der Unterbringung ist, sondern gerade in der Gesundheitsversorgung im Sinne des Menschenrechts von essentieller Bedeutung ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Janosch. Wir sind damit jetzt am Ende unserer Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt und kommen jetzt zu den Änderungsanträgen. Wie ich es eben schon angekündigt habe, wie es auch in den Redebeiträgen angeklungen ist, gibt es zu dem Änderungsantrag F0142 inzwischen eine Modifizierung, eine, die ich jetzt gerne vorlesen würde, weil sie euch nicht vorliegt. Und bitte deswegen kurz um eure Aufmerksamkeit. Und zwar werden die Zeilen 92 bis 104 des Ursprungsantrags durch den folgenden Passus ersetzt. In den Kommunen setzen wir Grüne uns für Leitlinien der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen ein. In ihren Eckpunkten knüpfen die Leitlinien an vorhandene grüne Forderungen an. Dazu gehören unter anderem die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen, eine Integration in die jeweilige städtische Umgebung sowie die vorhandenen vorschulischen Betreuungsstrukturen und die lokale Gesundheitsversorgung, eine angemessene und ausreichende soziale und psychosoziale Betreuung, die Stärkung und Koordination ehrenamtlicher Begleitung sowie ein Angebot an Deutschkursen. Dieses Engagement darf aber nie staatsersetzend sein. Das Grundrecht auf Asyl ist ein Auftrag für alle Ebenen unseres Staates. Der Abbau von Verwaltungshürden und die Unterstützung von privaten Gastgeberinnen, die Flüchtlinge mit eigenen Ressourcen unterstützen wollen, stellt dabei einen wichtigen Ansatz einer Solidargesellschaft dar. Bei der Gesundheitsversorgung sind Sprachmittler für die medizinische Versorgung sowie ausreichende Ressourcen für psychotherapeutische Maßnahmen traumatisierter Flüchtlinge sicherzustellen. Ansätze für Frauen, Kinder, Menschen mit jeder sexuellen Identität sowie andere Gruppen mit besonderem Schutz und Betreuungsbedarf sind zu entwickeln. Auf Landesebene unterstützen wir die Entwicklung und Einsetzung solcher Leitlinien. Soweit die modifizierte Übernahme zu dem Änderungsantrag F0142. Des Weiteren liegen euch eine Wortmeldung, eine Frage? Okay, das ist eine redaktionelle Änderung, die so übernommen wird. Dann gibt es noch Änderungsanträge in den Zeilen 53 und 85 von der Grünen Jugend. Hier liegen euch ebenfalls modifizierte Übernahmen vor. Womit wir dann jetzt zur Schlussabstimmung über diesen Antrag kommen können. F01, willkommen in NRW für eine humane Flüchtlingspolitik.
Wer dem Antrag in der geänderten Fassung, wie ich sie gerade vorgestellt habe, zustimmt, der hebe jetzt bitte seine Stimmkarte. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen zu diesem Antrag? Gibt es Enthaltungen? Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Vielen Dank. Dann können wir jetzt weitermachen mit dem Top-Berichte aus den Fraktionen. Wir fangen an mit der Landtagsfraktion und da bitte ich Rainer Pregen um eine Vorstellung. Wie viel Zeit ist das? Okay. Gut, 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 gut. Liebe Freundinnen und Freunde, lieber Sven Giegold, ist er noch hier vorne irgendwo? Sven, ich wollte nur eine Anmerkung zu dem Preis machen. Der ist ja gleich nach mir dran. Es ist nicht alles besser gewesen, was wir früher gemacht haben. Wir haben früher preisaufrechter Gang gemacht. Das war gut, weil er ehrte einzelne Menschen, die mit Zivilcourage sich gewehrt haben, gegen Vorgesetzte und trotzdem ermittelt haben, sich für Flüchtlinge eingesetzt haben. Ich finde euren Vorstoß, einen Preis für zivilgesellschaftliches, bürgerschaftliches Engagement zu machen, sehr gut. Aber auf die Frage, wenn du dann antwortest, warum heißt der Marabu-Preis, das weiß ich nicht, der Marabu ist ein Aasfresser. Und ich stelle mir dann vor, ich bin Geehrter und sage dann, ich bedanke mich für die Würdigung. Da müsst ihr vielleicht am Namen, weil ich habe gar kein Problem, nennt ihn Sven Giegold-Preis oder Petra Kelly-Preis oder irgendjemand, der zivilgesellschaftlich engagiert ist. Überlegt euch das mit dem Namen. Stoßrichtung ist gut. Einfach als Rückmeldung, weil es war nicht früher alles besser. Wir sind als Partei heute auch noch viel besser wie früher. So. Zu dem, was ich berichten soll. Landtagsfraktion. Fraktionen sind, das müsst ihr euch mal vorstellen, mehr als hier im Saal sind über 100 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abgeordnete. Und sie arbeitet sehr fleißig, bienenfleißig und gut. Das ist mein Eindruck. Die Zusammenarbeit mit unseren vier Kabinettsmitgliedern. Wir haben nicht nur Silvia, Barbara, Johannes, wir haben auch Horst Becker im Kabinett. Das ist sehr wertvoll für uns, weil einfach vier von uns da diskutieren. Läuft auch sehr vernünftig und es gilt auch für den Parteivorstand in der Reihenfolge. Sven, weil er am längsten mitarbeitet, Mona, aber auch unsere neue Geschäftsführerin. Im Koalitionsausschuss sind wir ja immer wieder zusammen. Das gilt auch für die Pressestellen. Das ist ja immer wichtig, dass die ganzen einzelnen Einheiten nicht in Konkurrenz arbeiten, sondern miteinander reden, sich auch abstimmen. Weil wir wissen auch, wenn wir mit drei Leuten auf den Markt gehen, haben wir gar keine Chance. Auch das läuft vernünftig. Bei uns ist fürs Personal Sigrid Bär verantwortlich, bei über 100 Leuten, guter mittelständischer Betrieb, ein Riesenjob. Aber sie macht das hervorragend. Ich will nur mal sagen, das Kapital in der Fraktion sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter neben den Abgeordneten. Und wir haben alle mindestens einmal abgegeben jetzt. Also die Regierungsbeteiligung auch in anderen Bundesländern führen dazu, dass systematisch unsere Bestände an wissenschaftlichen Mitarbeitern geplündert werden, dass es Arbeitskreise auf Bundesebene gibt, wo sich die Mitarbeiterinnen vernetzen, was gut ist, aber bei 8 Regierungsbeteiligungen kommen dann Niedersachsen und andere an und sagen, da ist doch jemand sehr Gutes im Bereich Innen und zack ist Monika und Verena wieder eine Mitarbeiterin los. Aber auch das wird gut gehandelt, die Fraktion vermehrt sich. Wir begrüßen bei uns demnächst Ella Antonia, die Tochter unseres stellvertretenden Pressesprechers. Unsere Pressesprecherin Stefanie Kaufmann ist jetzt schon in Mutterschaft, wird Ende Januar Mutter werden. Sigrid hat dafür gesorgt, dass wir eine sehr gute neue Kollegin noch kriegen. Also es ist ein so schneller Wechsel, dass man manchmal nicht ganz genau weiß, ist das eine studierende Praktikantin oder ist das jemand von den Neuen? Sigrid macht das regelmäßig. Ich will damit rüberbringen. Fraktion arbeitet sehr gut, auch da, wo man zusammenarbeiten muss mit allen. Und die Fraktion beginnt wie die Partei jetzt damit, die Aufstellung für 2017 ins Auge zu nehmen. Es geht ja darum, ihr habt auch liegen Kurzbilanz Koalitionsarbeit der letzten Jahre, aber es geht natürlich darum, jetzt sich genau zu überlegen, was sind die Themen, was sind die Linien, das abzuarbeiten, was Aufgabe war, aber nach vorne zu sagen, mit was treten wir 2017 an? Nicht als Bilanz. Für eine Bilanz wird man nachher nicht gewählt. Es ist gut, wenn sie überzeugend ist, aber gewählt wird man, wenn man klar vermitteln kann, warum sollen Grüne nochmal in der Regierungsbeteiligung sein und warum soll der Landtagswahlkampf auf Mai 2017 ausgerichtet einer sein, der auch für den Oktober 2017 den Bund unterstützt. Das ist ja die Taktung hintereinander. Wir haben die erste Klausur gemacht vor wenigen Tagen Anfang Dezember. Wir gehen im Februar in die nächste Klausur, im März in die dritte.
und wollen dann im Prinzip in jedem Fachbereich die Themen stehen haben, von denen die Abgeordneten sagen, das ist das, was wir noch machen, 2015, 2016, erstes Halbjahr, weil ab Mitte, Ende 2016 gibt es nichts Neues mehr, dann geht alles in den Wahlkampf rein. Das eilt jetzt, also es geht relativ zügig. Und wir bereiten das vor innerhalb in drei Klausuren und parallel ist ja der Landesvorstand auch dabei, sich genau diesen Prozess schon zu nehmen. Und ich bin auch dankbar dafür, dass die Kooperation sowohl mit der Bundestagsgruppe, der Nordrhein-Westfälischen, wo wir ja vier Vertreterinnen im Fraktionsvorstand haben, wie auch mit der Europafraktion gut läuft. Also da ist nicht das Prägende irgendwelche kleinlichen Eifersüchteleien, wen sieht die Sonne am liebsten, sondern es wissen alle, es ist Arbeit da für alle und wer gut arbeitet, kann sein Profil auch schärfen und das ist der Grundgedanke. Die Kurzbilanz liegt euch allen vor. Ich will nur noch mal sagen, zu dem, was wir dieses Jahr gemacht haben. Ich habe ein, zwei Anrufe gekriegt, wo Menschen sich freuen, dass sie dieses Jahr das erste Mal Weihnachten feiern können, zu Hause mit der sicheren Perspektive, dass sie zu Hause bleiben dürfen. Also das ist für jemanden, der über 20 Jahre Politik um die Braunkohle gemacht hat, wenn einen dann Leute aus Holzweiler ansprechen vom Hauerhof und die Grünen im Ortsverband Titz aus Dackweiler sagen, wir feiern dieses Jahr Weihnachten und wissen, wir werden nicht mehr vertrieben. Das ist unser größter Erfolg. Und meinen hohen Respekt vor Norwich Rüsse und Manuela Grochowiak. Ihr habt diese freundlichen Yachtinstrumente-Bediener unten vorhin gesehen. Davon 3.500 in der Halle, die Grüne austoben, ausbuhen und auspfeifen, weil Grüne nicht mehr akzeptieren, dass die Kollegen 10.000 Katzen im Jahr schießen, dass die mit Schlagfallen, in denen Tiere dann elendig verrecken, fangen, dass die Tiere in der Baujacht nutzen, die Hunde da reintreiben und Füchse raus. Das alles wird es nicht mehr geben. Und da haben Manuela und Norwig auf 5 Veranstaltungen Paul gestanden. Und die SPD-Kollegen sind weicher geworden und wir sind in den Vereinbarungen jetzt in der Koalition klar. Es gibt noch eine Anhörung, aber was noch geändert wird, ist alles klar. Die Spielräume und das Gesetz kommt in der Substanz genauso, wie Norwig und Manuela es durchgehalten haben. Und es wird auch als Yachtgesetz an der Stelle denjenigen, die im Protest überzogen haben, nicht recht geben, um das ganz klar zu sagen. So, besonderer Dank geht aus meiner Sicht an Manuela und an Verena für den ganzen Bereich Flüchtlingsarbeit. Ihr wisst, die Fraktionen waren sehr, sehr sparsam in den letzten Jahren. Unsere Fraktion, Entschuldigung, Monika, wieso? Monika und Verena, Monika, entschuldige. Also, der ganz besondere Dank, weil Monika ist für uns diejenige gewesen, die in Berlin war, mit Altmaier verhandelt hat, die uns beraten hat bei der Vorbereitung Flüchtlingsgipfel, wo sie diejenige war, die in den Details mehr wusste wie der Innenminister in allen fachlichen Details, wofür wir das Geld ausgeben können, wo Barbara dabei war, damit wir die Mittel überhaupt zur Verfügung stellen für die Impfmaßnahmen und. 91 Millionen Euro vom Land. Ich will nur mal sagen, die Dimension, die beiden Fraktionen bewegen zusammen im Haushalt mit anderen Einzelanträgen keine 7 Millionen. 91 Millionen für Flüchtlingsarbeit und noch mal 47 Millionen für die Schulsozialarbeit, die Ursula von der Leyen angefangen hat. Und nur zur Erinnerung, wir haben damals mit der Minderheitsregierung die Bundesratsmehrheit geknackt. Von der Leyen konnte nicht mehr agieren im Bundesrat, ohne Kompromisse zu machen. Dann hat sie Schulsozialarbeit eingeführt und jetzt ist Nahles Sozialministerin. Der Bund will nichts mehr davon wissen und will nicht weiterbezahlen. Wir haben bis zum Schluss gepokert und haben dann gesagt, diese 1.500 Schulsozialarbeiterstellen sind für die Schulen, Schülerinnen und Schüler so wichtig, dass wir trotz knapper Haushaltssituation noch mal 47 Millionen garantiert für 3 Jahre in die Hand nehmen, weil das ja nicht auch nur jährlich geht. Dann sind die Leute nächstes Jahr weg. Wir wollen gewährleisten, dass das bis hinter die Bundestagswahl auf jeden Fall läuft und dass das nicht zusammenbricht. Und das sind die beiden großen finanziellen Leistungen, trotz aller Diskussionen. Und ich meine, es ist vernünftig an der Stelle. Zwei, drei letzte Sätze, weil die Diskussion da schiefläuft. Haushaltssituation des Landes ist schwierig. Aber wir sitzen nicht mit dem Papierbecher vor der Kirchentür. Deswegen war ein Teil der Kommunikation diesen Sommers, dass es nur noch Leitungswasser gibt. Dass wir Bundesverdienstkreuze nicht mehr verleihen können, weil wir die nicht bewirten können. Aus meiner Sicht absurd. Riesenkommunikationsfehler. Was aber jetzt richtig ist, liebe Freundinnen und Freunde, es ist nicht so, dass wir nicht sparen, es ist nicht so, dass wir nicht mit dem Haushalt vorsichtig umgehen, aber es ist so, dass es eine strukturelle Benachteiligung Nordrhein-Westfalens gibt, zum Teil seit 20, 25 Jahren. Wenn ihr mal genau hinguckt, ich könnte euch das im Detail erläutern,
Im Hochschulbereich und im Verkehrsbereich bekommt Nordrhein-Westfalen, das 21% der deutschen Bevölkerung darstellt, Königsteiner Schlüssel, 15% der Mittel vom Bund, zum Teil seit über 20 Jahren, 15. Wir bilden aber im Hochschulbereich 26% der in Deutschland Studierenden aus. Das heißt, wir sind 21, wir leisten viel mehr, als wir müssten, wir kriegen nur 15% der Mittel. Das sind die Disproportionen. Wir finanzieren fast alleine Hagen, die Fernuni. Obwohl in Hagen nur 30% der Studierenden aus NRW sind. Das ist eine Möglichkeit für berufstätige Leute neben der Arbeit, wenn sie im bayerischen Wald leben und keine Uni erreichen können, für die Familie das Geld verdienen müssen. Dann können sie Bildungschancen über die Fernuni nutzen. Und da ist NRW ein zutiefst solidarisches Land. Wir finanzieren das fast alleine, die anderen Bundesländer nicht. Und wir haben nur 30% der Studierenden aus unserem Land. Wir machen es. Deswegen wollen wir aber nicht beschimpft werden. Und wenn mich jemand fragt, warum ist es so, dass NRW schluckt, dass im Verkehrs- und im Hochschulbereich die strukturelle Benachteiligung ist, und wenn ihr dann genau hinguckt, dann findet ihr eine Antwort, die Sozialdemokraten so nicht geben. Ihr müsst nur mal gucken, seit wann es die Steinkohlesubvention für NRW gibt. Und dann werdet ihr finden, dass genau ab 1995 5 bis 6 Milliarden Euro, und wenn ich es nach heutiger Wertstellung rechne, sind 5 Milliarden damals 8 Milliarden, pro Jahr vom Bund nach NRW geflossen sind, um den strukturellen Wandel in der Kohle zu bewältigen. Und wenn dann 16 Bundesländer und die Bundesregierung am Tisch sitzen und sagen, so, wenn ihr vorab schon mal 5 Milliarden kriegt, dann müssen wir beim Verkehr und bei der Hochschule, dann müsst ihr mal ein ganz bisschen ruhiger sein, weil irgendwie muss das ja alles im Lot sein. Dann erklärt sich aus dieser Verhandlungsschwäche und aus dem in Anführungsstrichen schlechten Gewissen, weil man vorab so reichlich bedient worden ist, weil nach heutigem Geld ist das fast die Hälfte des Solis. Und das vor 25 Jahren. Daraus erklärt sich die lange Dauer. Und jetzt ist mit der Kohle 2018 Schluss, zum Glück. Wird anständig beendet, aber 2018 schließt die letzte Zeche. Und bei den Verhandlungen mit dem Bund, wenn es jetzt darum geht, wie sieht die Finanzierung die nächsten 20 Jahre aus, dann muss Nordrhein-Westfalen sich so aufstellen, dass man sagt, nicht mehr als uns zusteht. Aber das, was uns zusteht, nach Belastungen, nach Königstein, das muss auch hier landen. Und daraus erklärt sich die harte Verhandlungsposition. Und deswegen geht nicht denen auf den Leim. Die CDU ist an der Stelle unehrlich. Laschet, wenn er 2017 drankäme, müsste genau so eine strukturelle Entlastung des Bundes haben. Der entlässt nicht 20.000 Leute im Land. Das ist alles Quatsch, das kann keiner. Weder in den Schulen noch in den Hochschulen. Wir brauchen diese strukturelle Verbesserung, müssen uns da härter aufstellen. Da sind unsere Parteifreunde in Hessen und Baden-Württemberg uns auch nicht immer ganz nah. Aus egoistischen, nachvollziehbaren Ländergründen. Das ist ein Pokern, das ist Tarifverhandlung. Aber wir sind nicht diejenigen, die sich weigern zu sparen, sondern wir müssen reklamieren, dass es eine faire Beteiligung gibt und dann trotzdem in allen Titeln sparen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes berichtet Britta Hasselmann für die Bundestagsfraktion. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich will mal gleich an das anknüpfen, was Rainer gesagt hat zum letztgenannten Thema Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Hier haben wir mit Blick aus NRW noch ein paar wirklich dicke Bretter zu bohren, denn die Frage, wie demnächst die Finanzmittel nicht nur des Länderfinanzausgleiches, sondern auch die des Solis oder die Frage der Verkehrsfinanzierung verteilt werden, ist eine ganz, ganz, ganz zentrale Auseinandersetzung zwischen allen Bundesländern. Da gibt es nicht die Roten, die Schwarzen, die Grünen, sondern da gibt es Geberländer und Nehmerländer. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Grüne, egal ob im Bund oder Land, mit einer Stimme versuchen zu sprechen und zu sagen, Bund-Länder-Finanzbeziehungen müssen am Ende eine solidarische Lösung für alle Länder finden. Und das heißt natürlich auch die Interessen Nordrhein-Westfalens berücksichtigen. Und deshalb ist mir immer so wichtig, dass das Thema Altschuldenfonds nicht unter die Räder kommt. Wir haben ab 2020 die Schuldenbremse einzuhalten. Wir haben hohe Schulden, wenn es um unsere kommunale Situation geht. Ihr wisst, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen 23 Millionen
Millionen Euro Kassenkredite liegen haben von den über 50. Und deshalb müssen wir uns darum kümmern. Und ich glaube, das können wir gemeinsam und im engen Austausch auch sehr, sehr gut tun. Hier geht es wirklich um Solidarität. Und wir merken, dass die CDU/CSU sich hier vom Acker macht. Wer das Deutschlandradio-Interview von Laschet gelesen hat, hat den Eindruck, der weiß nicht mal, worüber er dort redet, weil irgendwie ist er für einen Infrastrukturfonds, irgendwie für den Soli, aber nicht so, wie das alle vorschlagen. Was er allerdings will, sagt er nicht. Ich weiß nicht, ob er dazu bei euch im Landtag in der Lage ist. Auf Bundesebene auf jeden Fall reicht es für nicht mehr als für ein paar schlaue Sprüche. Da ist aber ziemlich viel Luft dahinter. Da ziehen wir also alle gemeinsam an einem Strang. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Frageaufstellung, auch im Hinblick auf 2017. Und im Hinblick auf 2020, was die Schuldenbremse angeht. Insgesamt ist die Frage der Zusammenarbeit zwischen Bundestagsfraktion und Landtagsfraktion und auch dem Landesvorstand, glaube ich, sehr, sehr gut. Wir tauschen uns eng aus über die verschiedenen Fragen, die anstehen. Ich gucke mal auf Merdat, die Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschäftigen uns eigentlich fast jede Woche mal wieder miteinander. Aber auch bei der ganzen Frage Klima und Energie, bei der Frage Bildungsinvestitionen, bei der Frage Flüchtlingspolitik haben wir wirklich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und darüber bin ich wirklich froh, denn wir sind 13 von 63. Und Rainer hat das gerade am Beispiel des Bund-Länder-Finanzausgleiches angesprochen. Wir brauchen den engen Austausch, weil wir natürlich auch oft innerhalb der Grünen Bundestagsfraktion mit einem unterschiedlichen Blick auf die Probleme und die entsprechenden Lösungen achten. Liebe Freundinnen und Freunde, anders als hier ist es natürlich in Berlin zum Teil auch sehr, sehr mühsam, weil diese große Koalition, 80% auf der einen Seite, 20% Opposition, da liegt ein unglaublicher Mehltau über allem. Wirklich, es wird einfach sozusagen versucht, die kleinste gemeinsame Lösung bei der großen Koalition zu finden. Und man hat wirklich manchmal das Gefühl, es dümpelt alles so vor sich hin und irgendwie arrangiert man sich dann über Wochen im Hintergrund zwischen der CDU/CSU und der SPD und am Ende kommt wirklich die allerkleinste Lösung heraus. Ein Beispiel ist das Thema Klimaschutz. Leute, dieses ganze Aktionsprogramm, dieses ganze Hinterherlaufen der Industrie, dieses ganze Nicht-Entschieden von Deutschland aus, den Klimagipfel im nächsten Jahr, der ja viel mehr ist als nur das Thema Klima. Es geht ja auch um Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit. Da ist die ganze große Koalition wirklich nur ein kleiner Scheinriese. Wenn wir keine ambitionierteren Klimaziele vereinbaren, nicht von Deutschland aus einhalten und es nicht endlich mal eine klare Haltung zur Frage Ausstieg aus der Kohle Industrie gibt, die Frage der Abstellung der alten Meiler, auf die Frage 45 Jahre alte Kraftwerke, will Gabriel sie weiterlaufen lassen oder nicht, sagt er, er will es nicht entscheiden. Das ist die Lage, die wir im Moment in Berlin haben. Oliver weiß das sehr gut, Bärbel weiß das sehr gut, die arbeiten intensiv in dem Bereich. Wir werden die international vereinbarten Klimaschutzziele und die nationalen nicht halten mit den Zielen der großen Koalition. Und deshalb müssen wir gerade aus Nordrhein-Westfalen unheimlichen Druck machen und weiter dranbleiben, weil immer mit Hinweis auf Nordrhein-Westfalen wird die lapidare Haltung von Gabriel gerechtfertigt. Das ist völlig falsch. Wir haben das ganze Thema Kooperationsverbot. Ihr wisst, dass wir auch da an einem Strang gezogen haben, gesagt haben, die Wissenschaft ist der erste Schritt. Wir stellen uns eigentlich eine weitergehendere Lösung vor. Wir wollen, dass gerade wegen der Herausforderungen im Thema Bildungspolitik, auch im ganzen Bildungsbereich, endlich das Kooperationsverbot, was so hinderlich ist, für uns aufgehoben wird. Wir haben die BAföG-Reform, die wir diskutiert haben. Das ist so, dass eigentlich die Studierenden hier in der Nullrunde wieder nach Hause gehen, weil die BAföG-Erhöhung, die wird zwar angekündigt, aber sie kommt erst in 2 Jahren. Das stellt natürlich niemanden zufrieden, zuallererst die Studierenden nicht. Das haben wir kritisiert. Das geht aber in diesem ganzen Mehltau in Berlin auch unter. Wir haben das ganze Thema Haushalt und da Rainer NRW angesprochen hat und den Haushalt. Auf Bundesebene macht man sich das sehr leicht.
Da führt man wie eine Monstranz vor sich her, der Haushalt wäre ausgeglichen. Leute, der Haushalt ist bei genauerer Betrachtung voll von versteckten Schulden. Wir beleihen uns, nicht wir als Grüne, sondern der Bund belastet die Sozialkassen, den Gesundheitsfonds. Es wird die Investitionsquote gesenkt, obwohl die Straßen, die Brücken, die Schulen alle danach schreien. Wir haben einen Investitionsstau von 118 Milliarden. Das ist die Realität dieses Haushaltes von Schäuble und nicht etwa die Mehr eines sogenannten ausgeglichenen Haushaltes. Und in der Verkehrsfinanzierung, entschuldige, André und Anna, wenn ich die Minute mir noch nehme, in der Verkehrspolitik reden wir seit Mitte des Jahres nur über diese bekloppte Maut, über diese bekloppte Pkw-Maut. Und das scheint alle Energie des Verkehrsministeriums zu binden. Kein Mensch redet über das Thema, was für NRW total wichtig ist, nämlich die Zukunft der Regionalisierungsmittel. Die Frage, wie geht es weiter mit den Verkehrsfinanzierungen? Und ihr hängt da alle vor Ort dran, denn es wird keine Investitionsentscheidung mehr getroffen, wenn nicht bald geklärt wird, wann endlich geht es weiter mit der Verkehrsfinanzierung. Trotzdem leistet sich dieses Verkehrsministerium diese Debatte über die Maut und das Mautkonzept für den Pkw. Das ist unsinnig, bürokratisch, belastet die Autofahrerinnen und Autofahrer und ist völlig deplatziert in der heutigen Situation. Da sind übrigens jetzt die CDU-Abgeordneten aus NRW inzwischen ganz leise, die 63, nachdem sie erst vollmundig verkündet haben, sie leisten den weitesten Widerstand gegen die Maut. So, als allerletztes, wenn ihr heute die Agenturen gesehen habt, seht ihr vielleicht gestern schon, dass Seehofer mit einem neuen Vorschlag in die Debatte gegangen ist, was das Thema Deutschpflicht und das Sprechen der deutschen Sprache angeht. Wir müssen hier deutlich machen, nicht mit uns diese Ressentiments, das Bedienen des rechten Randes, ob ein Mensch und eine Familie in ihrem Wohnzimmer Holländisch spricht, Französisch spricht, Spanisch spricht oder Bayerisch spricht. Das geht uns einen Scheißdreck an. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt noch für die Europafraktion Sven Giegold. Lieber Rainer, damit wir hier auf dieser Tagung noch ein paar Konflikte haben, muss ich noch ein paar Worte zu diesem Vogel sagen. Der Marabu, lieber Rainer, der Marabu ist ein Riese unter den Vögeln. Er hat ein graues Gefieder mit grünem Glanz. Er ist sehr verantwortungsvoll, und zwar nicht nur Mama Marabu, auch Papa Marabu. Die ziehen gemeinsam ihre Jungen auf und die tragen das gemeinsam aus. Mit anderen Worten, die Größe, das Gefieder, die Verantwortung und der Glanz des Gefieders, das spricht alles für den Marabu. Der Marabu bleibt, und wenn du das ändern willst, dann stell einen Antrag auf den Parteitag, lieber Rainer. Ja? So, der einzige Nachteil ist, ich habe das schon recherchiert, es gibt bisher keine Stoffvariante des Marabus, und darum muss man sich in der Tat noch kümmern. Das ist ein Versäumnis des Landesvorstandes, das nehme ich gerne. So, ihr habt angefangen mit diesem Viech. So, wollen wir dabei mal belassen. Ich war überhaupt nicht anwesend. So, aber ich verteidige das in kollektiver Verantwortung. So, jetzt zu den wichtigeren Problemen der Europapolitik. Uns beschäftigt sehr die Handelspolitik derzeit, und da ist heute noch wenig zu gesagt worden. Wir haben im Wahlkampf mit TTIP sehr viel erreicht. Noch nie ist europäische Handelspolitik so kontrovers diskutiert worden. Ihr habt sicher wahrgenommen, dass Herr Gabriel inzwischen zurückrudert. Im Wahlkampf hat er noch große Versprechungen gemacht. Keine Sondergerichte für Konzerne,
keine Einschränkung der Daseinsvorsorge und so weiter, was er alles erzählt hat. Jetzt plötzlich merkt er, mit seinen eigenen Kollegen in der sozialistischen Partei in Familien Europa kriegt er das angeblich nicht durchgesetzt. Außerdem will Herr Gabriel Richtung Bundestagswahlen wieder Richtung Genosse der Bosse. Und da muss man ihm ganz klar sagen, das darf man nicht durchgehen lassen. Bei diesen internationalen Handelsabkommen darf es keine weitere Beschränkung der kommunalen Daseinsvorsorge geben. Und das ist etwas Grundlegendes, wofür wir Grünen, wir brauchen keine internationalen Handelsverträge, die Kommunen vorschreiben, wie sie ihre Daseinsvorsorge organisieren. Wir hatten genug Ärger mit der EU in diesem Bereich. Da haben wir Wichtiges erreicht, Schwierigkeiten in der Hinsicht zu vermeiden. Viele von euch haben gegen die Wasserprivatisierung unterschrieben. Wir haben es geschafft, dass Europa dort nicht Türen zugemacht hat, sondern in Zukunft Türen aufmacht für sozial-ökologische Ausgestaltung der kommunalen Ebene. Und das wollen wir nicht durch CETA, TTIP, TISA und wie die alle heißen, wieder kaputt gemacht wissen. Und wir verlangen von der Großen Koalition wie auch der SPD, ihre eigene Verpflichtung für die kommunale Daseinsvorsorge ernst zu nehmen. Und was wir da überhaupt nicht gebrauchen können, sind Maulkörbe des NRW Städte- und Gemeindebundes, was die an alle Kommunen geschrieben haben. Ihr dürft euch dazu gar nicht äußern. Das ist juristisch nicht haltbar und außerdem frech. Das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen in möglichst vielen Kommunen klare Beschlüsse, die entlang des gemeinsamen Papiers des Städtetages mit den anderen kommunalen Spitzenverbänden gehen, die klar sagen, weitere Beschränkungen der kommunalen Daseinsvorsorge sind nicht erwünscht. Und ich glaube, wir Grünen können mit anderen Kräften vor Ort solche Beschlüsse auf den Weg bringen. Viele von euch haben das schon gemacht. Es gibt gute Beschlüsse aus Aachen. Selbst die SPD in Düsseldorf ist jetzt großer Kämpfer gegen TTIP. Die haben den radikalsten Beschluss überhaupt gefällt. Dazu mal einen Glückwunsch und Glück auf zur SPD nach Düsseldorf. Und dann, wenn ihr jetzt die Sozis mitnehmt und die Union in euren Kommunalparlamenten, dann kann das richtig Druck entfalten, den wir auch in Brüssel spüren. Und da hoffe ich, dass wir gemeinsam daran arbeiten können. Ansonsten haben wir jetzt in Brüssel auch große Koalition. In den großen Machtfragen stimmen jetzt Christdemokraten und Sozialdemokraten zusammen. Das hat schon einige seltsame Nebenwirkungen gezeigt. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir haben jetzt einen ehemaligen Finanzlobbyisten als Finanzmarktkommissar, einen ehemaligen Ölunternehmer als Klimakommissar, einen Ungarn als Spezialisten für Bürgerrechte und Medienfreiheit in dem Bereich Kommissar. Es gab bei den Kommissarsanhörungen wirklich abstruse Vorgänge, denn das Parlament hat auf europäischer Ebene ein Recht, das Landtage und Bundestage nicht haben. Wir können jeden Kommissar einzeln befragen. Und das wird nach 3 Stunden Anhörung zum Teil ziemlich unangenehm. Die Fragen sind kritisch. Nur dieses Mal war es so, dass eben das Parlament seine eigene Entscheidungsmöglichkeit, nämlich die schlechtesten Kandidaten abzulehnen, nicht genutzt hat, sondern jeder oder jede, der oder die das Parteibuch der Sozialdemokraten oder der Christdemokraten hatte, wurde durchgewunken. Und da hat die Große Koalition sich einfach an den demokratischen Rechten des Europäischen Parlaments vergriffen. Und das haben wir scharf kritisiert. Und deshalb haben wir diese Kommission auch nicht ins Amt gehoben, obwohl wir sehr wohl sehen, dass Herr Juncker insgesamt eine stärkere Kommission zu Wege bringt als Herr Barroso. Jetzt könnt ihr euch glauben, dass ich nicht per Definition Juncker-Fan bin. Und ich habe sehr viel, zum Teil auch aus dem Landesverband, Post bekommen. Wieso habt ihr den sogar mit unterstützt und warum fordert ihr jetzt nicht den Rücktritt? Und es stimmt, es haben viele den Rücktritt gefordert. Es gab einen Antrag der Linken und es gab dann noch einen Antrag der Rechten. Alle wollten den Juncker weghaben. Aber aus meiner Sicht ist das ganz falsche Logik. Für mich ist dieser Juncker eigentlich ein Geschenk der Götter im Kampf gegen Steuerflucht. Der muss jetzt liefern, den können wir 5 Jahre verprügeln und das werde ich auch machen. Der muss jetzt liefern, der steht unter Druck. Und es ist völlig klar, wenn der jetzt geopfert würde, dann würden zwar alle an den Stammtischen Applaus klatschen, aber danach wäre das Thema wieder beseitigt. Und jetzt wird es so sein, die Mitgliedsländer müssen jetzt zeigen,
ob sie bereit sind, mit diesem unsäglichen Steuerwettbewerb ein Ende zu machen, das letztlich das Geld der Länder in Deutschland, des Bundes und der Kommunen kostet. Denn die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer, um die es da geht, die werden auch euch vor Ort geklaut. Und deshalb ist so entscheidend, dass die Europäische Union hier endlich vom Steuerwettbewerb zur Steuerkooperation übergeht. Das ist ganz zentral und wir haben jetzt die Chance, da was zu erreichen. Und deshalb brauchen wir den Juncker als jemanden, den wir da jetzt vor uns hertreiben können. Und wenn er ansonsten dafür sorgt, dass Brüssel in Zukunft nicht mehr vorher bei Frau Merkel anruft, ob etwas passiert, dann ist das auch ein Fortschritt, liebe Freundinnen und Freunde. So, einen letzten Satz sage ich noch und dann gehe ich. Eike, ich sehe, ich wollte noch eins sagen an Silvia und die Entscheidung im Bundesrat zur Freizügigkeit. Erstmal vielen Dank für das, wie du dich da eingesetzt hast, denn wir haben nicht einfach diese Beschränkung der Freizügigkeit durchgewunken, sondern wir haben angemerkt, mit mehreren grünen Ländern, mitregierten Ländern, als auch wir als Europafraktion, dass das Freizügigkeitsgesetz in seiner Reform so nicht EU-rechtskonform ist. Und in einer Protokollnotiz haben wir festgestellt, dass wir darauf drängen werden, diese Nichtkonformität, dieser Widerspruch zum europäischen Recht, dass wir den notfalls auch durchklagen werden. Jetzt wird das nochmal überprüft. Und danach, wenn das wirklich EU-rechtswidrig bleibt, dann werden wir als Europafraktion auch die Rechtskontrolle betreiben. Und die EU-Kommission hat schon gesagt, so geht es nicht auf dem Dienstweg. Und wir werden sie dabei beim Wort nehmen und den ersten Betroffenen, der illegalerweise aus Deutschland dort womöglich dann eine Wiedereinreisesperre bekommt, den werden wir verteidigen, denn als Grüne reden wir nicht nur in dem Moment, wenn verhandelt wird, sondern wir ziehen das dann auch durch und das sage ich euch, wir werden uns das sehr genau anschauen, was da passiert. Und dass wir umgekehrt dafür Verbesserungen bekommen haben, vor allem die Möglichkeit bekommen werden, die Gesundheitskarte auf Landesebene einzuführen, das ist ein ganz entscheidender Fortschritt, den haben Grüne dort durchgesetzt. Und wenn das Gesetz dann da ist, dass wir auch in Nordrhein-Westfalen eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge umsetzen können, dann sollten wir Grüne es sein, die ganz entschieden mit unserer Gesundheitsministerin und hier und im Parlament und in der Landesregierung dafür streiten, dass Gesundheitsversorgung dann auch für Flüchtlinge endlich ein Recht wird und nicht etwas, wo man mit einer Notversorgung abgespeist wird und dann zu solch unmenschlichen Verhältnissen kommt, wie Janosch sie hier geschildert hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Sven. Dann kommen wir jetzt zu dem Tagesordnungspunkt 7, Anträge. Euch sind mit der Aussendung zum LPR noch zwei Anträge zugegangen zum Thema Sperrklausel. Hier hat der Landesvorstand einen Vorschlag zum Verfahren, den Mona kurz vorstellen würde. Jawohl, also andersrum. Ihr habt es in der Aussendung gesehen und wir als Landesvorstand haben uns auch befasst. Anlass dafür ist, dass es seit der Kommunalwahl in den Rathäusern einfach eine Situation gibt, dass es so eine Tendenz zu einer Zersplitterung in Rathäusern, in Kreistagen, in den Stadtbezirksparlamenten und so weiter und so fort führt. So. Im Hinblick darauf gibt es Überlegungen, was man dagegen gesetzlich in der Verfassung verankert tun kann, dass die Handlungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Kommunen weiterhin existent bleibt, vor allem aber auch das Gleichgewicht der abgegebenen Stimmen sicher gewährleistet ist. Ich habe mich mit den Antragstellerinnen und Antragstellern verständigt, dass wir euch heute Folgendes vorschlagen als Landesvorstand, nämlich das Thema kommunale Demokratie stärken, Sperrklausel prüfen, nicht heute hier zu befassen, sondern den nachvollziehbaren Wunsch auf Austausch und Gespräch in Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion und der Landesarbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht organisierten Fachgespräch vorbereiten wollen und wir am 8. März, da ist ohnehin schon eingeladen zu einem Kreisvorständetreffen, dann einen Landesparteirat dazu machen, der sich mit der Frage beschäftigt. Das ist unser Vorschlag, dann können wir über konkrete und auch selber sozusagen draufgeschaffte Expertise miteinander debattieren und dem würde ich vorschlagen, dass ihr jetzt bitte folgen möchtet. So, und jetzt gibt es an dem Tagesordnungspunkt noch eine Sache,
Wir finden wichtig, dass an der Stelle von Seiten der Landtagsfraktion mal 3 Minuten die Möglichkeit besteht, klarzumachen, wo ist eigentlich gerade Stand der Dinge, wo befinden die sich gerade in der Debatte, damit das einfach auch für uns alle hier klar ist. Und der Merdat hat sich freundlicherweise bereit erklärt, das zu machen. Bevor der Merdat jetzt hier hochkommt, es gibt unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes noch einen kleinen Höhepunkt. Aber erst mehr da 3 Minuten, von daher steht nicht gleich alle auf, sondern bei Verschiedenes gibt es noch einen kleinen Redebeitrag. Bitte schön, Merdat. Ja, danke Mona, du hast ja die wesentlichen Punkte auch schon geschildert, wobei ich der Auffassung bin, dass es nicht erst seit 2000, also jetzt seit der letzten Kommunalwahl seit 2014 so ist, sondern dass die Entwicklung quasi seit Fall der damaligen Sperrklausel und verschiedener anderer Vorgänge da ist. Was machen wir im Moment? Wir gucken uns die Funktionsfähigkeit der Räte an, aber wir gucken uns auch ganz wichtige andere Punkte an, nämlich was hat Überhang jetzt in den Räten? Welche Diskussionen haben einen Schwerpunkt? Und wir stellen zunehmend fest, und das wird uns auch so berichtet, dass Geschäftsordnungsdebatten ganz hohen Wert bekommen, dass so Anfragen wie in Dortmund, die einen schwer rechtslastigen Charakter haben, die also Dortmund nicht mehr, wo nicht mehr über Politik diskutiert wird, sondern sachfremde Debatten in den Mittelpunkt geraten, vorne stehen. Wir diskutieren aber auch über die Frage, zum Beispiel kumulieren und panaschieren, die Frage, wie groß müssen Räte sein und verschiedene andere Punkte. Und da wir das zügig machen wollen und da wir das auch hochqualifiziert machen wollen, haben wir die hochrangigsten Menschen, die in dem Zusammenhang unterwegs sind, also unter anderem den Verfassungsrichter Papier, den ehemaligen, oder auch andere beauftragt, unterschiedliche Punkte anzugucken. Die Sperrklausel ist dabei ein Punkt, wobei die Debatte darüber aus meiner Sicht verkürzt wird, weil wir nicht die Sperrklausel als solches prüfen wollen und die Machbarkeit, die muss auch geprüft werden, weil das Schlimmste wäre, dass ein Instrument, was man einführt, gesetzlich auch noch vom Verfassungsgericht scheitert, sondern wir wollen die Demokratie in den Räten stärken. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, die ich eben angesprochen habe. Und der 8. März ist insofern eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil wir nicht der Auffassung sind, beziehungsweise da sind die Würfel gefallen, in der Verfassungskommission, wie das einige angesprochen haben, wird das nicht diskutiert, weil CDU, SPD und Grüne das von vornherein gar nicht da reingepackt haben. Es ist da überhaupt kein Thema. Sondern wenn es das gibt, wäre das eine Diskussion außerhalb dessens. Und wir wollen das nicht auf diese Frage verkürzen. Deswegen ist es gut, dass wir es fachlich, inhaltlich mit der Partei und hier diskutieren und nach vorne hin die unterschiedlichen Instrumente dann packen. Und ich finde es auch richtig, dass auf dem LPR dann im Zweifel über diese Frage diskutiert wird. Wir sollten nur, und da bitte ich dann alle Kommunalos, die da intensiv mit dran diskutieren, wirklich sich auch in diesem Prozess zu beteiligen, die auch deutlich machen, ein Rat muss auch attraktiv sein, man muss die Arbeit auch noch leisten können, die dort stattfindet. Und das, was demokratisch bei einer Wahl zu einer Mehrheit geführt hat, muss auch im Rat einen Spiegel finden, weil das Schlimmste, glaube ich, was uns passieren kann, ist, dass unsere kommunale Demokratie geschwächt wird, niemand mehr Lust auf diese Debatten hat, und das ein Aushängeschild sozusagen für oder ein Betätigungsfeld für diejenigen wird, die wir gerne dort nicht sehen wollen. Deswegen freue ich mich, dass der Prozess genauso angelegt worden ist und bitte alle, sich daran zu beteiligen. Vielen Dank, Merdat. Damit würden diese Anträge oder diese Fragestellungen dann auf dem LPR im Frühjahr befasst und wir können zum Punkt Verschiedenes kommen. Ich möchte hier ganz herzlich ein grünes Urgestein grüßen. Wilhelm Knabe ist im Laufe unserer Beratungen zu uns gestoßen. Und wir möchten Wilhelm an dieser Stelle jetzt noch die Gelegenheit geben, auch noch einige Worte an uns zu richten. Liebe Freundinnen und Freunde, mit Geländer geht das besser hier hoch, aber ich bin immer hochgekommen, dank Mona. Ich wollte sagen, weshalb ich gekommen bin. Eine Triebkraft, eine sehr starke Triebkraft. Und ihr werdet das Wort vielleicht selten gebrauchen, noch weniger anwenden. Ich hoffe, dass es trotzdem passiert. Nämlich das Wort heißt Neugier. Ich bin einfach neugierig, was aus den Grünen geworden ist, was hier weiter vor sich geht. Und wenn ich höre dann viele sehr positive Momente und Vorschläge und konkrete Forderungen, die es wirklich
nötig haben, bekannt zu werden. Und jetzt, aber was hilft, weshalb rede ich von Neugier? Weil Neugier ist eine lebensverlängernde Medizin. Glaubt mir, wer von euch neugierig bleibt, ein paar andere Sachen auch noch, der wird besser und länger lebendig bleiben, als er das vorher erwartet hat. Ich habe nie gedacht, dass ich 91 Jahre alt werde. War völlig ausgeschlossen, dass... Guck mal, 1923 geboren, was war da alles an Krieg und alles vorbei. Und du wartest und du lebst immer noch, Mensch, du musst ja was machen. Also habe ich was gemacht. Und die Gründung der Grünen war sicher das Gescheiteste, was ich je im Leben angefangen habe. Ja. Ich beschäftige mich natürlich oft auch mit dem Alter. Das Projekt der grünen Alten ist ja gescheitert. Kein Grüner wollte alt sein, oder keine Grüne wollte alt sein. Ne? Das ist so eine, das schreckt ja ab. Ich war stolz auf das Alter. Mensch, wenn du mit 70 noch Ski fährst und bis 80 noch Ski gefahren bin und so, da war ich doch stolz drauf, dass das noch ging. Ne? Und das ist die eine Sache. Die andere, wir müssen dann andere Wege suchen. Vielleicht doch über den einzelnen Menschen kommen. Und was kann da helfen? Ein ganz tolles Buch von dem Martin Korte, Gehirnforscher, der sagt, das hängt ab vom Laufen, Lernen, Lieben. Die drei Sachen musst du machen, dann kommen sie gut durch. Da kommen sie gut durch. Das Lernen, das tun wir laufend. Das Laufen, manche ja, viel, manchmal zu wenig. Und das Lieben ist eine Sache, die jeder selber entscheiden muss. Aber Leute, es lohnt sich immer. Ne? Ja. Ja. Dieser Korte hat noch was anderes gesagt. Er sagte, unsere Gehirnhälften, die haben eine rechte und linke. Die rechte ist für alles Neue zuständig, die bearbeitet neue Dinge. Und wenn die in Gang kommt, dann ist das für eine Verjüngung für den ganzen Menschen. Und die linke macht Routine. Alles, was schon mal Mustererkennung, alles, was schon mal da war, wird dort links abgehandelt. Und neu ist, da kommt zur Flüchtlingspolitik, neu sind die vielen Menschen, die zu uns kommen, mit anderen Sprachen, mit anderen kulturellen, mit anderen Dingen. Und wir sollten nicht nur fordern, das und das muss gemacht werden, das und das Geld muss da sein, das ist die eine Seite, aber auch den Vorteil für jeden Einzelnen, der sich um einen Flüchtling kümmert oder eine Frau, jeden Einzelnen, der hat einen Gewinn. Und diesen Gewinn müssen wir versuchen weiterzutragen, dass man da etwas davon lernen kann. Nicht nur, dass der eine andere Kultur hat, sondern wie das dort läuft, wie die Entscheidungsprozesse da laufen und was sie gemacht haben, auch vielleicht was sie erlebt haben in ihrer friedlichen Zeit und den kriegerischen Wirren. Dass sie das nehmen, das hilft uns. Das ist praktisch ein Geschenk, dass diese Droge Neugier wird damit befriedigt und diese Droge Neugier ist unheimlich wirksam. Also mich hat sie bis hier hoch jetzt aufs Podium getragen. Ich hatte keine Lust. Ich bin hergekommen, um zu hören, aber auch zu euch zu sagen, ihr habt jeder eine große Chance. Nicht nur Karrierechance, ihr habt eine Chance, in eurem Leben ja glücklich zu werden. Wenn ihr ein sinnerfülltes Dasein führt, das ist einfach eine tolle Sache. Ich kann nur sagen, Mensch, versuch es ein bisschen nachzumachen, ein kleines bisschen oder alles, oder mich übertreffen. Besser. Ja. Danke. Ja. Der alte Spruch war, einholen und überholen. Wollte man den Sozialismus, nicht wahr? Das hat er leider nicht geschafft. Ja, vielleicht auch. Nein, das lassen wir weg. Nein. Ja, das bringt ja nur einen neuen Streit rein. Das habe ich keine Lust dazu. Ich möchte, dass wir als Grüne unsere Politik vertreten, so wie das hier gemacht worden ist, dass ihr einfach sagt, das brauchen wir, das braucht die Gesellschaft und ich sage, das braucht die einzelnen Menschen. Und Mensch,
tut mir den Gefallen, bleibt zusammen und zerkracht euch nicht endgültig, es wäre schade. Vielen Dank, Wilhelm. Wenn es jetzt keine Wortmeldungen mehr zum Top Verschiedenes gibt, sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung angekommen. Wir vom Präsidium bedanken uns bei euch für eure Diszipliniertheit und die tollen Debatten heute und übergebe noch einmal an Marianne. Jawohl. Ich möchte euch bitten, dass ihr noch einen ganz kleinen Moment da bleibt und mir beim Bedanken helft. Zum einen für das Team der LGS, das wieder alles wunderbar heute hier vorbereitet hat. Und zum anderen natürlich beim Präsidium, das uns hervorragend durch den Tag geleitet hat. Wir haben auch was vorbereitet. So, und jetzt wünsche ich euch, bei denen ich mich natürlich auch bedanken möchte dafür, dass wir hier eine wirklich gute Debatte heute oder gute Debatten geführt haben, möchte ich euch einen guten Heimweg, einen schönen Adventsnachmittag, eine gute Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, gute erholsame Feiertage wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.